Welcome to the Farming Simulator League World Championship Finals Recap. We are taking a look at Group A, where Trelleborg, Grimme, Komatsu Forest and Team of Elite Guys faced each other. Trelleborg, being the number one seed, were the clear favorites over Team of Elite Guys. The Russian team only barely made it into the top 16 by beating the Honig Gang in the tiebreakers. However, Team OEG did not know that Trelleborg was the favorite, so they came out of the gate swinging and beat Trelleborg 2-0. Next up, we had Grimme facing Komatsu Forest. Komatsu Forest had a very strong early season, but was very far behind later on. Grimme, however, was very strong throughout the whole season, and so they were the clear favorites going into that match. The first match of the loser bracket was Trelleborg, the Titans being super angry and Komatsu Forest being a little bit scared, and you can tell they were. Trelleborg came out and they were eager to show everyone that they are the favorites and they are the best team in the league, and they demolished Komatsu Forest and made it to the loser finals. The winner finals was Grimme versus Team of Elite Guys. No one had expected that, but Grimme didn't care. Team of Elite Guys thought they can do it again, but they couldn't. Grimme just destroyed them and won the group. The final match of Group A was Trelleborg versus Team of Elite Guys again, and we had seen that one before. Everyone was expecting Trelleborg to be super aggressive this time, but they weren't, and Team of Elite Guys was actually able to take the first game and lead 1-0 before Trelleborg even woke up. However, they did wake up in style and they crushed them the next two games, making it in 2-1 and making it as the group second out of groups. Now for Group B, we had John Deere, The Burning Gamers by Stark, My Insanity and Class. An interesting one for sure, and the first match of this group was John Deere versus My Insanity. The Swiss esports powerhouse has been there all season, but they weren't really able to grasp the idea of Farming Simulator League, and so they were no match for John Deere, who crushed them and went to the winners finals. Next up, the wildcard teams from the Burning Gamers by Stark. They faced Class. The Burning Gamers had a very strong showing throughout the season, and they were ready to face Class, and they were prepared to beat them. It took them about an hour, and it was 2-0 for Burning Gamers, and Class was out to the loser's bracket. And this is exactly where My Insanity was waiting. The Swiss guys had something to prove, and they did it with Class. 2-0 after very, very short games, My Insanity was not taking any chances and made it to the loser finals. The winner finals, John Deere versus the Burning Gamers. Everyone was quite sure this is an easy one for John Deere. However, the Burning Gamers did not exactly agree and fought back. It was a well-fought game with three matches, but in the end, the Burning Gamers by Stark took the victory and the group lead, sending John Deere to the loser's bracket, where My Insanity was waiting. We had seen that match before. We had seen John Deere crush My Insanity before, and to be quite frank with you guys out there, they did it again. It wasn't nice, it wasn't beautiful, it was a complete mess and destruction. John Deere just rolled over My Insanity and made it out of group second. Next up, Group C. Krone, JCT Czech Republic, Horsch and Amazon. Amazon could not make it to the tournament, so that meant a free win for Krone and a free seed at the winners finals. The second match, JCT Czech Republic versus Horsch. Horsch was strong around Gamescom but has never shown up again, and JCT, ever since that wildcard team joined the league, it was insane. These guys were one of the best, everyone expected them to win, it was just clear who would win this. And exactly that happened. JCT did not wait. They killed them 2-0, sending Horsch to the loser bracket where no one was waiting because Amazon was not there. The winners finals, Krone versus JCT Czech. One of the best matches of the entire group stage. Krone was ready. They had Blackjack back, they had their confidence back, they knew what to do. However, JCT is strong and they were ready to show it. It was an amazing battle over three well-fought games. But in the end, Krone took the victory and the group lead. We had seen it before, again, same as Group A, same as Group B. The loser's finals was the same as the very first match. It was Horsch versus JCT Czech.
Everyone, again, expected JCD to be strong, but for some reason, Horsch all of a sudden found their way into the game. And they were able to take a game of JZD and then another one, winning that one, kicking JZD out of the tournament and making it to the final eight. Last but not least, Group D. We had the Landeier by Astragon, we had Landwirtschaft 3.0, VK and Lindner. The first match, Landeier by Astragon versus Landwirtschaft 3.0, and it was a very interesting match with the Landeier being one of the favorites of the tournament and Landwirtschaft 3.0 being an underdog. We haven't seen that wildcard team ever since they finished second at FarmCon 2019. Of course, the Landeier were dominating, destroying Landwirtschaft 3.0 and making it to the finals without any hassle. Next up, our second Czech team, VK, was facing Lindner. Lindner is an interesting team. They started very slow into the season, but they got stronger and stronger with every tournament, so there were high hopes on the guys from Austria. However, the Czech team was just the better team that day, beating Lindner 2-1 and advancing to the winners' finals. Lindner, with their backs to the wall, was facing Landwirtschaft 3.0 for a shot at the group finals, and they won 2-0, sending Landwirtschaft 3.0 out of the tournament. And this is where the tragic story of the Landeier started. One of their players, Davalda, was not able to connect anymore, so the Landeier were not able to play with three players, losing the first game against VK with only two players playing that game to the end. Of course, the Landeier reacted to this situation and brought in Gammelbacke, their star player who could not make the beginning of the tournament but was ready now, substituting him for Davalda. Still, it wasn't enough to face VK that day. The Landeier were clearly shell-shocked, couldn't do anything, and without Davalda they weren't able to do anything, and VK won the second game, beating them 2-0 and sending them to the loser bracket. But the tragedy of the story did not end there. Lindner was waiting, and they were able to fight hard against the favorites of the Landeier. Again, Davalda was not in, again it was Gammelbacke, but this guy was out of the tournament for a couple of weeks and his practice was lacking, and it has shown. Lindner was able to win a game, and the Landeier were able to win a second game. So we had a final match, and everyone was concerned that the Landeier could not make it out of groups. And indeed, they couldn't. Lindner won that one, winning 2-1 and sending one of the big tournament favorites out. And that's it for the group, guys. That's what happened during the group stages. We have seen favorites fall. We have seen Trelleborg losing. We have seen the Landeier leaving the tournament. We have seen JZD Czech leaving the tournament. Everything is possible in the Farming Simulator League World Championships. And I want you to check out what's next and who is our first world champion. Herzlich willkommen zum Finale der Farming Simulator League Season 2. Vor circa einem Jahr auf der FarmCon 19 haben wir die Saison gestartet und euch aufgerufen, an der FSL teilzunehmen. Fast 100 Teams haben dann bei Online- und Offline-Events wie Gamescom, Agritechnica, DreamHack Leipzig, IEM Katowice oder Paris Games Week um Preise und Ranglistenpunkte gespielt. Die 16 Besten davon haben sich für die Gruppenspiele qualifiziert, die wir immer durchgeführt haben. Und die besten 8 sind jetzt hier, heute und morgen, beim Finale dabei und sie spielen um Preise im Gesamtwert von über 100.000 Euro. Aber natürlich auch um das Recht, die Ersten zu sein, die diese wunderbare Trophäe in den Himmel strecken dürfen und sich Farming Simulator League Champions nennen zu dürfen. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich euch noch die Leute vorstellen, die mit euch zusammen an diesen Tagen die Spiele beobachten, kommentieren und analysieren werden. Unsere deutschen Caster Ansgar, Niklas und Werner. And before we come to them, I would also like to mention that we also have an English stream. So just in case you didn't understand anything what I just said, you might be on the wrong channel. So there's also a Twitch channel, Giant Software, without the D at the end. So head over there and you can listen to our English casters, Alex and Lars. Und jetzt möchte ich abgeben unsere Caster, die euch nochmal ganz genau erklären, wie denn so das Turnier an diesem Wochenende ablaufen wird. Und ja, heute stehen Viertelfinale auf dem Plan. Und ja,
Ich bin sehr gespannt auf alle Fälle. Ich bin auch total gespannt. Niklas, du wirst uns begleiten und wirst uns hier viel Expertise mit reinbringen in die Matches. Und ich kann schon versprechen, Werner, ich habe eben ein bisschen mit den Teams gesprochen. Wir werden heute eine großartige Show erleben, denn es gibt mindestens ein Team, was die Strategie komplett über den Haufen geworfen hat und sich nochmal ein paar Raffinessen ausgedacht hat. Das könnte spannend werden. Ich hoffe es. Also wir haben ja jetzt auch in der Qualifikation bzw. in der Gruppenphase haben wir schon einige Sachen gesehen, wo einige gesagt haben, ui, damit haben wir jetzt nicht gerechnet, beziehungsweise auch einige Teams sind vielleicht nicht dabei, die man sich vielleicht für das Finale auch gedacht hat, die schaffen es auf alle Fälle. Aber auf alle Fälle, ich hoffe auf spannende Spiele. Wir spielen heute, kann ich schon mal sagen, generell Best of Three. Das heißt, alle Spiele, die wir heute sehen, Best of Three. Und morgen haben wir dann noch wieder eine eigene Sache, wie wir spielen. Aber da kommen wir dann morgen zu. Genau. Was genau heißt denn eigentlich Best of Three? Ich glaube, ein bisschen Zeit haben wir noch, bevor wir uns dann gleich den Spielen widmen. Was genau heißt Best of Three für all diejenigen, die jetzt vielleicht neu in diesem E-Sport-Sektor sind? Wie funktioniert das, Niklas? Best of Three ist allgemein einfach ganz grob. Wir haben drei Spiele maximal. Zwei davon muss ein Team gewinnen. Eins darf es verlieren, beziehungsweise das andere Team. Das heißt, wenn zwei in Reihe gewonnen werden, ist dieses Team weiter. Verliert dieses Team ein Spiel und gewinnt eins, gibt es ein drittes Spiel. Und das Team, das dieses Spiel dann gewinnt, ist dann wiederum auch weiter. Genau. Und das alles live aus dem Giants-Studio. Das wird spannend. Das wird gut. Spannend, ja. Ich muss auch sagen, also hier wurde wirklich nochmal kräftig umgebaut, kräftig nochmal, also das ist wirklich Wahnsinn, was hier alles geboten wurde oder geboten wird, besser gesagt. Ich bin sehr gespannt, wie sich das alles verhält, wie sich die Spieler den neuen Arbeitsplatz, ganz vorsichtig formuliert, wie sich funktioniert, ob alles klappt und ob wir schöne, coole Spieler sehen. Das hoffe ich. So, Werner, Was haben wir so alles vor? Wir haben jetzt einen ganz konkreten Zeitplan und haben viele Steps, haben auch noch einen Spieler, glaube ich, vorbereitet. Wir haben Statistiken. Du kannst uns später noch mal ein paar Sachen nennen, die sich so verändert haben, dann in den letzten Monaten vielleicht auch. Diejenigen, die in den letzten Streams schon dabei waren, kennen das natürlich. Aber wir haben vier Programme. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wagst du es schon mal so eine Prognose? Wer hat dir imponiert in den letzten Matches? Also ich muss tatsächlich, habe ja alle praktisch Spiele bis heute gesehen und habe auch gedacht, bei ein paar Sachen, das ist jetzt aber anders gedacht. Wir haben auf alle Fälle wieder heute ein zartes Programm, du hast es schon gesagt. Es wird dann zu allen Spielen wird es noch Replays geben. Wir werden uns so Kleinigkeiten nochmal genauer anschauen. Wir haben sehr viel Statistiken, du hast es bereits angesprochen. Ich traue mich jetzt nicht zu sagen, wer morgen dabei sein wird und wer heute. Das wäre auch sehr gewagt. Das ist aber welche Stunts oder welche spielerischen Raffinessen fandest du bemerkenswert bei deinen letzten Einsätzen? Also ich fand tatsächlich, man muss tatsächlich sagen, je länger das Ganze gedauert hat, desto spektakulär wurde es. Wir haben Fahrzeuge unter den Brücken gesehen, wir haben sie in den Gräben. Also teilweise wird wirklich alles abgerissen, was so geht, um wirklich da nochmal mehr Punkte rauszuholen, mehr Ballen in Punkte zu verwandeln. Und ich glaube, ich bin gespannt, ob man das noch toppen könnte. Glaubst du, wir kriegen heute einen neuen Höchststand, was die Punkte angeht? Also, du hast es gerade schon angesprochen. Ich habe auch gehört, dass es ein, zwei neue Taktiken geben wird, dass da einige Teams alles komplett über den Haufen geschmissen haben und nochmal komplett quasi von null angefangen haben. Ich bin gespannt, wie die Teams das durchsetzen können. Ist natürlich auch sehr gewagt, ne? Auf jeden Fall. Also kann natürlich alles schief gehen und dann steht man da. Es ist ziemlich gewagt, das vor dem Finale nochmal zu machen. Wir können auch gleich nochmal auf so ein paar Veränderungen eingehen, die wir vor dem Finale nochmal gemacht haben. Jetzt schauen wir erstmal, wir gehen mal kurz zu Martin und begrüßen die ersten Teams. Ja, also die Teams stehen bereit, wir sind bereit, die Traktoren, Drescher und Pressen sind bereit. Dann möchte ich das erste Team begrüßen. Am blauen Tisch spielt heute Grimme mit Scotty, Martin und ihrem Captain Marcy. Ah, da kommen sie schon rein. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ja, sind wir, hat es geheißen. Also dann bin ich mal gespannt. Dann wollen wir mal schauen, ob ihre Gegner auch bereit sind. Denn das rote Team wird vertreten durch Lindner, Floji, Dropwell und Cerceros. Ich mag die Outfits, muss ich sagen. Aber ich wünsche natürlich beiden Teams viel Erfolg. Und
Genau. Und damit zurück zu uns. Genau. Wir haben gerade noch gewartet, bis sich alle Teams hingesetzt haben und sich jetzt so langsam einrichten, ihre Setups einrichten. Die Crew kommt auch. Sind alles Dinge, die man jetzt im Hintergrund so ein bisschen sieht. Wir haben aber auch Statistiken dabei. Und Niklas, vielleicht erklärst du uns mal so ein bisschen, was man daraus ableiten kann, was wir da sehen gerade. Selbstverständlich. Wir haben natürlich Statistiken vorbereitet. Die Frage ist, ob man sich darauf heute so sehr verlassen kann. Wir sehen nämlich bei Lindner einen Ball weniger im Durchschnitt abgegeben pro Match. Wir sehen aber auch circa 4000 Liter Korn bzw. Getreide mehr abgegeben. Das sind natürlich Werte, die haben sich über die Saison so ergeben. Ob diese Werte heute auch erreicht werden, ob wir heute 670 zu 620 Punkten sehen um den Dreh, das kann natürlich keiner absehen. Das Interessante bei dieser Konstellation ist ja, es gab diese Konstellation schon mal und zwar auf der Dreamhack und ich glaube im zweiten Online-Turnier. Da ergibt sich aber eine ganz interessante Situation draus. Allerdings, und zwar auf der Dreamhack, einige von euch, ihr beide wahrscheinlich auch, erinnert euch vielleicht noch daran, was da passiert ist. Und zwar Grimme gegen Lindner, das war im Halbfinale auf der Dreamhack, das war das einzige Unentschieden, das wir bisher in der FSL hatten. Und zwar 811 zu 811 Punkten. Also auch nicht irgendeine Zahl, die im 500er Bereich ist, sondern wirklich 800 plus Punkte. Das ist schon wirklich ordentlich, wenn man die erreicht. Und dann beide Teams, 811 Punkte. Grimme hat damals mit einem Ballen mehr gewonnen, den sie oben reingeschoben haben. Und das war wirklich zittern bis zur letzten Sekunde. Ja, ab und zu geht es natürlich etwas knapp her, sage ich mal, aber wie gesagt, 800 Punkte ist sowieso schon ein wahnsinniger hoher Stand, aber dass natürlich beide Teams das dann zur gleichen Zeit noch erreichen, das ist eigentlich, ja, Zufall, glaube ich, übertrifft das da schon. Ne? Das war Wahnsinn, das war wirklich Wahnsinn. Wir können da auf jeden Fall schon mal festhalten, dass beide Teams in der Vergangenheit relativ ähnlich stark waren. Also es ist jetzt sehr schwierig, da eine Prognose zu treffen und zu sagen, gut, der hat jetzt in diesem Punkt auf jeden Fall einen Vorteil. Da ist alles offen. Ganz genau. Und wir haben eben auch bei den Statistiken gesehen, die Werte sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Das nähert sich alles so ein bisschen aneinander an. Von daher, ich bin wirklich gespannt, wenn ich so zu den Teams rüber gucke, ich bin wirklich gespannt, wer da jetzt die bessere Taktik entwickelt hat, wer sich da nochmal ins Training reingehockt hat. Team Grimme, sehr bekannt dafür, dass die gerne mit Wildcard-Teams trainieren. Deswegen denke ich, dass sie da auch sehr viele verschiedene Teams vor sich hatten, sehr viele verschiedene Taktiken, vielleicht auch ein bisschen daran orientiert haben. Aber wir warten mal ab, was da jetzt alles kommt. Aber glaubst du wirklich, oder kann es, glaubst du, sein, dass es wirklich nochmal, dass wir eine komplett neue Taktik heute sehen? Ich kann es nicht beurteilen. Ich Weil das wäre natürlich der Hammer, ne? Ich also selber als es ehemaliger... Es wurde ja so angekündigt, sagen wir es so, aber es kann natürlich auch alles nur ein Bluff sein, ne? Das ist genau, das ist also, nämlich genau das, der Punkt. Das ist halt, nämlich das, genau das der Punkt. Das hätte es so, glaube ich, noch nicht gegeben, dass man ja. einfach. Aber ich fände es gut. Ich fände es auch. Einfach ich fände so selbstbewusst auftreten würde, dass man sagen würde: Okay, heute zeigen wir was Neues. Was mich aber jetzt mal interessieren würde, auch an diejenigen, die jetzt live dabei sind: Was ist denn eigentlich euer Favorit? Also, was würdet ihr sagen? Wer hat eurer Meinung nach die besseren Chancen? Gerade wenn ihr vielleicht auch bei den letzten Matches dabei wart. Was fandet ihr vielleicht auch bemerkenswert? Lasst es uns gerne wissen, während sich die Teams noch immer einrichten, aber ich denke, die werden in den nächsten Sekunden soweit sein. Genau. Jeder muss nochmal seine Einstellungen finden. Ne? Es ist nicht das gewohnte Setup von zu Hause. Andere Maus, andere Tastatur, vielleicht andere Umstände. Da muss man sich einfach ein bisschen zurechtfinden, aber dafür ist man Profi, ganz vorsichtig gesagt. Man weiß damit umzugehen, aber schauen wir mal, wer es noch ein bisschen besser machen kann. Man muss Profi sein, um das Setting. Ja, ich habe gehört, dass, ja, also meine Frage richtete sich natürlich vor allen Dingen an die Teams, die jetzt erstmal spielen, weil ich gerade sehe. Also wir haben durchaus bemerkt, dass es schon so bei dem einen oder anderen Zuschauer klare Favoriten gibt. Es geht da in eine eindeutige Richtung, wenn man ja. den Chat gerade so verfolgt, ja. Aber auch die Outfits scheinen viel Eindruck zu schinden und durchaus für Sympathien zu sorgen. Ich habe aber den Eindruck, der Chat ist sich auch sehr unsicher, was diese Konstellation angeht. Und wie wir eben gesehen haben, absolut zu Recht. Ich habe auch gesehen, dass einige Teams so richtig ihre Keyboards ganz speziell einstellen ja. müssen, weil sie ganz spezielle... Das haben wir auch schon auf den einzelnen Messen gesehen. Genau. Es geht direkt gleich los, habe ich es gerade gehört nochmal.
Aber du hast recht, es gibt Teams, die das Keyboard ein bisschen schief stellen, damit der Weg von den Fingern her etwas kürzer ist. Also da gibt es ganz verrückte Dinge. Und das alles bei der Farming Simulator League. Also man denkt im ersten Moment vielleicht, okay. Es geht los. Wir können natürlich weiter währenddessen. Genau, wir wollten aber gerade mal schnell den Sound hier abwarten. Aber genau, da sehen wir jetzt nochmal die Konstellation und sehen auch die Mitspieler und werden jetzt gleich sehen, was sie picken und was sie bannen und wir haben gerade die Bilder der Spieler gesehen und da ist dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen, dass wir da ein neues Gesicht haben auf Seiten von Grimme. Und zwar ist das der Martin. Der Martin ist seit dem, kurz vor dem zweiten Online-Turnier zu Grimme gekommen. Kennengelernt haben sich das Team und der Martin über die Streams, die wir immer veranstaltet haben, beziehungsweise immer noch veranstalten auf unseren Twitch-Kanälen. Und ja, der Martin hat einfach gesagt, ich habe da Bock mal mitzuspielen. Grimme hat sich gedacht, oh, der kann gut stacken. Den nehmen wir mal mit ins Team. Ist das vielleicht eine neue Waffe von Grimme? Möglicherweise. Werden wir gleich sehen, ne? Möglicherweise. Ist das einer dieser berüchtigten neuen Taktiken, auf alle die Fälle man da fährt? Sehen wir jetzt schon mal, die Pick-und-Bann-Phase hat bereits begonnen, ist schon sehr weit fortgeschritten. Ja, vorsichtig gesagt, Klassiker wurden bereits rausgebannt. Der Steier ist leider nicht dabei, der große Deutz, der JCB und auch der 1050er Fendt ist nicht dabei, der wurde rausgebannt. Und ich sehe schon auf Seiten Grimme der Teleskoplader. Der Teleskoplader. Ein sehr seltener Pick. Unter 5% Pick-Wahrscheinlichkeit. Also der ist, der fährt 60 km/h. Ist einer der unter 5%? Unter 5%. Weißt du auch, welche Teams den leider nicht, ja. Leider nicht. So tief in der Materie. Also ich glaube, zuletzt gesehen habe ich bei John Deere, glaube ich. John Deere und Krone. Ja, genau. Krone war auch so ein Team, die haben den sehr gerne verwendet. Ja. Vor allem in Kombination mit der Anderson-Taktik, mit dem Anderson-Transportwagen. Denn man muss sagen, der Teleskoplader kann keine Presse anhängen. Dafür kann er den Anderson ziehen. Ich glaube, was ich zuletzt gesehen habe, war mit voll ausgestrecktem Arm den Ballen so 30 mm vor die Scheune oben zu bringen. Genau. Und mit ein bisschen Schwung und dann ist das Ding oben drin, wenn es gut läuft. Das kann natürlich vor allem in den letzten Sekunden nochmal richtig knapp werden. Wir sehen aber bei Lindner, Slide Edge und Transport Company und bei Team Grimme, Chiptuning und Slide Edge. Kurz nochmal zur Erklärung, Slide Edge allgemein, Fahrzeuge fahren schneller und die Mähdrescher arbeiten schneller. Chiptuning im Vergleich dazu, die Fahrzeuge beschleunigen und bremsen schneller. Und wir haben eben schon mal die Transport Company angesprochen. Dadurch bekommen die Teams einen Transportwagen, einen Ballensammelwagen. Das heißt, die Ballen müssen nicht einzeln zu den Brücken gebracht werden, über die Brücken zur Bahn gebracht werden, sondern können einfach mit dem Transportwagen gesammelt werden. 14 Stück passen drauf, plus ein, zwei Stück noch vorne auf den Zinken. Macht 16 Stück, die man damit einem Mal rüberbringen kann. Das schon ordentlich. So, wir sind jetzt erste Game gestartet. Ich habe jetzt mal keine gröberen Schnitzer am Anfang gesehen. Keiner gegen die Bande gefahren. Alle rechtzeitig gestartet. Erste Fahrzeuge werden vom Podest runtergefahren. Auch ganz wichtig, wirklich runtergefahren. Nicht nur oben stehen bleiben, sondern wirklich auch reinsetzen, runterfahren und dann ist das Gerät für einen gepickt. Wir sehen schon bei Grimme, glaube ich, waren das jetzt mehrere Ballenpressen hier oben. Oh, wir haben einen Harvester Streak bei Grimme. Das heißt, drei Mähdrescher hat Team Grimme gesichert. Wird es jetzt schon der erste Rush werden? Nein, Team Lindner hat den Case bekommen. Team Lindner hat den Case für sich holen können. Ob das so geplant war? Ich glaube, der ist ein bisschen irritiert geguckt worden. Aber ja, vielleicht war man sich da selber nicht ganz sicher, ob man jetzt noch rushen kann oder ob das jetzt nur die drei Drescher, nur in Anführungszeichen, nur die drei Drescher waren. Denn ein Drescher zu haben, ist natürlich schon... Das ist schon sehr, sehr belastend. Das haben wir auch in den vergangenen Spielen gesehen. Mit einem Drescher, es ist machbar auf alle Fälle, aber es wird halt leider sehr, sehr schwierig. Speziell, wenn man auch wenn man mehrere Ballenpressen hätte. Es ist einfach nichts da, was man gleich verpressen kann, weil du nur einen Drescher hast. Ne? Und das ist halt dann schwierig. Aber gucken wir mal, was Team Lindner daraus macht. Jetzt in dem Fall, die haben ja schon sehr, sehr viel Erfahrung. Die haben wahrscheinlich auch das ein oder andere Spiel mit einem Drescher schon hinter sich gebracht. Gucken wir mal, wer das Bessere draus macht. Und es ist natürlich eine gewisse Form der Dekadenz, dass man sich drei Drescher sichert, aber nur zwei nutzt. Ne? Also, ja. Aber es ist für viele halt eben die sinnvollste Strategie und das sehen wir jetzt gerade auch wieder. Grimme hat auch die Krone-Presse sich sichern können, die ja auch immer einen schönen Vorteil hat und sehr beliebt ist bei vielen Teams. Ich will mal gerade ganz kurz erklären, die Grimme-Presse, nein, nicht die Grimme-Presse, die Krone-Presse ist sehr beliebt, weil die kann drei Ballen transportieren. Alle anderen Pressen können zwei Ballen hinten im Auswurf transportieren. Die Krone-Presse ist allerdings die einzige, die drei Ballen mitnehmen kann. Sprich, wenn man noch zwei Ballen vorne auf den Frontlader nimmt, kann man bis zu fünf Ballen auf einer Fahrt
zu der Scheune rüberbringen. Und da sehen wir schon, erste Problemchen, kleine Problemchen, hängen geblieben mit dem Hinterreifen. Und das wird jetzt gefährlich. Das wird jetzt gefährlich, wenn er da jetzt nicht runterkommt. Und nein, das er hängt auf der Brücke fest. Das, na, oh, das darf ist nicht wahr ganz sein. Gefährlich. Aber er kommt runter. Er kommt noch runter. Und wie er da runtergekommen ist. Das Also das ist ein teurer First Bail, wenn es der First Bail sein sollte. Das ist gerade noch mal so gut gegangen. Das hätte auch jetzt ins Auge gehen können. Wer jetzt allerdings sagt, oh, das Ding ist ja gelaufen, ne? Der täuscht sich, weil wir haben ja immerhin drei Spiele. Und ob man diese Performance, die Grimme jetzt gerade an den Tag legt, so halten kann, das ist immer so die Frage. Das ließ in manchen Matches auch schon mal ein bisschen nach dann bei dem zweiten und dem dritten Match. Und ja, manchmal ist es auch einfach ein bisschen Pech, was da jetzt gerade gewirkt hat. Aber so früh, normalerweise erlebt man das erst am Ende, hatte ich immer so das Gefühl, wenn es da ein bisschen hektischer wird. Aber gut. Ja, solche Szenen können natürlich immer auftreten. Aber gerade am Ende, wenn man, da werden die Teams auch ein bisschen nervöser, da wird man selber ein bisschen zappeliger, möchte ich mal behaupten. Und man will es ja auch noch reinhauen, ne? Wenn es so ganz knapp ist, dann will man das Ding noch ganz irgendwie auf das Förderband schallern. Ja, und dann apropos aufs Förderband schallern, wir haben gerade gesehen, Linden hat den First Bail gemacht. First Bail heißt in dem Fall, beziehungsweise heißt allgemein, doppelte Punktzahl des Ballens. Ballen sind grundsätzlich 10 Punkte wert, mal den Multiplikator. Den Multiplikator sieht man oben in der Mitte. Der ist momentan noch ausgeglichen bei beiden Teams auf 2,0. Und da der erste Ballen doppelt zählt, hat Team Lindner dadurch jetzt 40 Punkte erreicht. Aber wir haben schon bei Lindner gesehen, sie haben überschüssige Zeit, weil sie leider nur einen Drescher haben. Sie sind jetzt schon teilweise mit dem Überladewagen neben dem Drescher gefahren. Das ist eigentlich eine Sache, die man fast gar nicht sieht, weil der Überladewagen einfach nur die Plane weggenommen wird, im Normalfall ein Stückchen rausgezogen, damit der Drescher mehr Platz hat. Aber ja, Lindner, wie gesagt, einen Drescher ist nicht optimal. Es hat sich jetzt eine andere Aufgabe gefunden, da sie natürlich den Ballenwagen zur Verfügung haben. Aber wie gesagt, ein Drescher ist nie gut, möchte ich fast schon sagen. Ein Drescher, das haben wir in der Vergangenheit oft gesehen. Ich habe keine genaue Statistik, aber ich würde sagen, in 80-90% der Fällen hat das Team gewonnen, beziehungsweise das Team verloren, das nur einen Drescher hatte. Also das Weißt du denn, welche Teams mal gewonnen haben mit einem Drescher? Ich meine mich erinnern zu können, dass Trelleborg das mal geschafft hat. Ich meine nämlich auch, ja. Trelleborg, es war aber verdammt knapp. Genau, es war verdammt knapp. Es waren ca. 30-40 Punkte Unterschied, die da erreicht wurden. Es ist wirklich hart. Es ist wirklich hart, aber es ist ja erst das erste Spiel. Wir dürfen ja nicht vergessen, es ist immer noch ein Best of Three. Wir sehen auch oben, ganz knapp links unten von Lindner, sehen wir zwei Balken. Dort wird gleich angezeigt, wenn das erste Spiel gewonnen wird, je nachdem bei Lindner oder bei Grimme. Das sehen wir dann im nächsten Spiel. Wie gesagt, zwei Spiele muss ein Team gewinnen, um hier weiterzukommen. Ein Spiel darf es verlieren und wir sind gespannt, welches Team das sein wird. Wir haben jetzt gerade gesehen, der Scotty hat den Überladewagen rausgezogen, genau. Damit gleich der Drescher da gleich abtanken kann. Das ist eben so die Standardtaktik, sage ich mal. Ne? Genau. Also es wird von links und rechts wird angefangen zu dreschen, im optimalen Fall mit zwei Dreschern. Überladewagen, Abdeckung weg, Stück rausziehen, damit der Drescher Platz hat, um dann schon vorbereitet zu sein, wenn der Drescher voll sein sollte, dass man dann direkt abladen kann. Und da wurde ganz elegant mitgenommen. Oh, das war knapp. Also, der große Korntank vom Ideal gelernt und fast hätte es nicht mehr. Was macht man in so einem Fall, wenn das Ding dann einfach umkippt? Dann musst du erstmal eine Rettungsmaßnahme durchführen. Das kostet Zeit. Allgemein ist Abschleppdienst gerufen. Da wird der ADAC gerufen. Ja. Nee, es kostet auf jeden Fall viel Zeit, wenn sowas passiert. Und das ist in den Finalspielen, das darf eigentlich jetzt nicht mehr passieren. Wäre für Lindner eventuell eine Chance gewesen, diesen Nachteil ein bisschen aufzuholen, den sie jetzt aktuell haben. Aber vielleicht finden sie auch noch einen anderen Weg. Bis jetzt wird einfach fleißig gestapelt und gesammelt und ziemlich direkt das abgefahren, was eben gepresst wird. Ist natürlich jetzt den Umständen geschuldet, ne? Dass da... Gut, wie gesagt, ich bin immer noch gespannt, was Lindner damit jetzt anfängt. Weil Lindner war ein Team, die hatten sich wirklich mal auf diesen Fall vorbereitet. Mhm. Denn die hatten auch in der Vergangenheit schon mal Taktiken, explizite Taktiken, die sie mit einem Drescher gefahren sind. Momentan kann ich da noch kein großes Muster erkennen. Aber Lindner war wirklich eins der einzigen Teams oder eins der wenigen Teams, die sich für solche Fälle Taktiken überlegt haben. Und da werden erste Massen an Ballen rübergefahren, aber vermutlich noch nicht reingebracht.
Na, ich glaube, obwohl, vielleicht macht es Lindner jetzt schon, weil sie ja später gar nicht mehr so viel ausgleichen können. Es ist immer die Frage... es ist ein bisschen wie Lotto jetzt, ne? Richtig, erstens also das und zweitens die Frage, wann kommen die Drone-Drops? Erstens das natürlich und des Weiteren wird man den Drop bekommen, den man da sind anpeilt. Sie, Drone-Drops sind da. Bull, Lindner hat den Bail-Boost genau, aufgesammelt. Genau, Bail-Boost. Jetzt muss man natürlich sauschnell diese Ballen da auf, von dem Anderson runterkriegen. Aber sie sind ja gut drapiert, also ich denke... Ich denke auch. Das hat zeitlich gerade genau gepasst. Es war wirklich, als ob es geplant wäre. Du hast recht. Sie haben tatsächlich, sie scheinen eine Taktik zu haben. Und eisern wird da, keine Miene wird verzogen. Angestrengt. Man ist jetzt absolut drin. Man vergisst alles außenrum. Man ist jetzt genau in diesem Segment drin. Man gibt das, was man jetzt wirklich Stunden über Stunden trainiert haben. Auch bei Lindner haben wir gehört, im Werk selber wurde ein Trainingsraum eingerichtet, wo sie gemacht haben. Und da sehen wir den großen Unterschied. Und da sehen wir jetzt auch Martin heißt er, ne? Bei Lindner. Genau. Die große Stacker-Kunst sieht immer ziemlich einfach aus, aber das so hinzubekommen, wie es jetzt gerade funktioniert, das ist gar nicht so einfach. Und da scheint Lindner tatsächlich einen größeren Vorteil zu haben, während Grimme nämlich noch so ein bisschen mit den Sammelarbeiten beschäftigt ist und man hat auch gesehen, da ist eben einer runtergefallen und so, war ein bisschen chaotisch hier, läuft es bei Lindner aktuell ganz gut, die sind perfekt vorbereitet auf den Boost und nutzen das jetzt in vollen Zügen. Grimme fängt sich aber und Grimme schiebt legt jetzt auch erst den ersten Ballen, beziehungsweise die ersten beiden Ballen aufs Förderband, das ist ein und da hat Lindner schon, also da haben sie schon 300 Punkte auf dem Konto, aber ne? Sie können natürlich später auch noch mehr rausholen, ne? Also das selbstverständlich, muss man aber immer natürlich im Hinterkopf behalten. Der Ball, der Bailboost. Oh, oh, und Grimme will jetzt schon losfahren. Das heißt, Grimme will gleich sofort, wenn der Boost vorbei ist, den Kornbonus für sich. Haben auch einiges gesammelt, ne? Ja. 31.854 Liter. Das kann sich durchaus sehen lassen. Aber, gut, aber haben halt einen Drescher mehr, ne? Das muss man auch, das darf man nicht vergessen. Exakt. Aber das wird auf jeden Fall reichen, um das Förderband von Lindner zu stoppen. Denn es werden circa 25.000 bis 30.000 Liter benötigt, um das Förderband komplett flach zu legen. Von daher, ich bin mal gespannt. Also wenn Lindner da jetzt nicht gegenhalten kann, und das sieht momentan noch nicht so aus, als ob Lindner da gerade eine Mine verziehen würde. Ich denke, Lindner wird jetzt erstmal ein bisschen sammeln und dann später und da sind sie schon dabei, abladen. Und ja. Das ist einfach Timing. Ja. Das ist einfach Timing, das ist einfach bis auf die letzte Sekunde trainiert. Grimme wird es jetzt perfekt auskosten, den Vorteil, den sie sich erspielt haben. Dass man da genau in dieser Sekunde an dem Silo angekommen ist, um jetzt das Getreide abzugeben. Jetzt ist nur die Frage, ob die Ballen auch rechtzeitig oben ankommen, ne? Weil natürlich, sie haben jetzt eine langsame Bandgeschwindigkeit, natürlich mit dem höheren Multiplikator. Das Band läuft nur mal zu 20% und das dauert schon ein bisschen, bis die Ballen dann oben ankommen. Ganz genau, das sieht man jetzt auch oben. Der Multiplikator, von dem ich eben schon mal gesprochen habe, durch das abgegebene Getreide ist er natürlich jetzt auf 2,9 hochgewandert. Das heißt, jeder Ballen, der jetzt oben reingeht, ist für Team Grimme 29 Punkte wert, für Team Lindner nur 11 Punkte. Und da sehen wir es, ne? Also es wird langsam geht das Ganze nach oben. Aber man lässt sich doch Zeit, man macht das so, dass es wirklich drauf bleibt, weil man hat auch schon Szenen gesehen, wo das links und rechts wieder runtergefallen ist, leider, wo man da nochmal ran muss. Aber genau. Jetzt lässt man sich ein bisschen mehr Zeit und hofft, dass es gut oben ankommt mit einem 2,9er Multiplikator, macht das auch ganz schön was auch aus. Auch selten gesehen, diese Situation. Das wird jetzt noch eine ganze Zeit lang so bleiben, ne? Also der Marci versucht da ein bisschen Ausschau zu halten, was das gegnerische Team macht. Ja, das ist halt auch so ein Faktor, ne? Das ist einfach ein Problem. Es fehlt noch das Fernrohr-Feature. Genau, weil man kann maximal bis zu diesem Multiplikator von 3,0 das Getreide abgeben. Alles, was danach abgegeben wird, verschwindet ins Nichts. Genau. Das heißt, es macht jetzt durchaus Sinn zu warten. Lindner kippt gerade gegen. Genau, Lindner ist da. Jetzt wäre nur die Frage, wissen wir, wie viel Lindner hat? Das wäre jetzt wirklich wichtig, damit wir auch wissen... Da waren es, glaube ich, 17.000, habe ich es gerade aus den Augenwinkel gesehen. Genau. Es ist auf alle Fälle viel weniger, ist aber auch klar, weil sie haben nur einen Drescher. Also es muss ein bisschen mehr gewesen sein, weil wir ein bisschen später, glaube ich, das Bild erst bekommen haben. Ich bin mir aber ziemlich sicher. Es wird auf jeden Fall ungefähr 10.000 weniger sein als bei... Und Lindner ist leer. Lindner ist jetzt leer. Ja. Und jetzt haben wir aber noch einen guten Multiplikator bei Grimme stehen von 2,3. Aber Lindner ist von den Punkten her leider noch vorne. 520 zu... Was heißt hier leider? Werden wir jetzt... Nein, für Lindner sein. Aber wie gesagt, jetzt ist es halt so, Grimme hat halt mehr Punkte für die gleichen Ballen, sag ich mal. Und jetzt ist nur die Frage, wie viel kommt dann noch nach oben? Wie viel haben sie noch? Es sind einfach jetzt 6 Punkte mehr, die Team Grimme für einen Ballen bekommt. Und das kann am Ende schon richtig viel ausmachen. Wir haben es eben angesprochen, das letzte Spiel der beiden Teams, 811 zu 811 Punkte. Und bei so einem Multiplikator weiß ich nicht, ob das auch so knapp enden kann.
wir kommen ja auch gerade erst so in die spannende Phase, wo dann alles gegeben wird und die letzten 3 Minuten oder letzten 2 Minuten dann gleich so voll ausgekostet werden. Und in diesen Minuten wird das Spiel dann vermutlich entschieden, denn aktuell sieht es noch relativ gleich aus, auch wenn Grimme jetzt langsam doch einen deutlichen Vorsprung ausbauen wird. Nachteil für Lindner natürlich jetzt, die müssen wieder mit dem Anderson-Ladewagen, mit dem Ballensammelwagen die Ballen rüberbringen oder jetzt einzeln mit der Presse. Aber die Frage ist immer, was lohnt sich mehr? Bei Grimme wird immer noch fleißig rübergebracht, jetzt auch mittlerweile mit dem Teleskoplader. 2 Ballen vorne drauf, souverän über die Brücke. Aber da liegen keine Ballen mehr vor dem Band. Da liegen momentan keine Ballen mehr vor dem Band bei Team Grimme. Das heißt, man kann diesen Multiplikator, den man sich jetzt mühsam aufgebaut hat, gar nicht so richtig auskosten. Momentan nicht, leider nicht. Es ist aber auch so, dass momentan beide Teams nicht mehr im Drescher sitzen. Das heißt, die Frage... Oh, da wird nochmal weggebracht von Lindner. Lindner versucht es nochmal. Gott, wir geben alles. Da wird nochmal weggebracht. Es sind nochmal 5611 Liter, ne? Es wird nicht reichen. Wird nochmal reichen für 2,1. Es wird nicht reichen, um ihn komplett auszugleichen. Ja, aber die anderen haben ja auch noch was. Das ist die Frage, ob sie jetzt noch was haben, was sie nachkippen können. Ob sie jetzt diese Zeit nochmal investieren, um rüberzufahren. Da muss man nämlich auch immer abwägen. Es kann nämlich sein, dass ein Ballen, den man mehr presst, mehr wert ist am Ende, als den Multiplikator um 0,1 nochmal hochzusetzen. Das ist immer ziemlich schwierig, das einmal abzuwägen. Fast ausgeglichen. Aber es hat nicht komplett gereicht. Es sind halt jetzt 113 Punkte, die Grimme vorne ist. Und das 1,5 Minuten vor Schluss. Oh, aber Lindner baut auf. Also Lindner, die haben noch. Ballen. Jetzt ist nur die Frage, kann Grimme noch so viel Ballen ranbekommen? Weil bei Lindner lag wirklich einiges noch rum. Oh, da sehen wir alles. Oh, da sehen wir aber. Und fängt er sie wieder? Nee, diesmal nicht. Diesmal hat er sie nicht gefangen. Das ist eine Stuntshow hier. Diesmal hat er sie nicht gefangen. Das haben wir nämlich auch schon mal in den Scrim-Spielen gesehen, dass diese Ballen da wieder gefangen wurden. Oh, das darf nicht passieren. Der ist im Graben gelandet. Der ist auch noch im Graben gelandet. Das darf nicht passieren. Den kannst du wegschmeißen doch. Das darf nicht passieren. Das ist ja eine Katastrophe, die sich jetzt hier in den letzten 50 Sekunden ereignet. Grimme, etwas Ballennot, aber... Die haben gut zu tun jetzt gerade noch. Kahn noch ein bisschen was ran. Lindner hat auch noch gut zu tun, aber ungefähr gleich viel wie Grimme. Es wird nicht mehr reichen, sage ich jetzt einfach mal, um diesen Vorsprung aufzuholen. Es wird jetzt auf jeden Fall sauknapp werden. Lindner packt wirklich nochmal richtig genau drauf. Genau 100 Punkte gerade in diesen Sekunden. Aber Lindner ist da. Aber Grimme gibt auch nochmal alles. Grimme ist halt auch da. Ne? Beide sind sie da. 20 Sekunden sind noch zu spielen. Und aktuell steht es 738 zu 634 Punkten. Da gehen nochmal 4 Ballen jetzt rein. Bei Grimme liegt auch noch was auf dem Band. Oh, das wird knapp. Wir lehnen uns zerletzt. Aber 10 Sekunden. 2 Ballen. Die werden auch beide noch reingehen, glaube ich. Oh, aber das schafft Lindner nicht mehr. Das wird Lindner nicht mehr schaffen. 801 Punkt. Aber wir müssen uns mal vor Augen halten, über 700 Punkte dafür, dass sie nur einen Drescher hatten, das ist saustark. Das ist wirklich saustark. Und da sieht man auch das, was gesagt wurde vorher, die haben so eine Taktik in der Schublade liegen und wenn der Fall eintrifft, dann wissen sie sofort, wie sie darauf reagieren müssen. Am Anfang war ich mir allerdings nicht ganz sicher, muss ich sagen, ob das wirklich so ausgespielt wird. Aber herzlichen Glückwunsch, Spiel 1 von 3 ist für Grimme entschieden worden. Genau. Das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, sollte Grimme auch das nächste Spiel für sich entscheiden, ist diese Partie schon mal vom Tisch. Ganz genau. Wie gesagt, Best of 3, wenn 2 Spiele von einem Team gewonnen werden, dann ist das für diese Abteilung schon mal erledigt. Haben wir eben drüber gesprochen. Genau das ist nämlich jetzt der Fall. Wenn Lindner jetzt noch ein Spiel gewinnt, dann werden wir noch ein drittes Spiel sehen. Wenn Grimme das nächste Spiel gewinnt, dann ist Grimme im Halbfinale. Aber ich würde sagen, für das Auftaktspiel, wir haben schon einiges gesehen. Auf jeden Fall. Es war spannend. Es war auf jeden Fall spannend. Und vor allem ist es immer ein bisschen kritisch. Ne? Der Anderson Transportwagen bzw. Transport Company ist immer ein bisschen riskant, möchte ich mal behaupten. Wenn man da ein bisschen was falsch macht, wenn man da ein bisschen zu spät diese Ballen rüberbringt oder der Bonus ein bisschen zu früh kommt. Wir haben nämlich gesehen, bei 8 Minuten, relativ genau Punkt 8 Minuten, ist Lindner mit dem Anderson über die Brücke gefahren. Wäre der Bonus direkt bei 8 Minuten gekommen, dann wäre eine 1/2 Minute verloren gegangen, in der keine Ballen mehr oben reingeschoben werden konnten. Aber das ist auch genau das, wo die Spieler auch nicht, das können sie nicht kalkulieren. Nein. Sie können davon ausgehen, da kommt zwischen den und den Zeitraum. Genau. Wann genau, das weiß niemand. Zwischen 8 und 6 Minuten. Man muss vorbereitet sein. Und wenn er da ist, musst du schauen, dass du den bekommst, Nummer 1, und dann umschalten und sofort das zu Punkten machen. Wobei wir da auch schon Teams gesehen haben, denen das einfach komplett egal war. Gut. Die einfach ihre Taktik so perfekt ausgelegt haben, dass sie mit beidem arbeiten können. Alles gesehen, wir sind gespannt, wie jetzt das nächste Spiel ausgeht. Lindner geht da nochmal in sich.
Niklas, du bist ja als Experte vor allen Dingen deshalb mehr als geeignet, weil du auch ehemaliger Spieler bist ganz in der genau. Farming Simulator League fürs Team Komatsu. Und welche Strategie hast du denn in deiner Spielerzeit sozusagen präferiert, mit oder ohne Ballenwagen? Also wir haben damals, Komatsu Forest, du sagst es schon, ganz kurz zur Erklärung allgemein mal, ich habe damals bis zu DreamHack Leipzig bei Komatsu gespielt, habe dann angefangen hier bei Giants zu arbeiten und deswegen wurde mir dann quasi verwehrt, weiterhin zu spielen, logischerweise. Wir haben damals eine, fand ich, ziemlich coole Taktik mit dem Transportwagen auch entwickelt. Haben aber auch damals schon, deswegen habe ich es eben angesprochen, diesen Faktor gehabt, dass es wirklich immer ein Risiko ist. Wenn dieser Ballenboost oder wenn diese Drone-Drops allgemein zwischen Minute 7 und 8 kommen, dann wird es eng. Wenn die zwischen Minute 6 und 7 kommen. Nebenbei, zweites Spiel startet gerade. Pick- und Bann-Phase, gehen wir gleich drauf ein. Wir quatschen gerade noch ein bisschen weiter. Wenn je später dieser Drone-Drop kommt, desto besser ist es für die Transport-Company-Taktik. Mhm. Je früher er kommt, desto kritischer wird es. Aber ich glaube, wir werden es jetzt gleich im zweiten Spiel sehen, ob das dann, wie das dann jetzt hier fällt. Aber ich glaube, für Lindner war das wirklich gut. Ja. Ich habe auch deshalb gefragt, weil dieser Transport oder dieser Ballenwagen hat an Popularität abgenommen, habe ich das Gefühl. Am Anfang hat er leider. Wurde der sehr gerne genutzt. Ganz und genau. In den letzten Matches, also das ist ja fast schon Exot eigentlich, ne? Mittlerweile leider ja. Und zwar hat das den Hintergrund, dass wir da einen Patch veröffentlicht haben, der diesen Transportwagen langsamer gemacht hat. Nicht vom Fahren her, sondern von der Geschwindigkeit her, wie schnell die Ballen aufgeladen werden können. Aufgeladen und auch am Ende abgeladen werden können. Dadurch, nachdem das 14 Ballen sind, das heißt, diese Zeit wird natürlich mit 14 multipliziert, das kann natürlich dann schon mal ein paar Sekunden sein. Und ich habe es ja mehrmals schon angesprochen, es ist wirklich sehr knapp bemessen mit der Zeit. Aber es ist natürlich auch ein großer Vorteil, wenn die halt schön übereinander gestapelt da liegen, ne, um die nach oben zu bringen. Na, schauen wir mal, ob Lindner jetzt die gleiche Taktik nochmal fährt oder ob sie was komplett Neues auspacken. Also auf jeden Fall sehen wir schon mal, dass der Teleskoplader von Grimme gewandt wurde. Ja. Aber dafür hat Grimme den Fendt bekommen. Den 1000er Fendt, der auch 60 km/h fährt. Der ist halt das wirklich ist schnell. So, ja. Also für den Start ist das auf jeden Fall schon mal ein Vorteil. Oh. Dann aber wir sehen, ziemlich ausgeglichen. Wir haben auf beiden Seiten zwei Frontlader mit dem Team. Wir haben ganz hinten sehe ich... ausgeglichen? Das ist schon ein Unterschied, ob du den Fendt hast oder nicht. Von, ja, also von den Frontladern her ist es ja, dasselbe. Du musst aber bedenken, Team Lindner hat den Case mit der Pflegebereifung. Genau, richtig. Ich wollte gerade sagen. Genau. Pflegebereifung also heißt, nochmal für die Zuschauer ganz kurz erklärt, für die Neuen, die jetzt dazugekommen sind. Pflegebereifung heißt, dass man schnell durch das Getreide fahren kann, durch den Weizen, der noch auf dem Feld steht. Denn mit allen anderen Maschinen wird man ausgebremst, wenn man da durchfährt. Aber wir sehen wieder Transport Company bei Lindner. Gleiche Power-Ups, gleiche Power-Plays, nicht Power-Ups, Power-Plays, die letztes Spiel auch schon genommen wurden, bei beiden Teams wohlgemerkt. Jetzt hoffen wir mal, dass beide Teams den Start hinbekommen, ansonsten kann das schon auch so eine Vorentscheidung sein. Zerzarus kommt dann ein bisschen spät raus. Grimme ist da, glaube ich, ein bisschen besser rausgekommen. Und die wissen auch ganz genau, dass sie sich hier direkt zwei Drescher schnappen, aber... Grimme hat auf jeden Fall schon mal den Ideal und den John Deere. Und den John Deere, ja. Aber Lindner hat auf jeden Fall den Case. Das sieht nicht gut bei Lindner aus. Das sieht nicht gut aus für Team Lindner gerade. Ist es wieder dasselbe, wie wir vorher Wir haben hatten? Wieder einen wir Harvester haben, Streak. Das ist ja Wahnsinn. Wir haben wieder einen Harvester Streak. Jetzt muss er noch runter. Aber der Case... Ja, wir haben Harvester Streak. Wir haben einen Harvester Streak. Es ist genau das gleiche wie im letzten Spiel. Selbe Konstellation. Jetzt haben wir gerade noch die Pressen. Pressen scheinen gerade ausgeglichen zu sein. Oh, die Kuhnpresse ist noch frei. Die schnappt sich Lindner gerade noch. Und die Kronepresse ist auch noch frei. Die nimmt sich immer wieder Krone. Nee, Grimme. Grimme. Ah ja, aber das hat tatsächlich jetzt sehr, sehr lange gedauert für meinen Geschmack. Klar. Ja. Das hat wirklich lange gedauert jetzt. Vielleicht wurde man auch ein bisschen überrascht. Oh, die ist noch frei, die hole ich mir jetzt nochmal. Also, dass so eine Presse so lange, vor allem gerade die Krone-Presse. Bei der Kuhn-Presse haben wir das öfter gesehen. Einfach, weil die fährt ein bisschen langsamer, braucht dafür aber auch ein bisschen weniger Volumen pro Ballen. Die wurde auf 3900 Liter runtergeschraubt. Kann ein Vorteil sein. Da musst du aber schon viel pressen, damit die das genau, dann genau, das ne? ist das Problem. Prozentual natürlich, man ist immer schneller mit den Ballen fertig, nach unten hin, aber wirklich ein
krassen Vorteil hat man dadurch nicht unbedingt. Ich finde ja spannend beim Team Grimme, die Alterskonstellation ist ja sehr ja, das ist auch, das ist auch so eine Geschichte für sich. Der Martin ist nämlich tatsächlich jetzt der jüngste Spieler der gesamten Liga. Wie alt ist er denn? Der ist 15. 15? Der Martin ist 15 Jahre alt. Aber was wir im ersten Spiel gesehen haben, er hat super gemacht. Also ich habe jetzt keine Wahnsinn. Groben Schnitzer. Der Wahnsinn. Gibt auch wirklich mal alles, dass man noch schön über die Brücke drüber kommt, egal was aber kommt. Aber er soll wohl mal schneller gewesen sein, wenn ich den Chat gerade richtig gedeutet habe. Ist das so? Naja gut, also ich glaube, das darf man, das kann man damit entschuldigen, dass man hier wirklich vor der Kamera sitzt. Ja. Der Martin sitzt ja auch das erste Mal auf einer Bühne. Als Bühne möchte ich es mal betiteln. Hatte noch keine Messeerfahrung und so ganz weiter, genau. Ne? Keine Eventerfahrung. Das heißt, das Ganze drumherum, das wirkt natürlich auch auf einen ein. Wenn man zu Hause bei den Online-Turnieren sitzt, dann ist das sehr viel entspannter, als auf so einer großen Bühne zu sitzen. Sind wir mal gespannt. Es ist noch über 10 Minuten haben wir noch zu spielen. Momentan noch keine Punkte, kein First Bale zu sehen. Momentan läuft alles gut. Aber da ist er schon auf dem Weg, glaube ich, der First Bale. First Bale wieder, und wieder auf bei Seiten Lindner. Von Team Lindner. Aber noch früher dieses Mal. Also wesentlich früher als letztes Mal, oder? Diesmal hat das... Oh, da wird ein bisschen fehlerhaft angekuppelt. Hat diesmal ein bisschen früher funktioniert. Aber ich glaube, vorher war auch er mit der Brücke nicht ganz einig, wer jetzt links und wer rechts. Ne? Das ist, aber das sah diesmal besser aus. Und hier sehen wir wieder den Anderson. Der wird diesmal auch relativ früh geholt, weil Lindner hat halt wieder nur einen Drescher. Ne? Das ist... Es kann wirklich, wir haben eben gesehen, es kann wirklich knapp werden. Und da sehen wir auch, ne? Diese Doppelstacks ablegen mit der Krone, mit dem New Holland vorne drauf, das können auch nicht viele. Das kann tatsächlich auch nur die Krone-Presse so perfekt. Und es ist nur möglich, wenn Chiptuning mit dabei ist. Mhm. Chiptuning, nochmal für alle, die gerade zuschauen, neu dabei sind. Chiptuning sorgt dafür, dass die Maschinen schneller beschleunigen und schneller bremsen. Und genau durch diesen Effekt kann man dann die Ballen stapeln. Glaubt ihr, dass es vielleicht sogar Absicht war, von Lindner nur einen Drescher zu nehmen? Nee. Das glaube ich nicht. Also selbst wenn man zweimal hintereinander jetzt den gleichen Fehler machen und anfangen sein? Selbst wenn man nur eine Strategie ausgerichtet auf einen hätte, dann würde man sich ja noch einen zweiten nehmen, damit das andere Team den nicht hat. Ich denke also, auch. Das glaube ich nicht. Das halte ich für aus. Vielleicht erfahren wir das bei Martin dann im Interview, wenn es dazu kommen sollte. Ansonsten muss ich generell fragen, wie das mit den Lederhosen zu spielen ist. Das interessiert mich doch, muss ich sagen. Vielleicht liegt es auch daran, dass da irgendwas gerade so ein bisschen... Vielleicht, das hast du jetzt gesagt. ...so ein bisschen eingeklemmt ist. Aber das glaube ich nicht. Weil die Jungs kommen ja aus Österreich. Lindner ist ja ein österreichischer Hersteller. Von daher werden die das gewohnt sein, sowas zu tragen. Aber... Teilweise ja, kommen sie aus Österreich, glaube ich. Stimmt, ne? Teilweise. Teilweise aus Deutschland, teilweise aus Österreich. Und wir sehen hier, ne? Team Grimme, Absprache. Ich finde es immer interessant. Also ich glaube, innerlich sind die alle sehr gespannt. Aber nach außen sieht es immer sehr entspannt aus, wie die auf den Stühlen sitzen. Das haben wir auf den Messen auch teilweise gesehen, dass dann wirklich vor den PCs gesessen wurde. Gelegen wurde, ganz genau. Danke, du hast es vorweggenommen. Ja, wie damals auf dem Schulstuhl, ne? Genau. Schöne Position und dann einfach nicht gelegen. Ja, du Niklas, ich nicht. Du nicht, ja, deswegen hast du es zu was gebracht und ich bin hier gelandet. Ja, YouTuber geworden, weiß man auch nicht, ne? Also ja, in der heutigen Zeit. Und da sehen wir auch schon den Martin, ne? Hier sehen wir auch nochmal Corteva, unser großer Sponsor. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal an Corteva. Ja, das sind konzentrierte Blicke. Ganz ernste Blicke, ne? Also das sind... Aber jetzt kommt es halt drauf an, ne? Wenn Grimme den zweiten Punkte holt, dann ja. Es geht ja auch um einiges. Man kann Preise im Wert von... Über 100.000 Euro. Über 100.000 Euro. Das ist schon Wahnsinn. Da will man sich schon sein Stück des Kuchens sichern. Verstehe ich auch total. Mit diesem Spiel könnte es aber unter Umständen schon vorbei sein für Lindner. Aber wollen wir den Tag nicht vom Abend loben, beziehungsweise das hier nicht zu schnell zerreden, denn alles ist offen. Ja, und was wir sehen, Grimme hat ordentlichen Strohvorrat aufgebaut, während Lindner sehr, sehr eng am Drescher ist und kaum Bahn jetzt irgendwie auf Vorrat anlegen kann. Also da sieht man schon, was es für Auswirkungen hat. Hier Grimme ganz entspannt, kann hier abgeladen werden und parallel... Oh, und diesmal bleibt der Überladewagen sogar ganz stehen. Ich wollte es auch gerade sagen, ich wollte den Ansgar aussprechen lassen, aber diesmal bleibt der Überladewagen stehen, diesmal wird er nicht umgeschmissen. Drescherfahrschule besucht. Aber man sieht auch hier, ne, auch wie sie wirklich intensiv auf diese Tasten wirklich draufdrücken, es sicher zu gehen, dass es wirklich alles klappt. Also das stecken halt schon viele, viele Stunden in diesen Fingern drin, wo wirklich nur das trainiert wurde. Niklas, eine Sache sieht man bei der Krone-Presse immer wieder, nämlich, dass sie am Ende kurz so zugeklappt wird, glaube ich. Ne? Ja. Das hat ja einen ganz besonderen Hintergrund. Das ist auch ja eine, das eine Taktik. Natürlich ist es Taktik. Es funktioniert mit allen Pressen.
Es ist nicht nur die Krone-Presse. Es hat einfach den Hintergrund, jetzt muss ich überlegen, wie ich das am besten erkläre. Jetzt wird's kompliziert, liebe Zuschauer. Jetzt wird's verdammt kompliziert. Und wir müssen ja bedenken, der Boden ist ja nie ganz gerade. Und die Fahrzeuge bewegen sich ja auf diesem Boden. Das heißt, je nachdem, wie dieser Ballen hinten rausgelassen wird, kann es sein, dass dieser Ballen mal ein bisschen nach links gedreht ist, ein bisschen nach rechts gedreht ist. Und durch dieses Zuklappen wird dieser Ballen quasi da hinten rausgedrückt und liegt perfekt gerade auf dem Boden. Das ist der Grund, weshalb diese Presse einmal zugeklappt wird, kurz. Da kommt der Ballen-Express jetzt gleich an. Also was da plattert, ist schon Wahnsinn, ne? Da sehen wir aber jetzt auch gerade 7 Minuten 45. Wir haben jetzt schon 15 Sekunden von der Zeit, in der die Drone-Drops kommen können, sind schon vorbei. Und der Ballenwagen ist noch nicht drüben. Es dauert jetzt nochmal eine halbe Minute ungefähr, bis der Ballenwagen wirklich da drüben ist und entlädt. Ich bin mal gespannt, ob Lindner sich wieder den Ballenboost sichern kann. Ich glaube nämlich, dass Grimme jetzt durchaus sensibilisiert ist und die das verhindern wollen. Ich bin mal gespannt. Also für Grimme wäre es natürlich jetzt sehr viel besser, den Grain Boost zu bekommen. Kurz nochmal zum Grain Boost. Da haben wir dann 2 Minuten lang, in denen das Korn mehr wert ist, beziehungsweise ja, in denen das Getreide mehr wert ist. Richtig, genau. Ne? Um es so zu sagen. Im Gegensatz zu dem Ballenbonus, den wir letzte Runde schon gesehen haben, letztes Match gesehen haben, bei dem der Multiplikator 2 Minuten lang auf 3,0 gesetzt wird. Die Frage ist natürlich auch, ob man die Entscheidung selber hat, weil man hat schon oft gesehen, die Drops kommen und fallen theoretisch sogar vor einen Traktor, wenn man es ungünstig nimmt. Das hat man nicht immer in der Hand, habe ich das Gefühl. Nein, das hat man auf keinen Fall in der Hand. Es gab auch schon Teams, die wirklich, oder Spieler, die zufällig irgendwo lang gefahren sind. Ganz kurz, an der Stelle möchte ich mal das Grimme-Gleiten erklären. Das haben wir nämlich auch bei Lindner. Na, Moment. Ja, du hast recht. Ich war gerade komplett woanders. Ich dachte, ich lasse den Experten mal erzählen. Aber was hat er vor? Das ist kein Sechser-Stack, den er da machen will. Hoffe ich. Und die Boosts sind da. Bail-Boost ist genommen wieder von Lindner. Genommen. Das ist natürlich die waren jetzt so vorbereitet darauf. Das ist jetzt wieder der Vorteil für Lindner. Ja. Nein, das Grimme-Gleiten. Ich muss mal nachschauen. Wir haben es auf jeden Fall in der Statistik was stehen. Was sehen wir da jetzt? Was ist das? Das ganz genau. Da werden nämlich jetzt die Ballen einfach umgekippt. Ja, das werden wir jetzt gleich sehen. Das genau sowas. Wenn die jetzt alle... Oh, das sieht schon... Nein, die fallen runter. Oh, Strategie oh, nicht aufgegangen. Nach hinten losgegangen. Nein, alle sind zu runter. Einer ist reingegangen. Einer von vieren. Ah, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Nein, was ich gerade erklären wollte, ist das Grimme-Gleiten. Und zwar... Oh, ich glaube, erst ein bisschen... Und zwar hat Grimme damals damit angefangen, 2 Ballen vor das Förderband zu legen, dann die 2 da drauf zu legen und sich auf diesen Ballen quasi abzustützen, um mit dem Frontlader, mit dem Zinken aus den Ballen rauszufahren. Ach so, also so also als kleiner Poller praktisch. Ganz genau, als Ablagehilfe, möchte ich einfach mal sagen. Und das ist natürlich, das hat für ein bisschen Aufsehen gesorgt, weil das hat vorher noch keiner gemacht. Ja. Lindner momentan vorne, 300, 400 Punkte mittlerweile, Grimme 270, bisschen mehr als 5 Minuten haben wir noch. Aber Grimme hat richtig noch Material, also die machen halt nicht diese Zweier-Stacks, ne? Also ja. Die machen allen Ballen einzeln rein. Und das ist natürlich, kostet Zeit, gerade jetzt hier beim Bail-Boost. Das ist auch nochmal ein großer Vorteil von dem Ballenwagen, dass diese Ballen halt direkt gestapelt sind. Bedarf ein bisschen mehr Feingefühl, beim Rückwärtsfahren vor allem, oder beim Kurvenfahren. Och, aber 34.000 Liter. Oh, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber 34.000 Liter. Das Ding ist komplett voll. Und wir sehen wieder halbe Minute vor Ablauf des Bonus. Das ist einfach geplant. Das und ist Lindner? Einfach bis auf die Sekunde genau trainiert, wann da abgetankt werden muss, wann man losfahren muss. Und die haben jetzt schon wesentlich mehr Punkte gesammelt als vorhin. Ne? Also 450, die Differenz ist jetzt wesentlich geringer, habe ich das Gefühl, als vorhin im Spiel. Die laden jetzt noch, obwohl der Bail-Boost noch aktiv ist? Er wartet noch. Jetzt fängt er an abzuladen. Oh, und das aber ist just in time. Oh, und Bull hat sich festgefahren auf dem Weg zum Silo. Das kann jetzt... Das sind halt auch wieder Punkte, die da verloren gehen, weil Grimme jetzt einfach den Boost vorlegen kann. Es ist natürlich auch schwer, da diesen Ballenwagen mit dem Trecker zu ziehen. Ja, dauert ein bisschen, aber da sehen wir nochmal, was den Sieger dann erwartet. Da sehen wir den Pott. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass Grimme gewartet hat. Grimme hat bis 2,5 hochgepusht, den Multiplikator, und hat gewartet. Einfach aus dem Grund, dass die Förderbandgeschwindigkeit noch schnell bleibt. Ja, dass die ganzen Ballen, die noch auf dem Band liegen, dass die noch schnell reingehen können mit einem höheren Multiplikator.
Und wir sehen, bei Lindner ist noch ein Drescher unterwegs. Grimme hat die Drescher schon abgestellt. Grimme denkt sich, ja, 34.000 Liter. Vielleicht haben sie sogar noch was in einem Drescher drin, weil 34.000 Liter, das ist natürlich das maximale... Mehr geht nicht rein in diesen Wagen, ne? Genau, das maximale Volumen des Horsch-Überladewagens. Vielleicht ist da noch ein bisschen was. Vielleicht sind da noch mal so 5.000 Liter im Drescher. Wissen wir nicht. Das wäre schon wirklich wahnsinnig viel, ja. Bei Lindner sieht das ein bisschen weniger aus. Wir sehen jetzt 2,3 zu 1,7. Gleiches Verhältnis wie eben auch schon. Aber Grimme ist schon vorne von den Punkten, habe ich jetzt kurz gesehen. Und wir sehen, Lindner ist aber wirklich hinterher und guckt, dass es nochmal so viel wie möglich nach oben kommt. Ja, die beraten sich gerade nochmal, ob sie jetzt die Taktik nochmal ein bisschen umstellen, ob sie da noch irgendwas rausholen können. Cerceros holt sich da gerade zwei Ballen, zwei hat er hinten drin. Aber auch hier sind ja ordentliche Vorräte an Strohschwart aufgebaut worden. Erstaunlich viel, dafür, dass nur ein Drescher vorhanden ist. Das irritiert mich fast. Ich dachte, das sei so eine Spezifikation jetzt von Grimme, aber Lindner da wäre ich sammelt. Wieder bei meiner These, war es Absicht mit einem Drescher? Wir können es im Nachhinein mal erfragen. Ich lasse da nicht locker. Ja. Vielleicht erfahren wir es auch im Interview, wenn Lindner das noch. Mal schauen. Momentan ist Grimme vorne. 572 Punkte, Lindner 520, Entschuldigung. Und ein bisschen mehr als 2 Minuten haben wir noch. Wobei Lindner momentan die bessere Ausgangssituation mit dem höheren Multiplikator. Absolut. Wäre jetzt mal interessant zu sehen, wie viele Ballen bei Lindner und bei Grimme vor dem... Oh, das sieht nicht gut aus bei Team Lindner. Das sieht nicht gut aus. Da liegen 4 Ballen. 4 Ballen liegen gerade bei Team Lindner. Der Ladewagen wird jetzt auch gar nicht mehr genutzt. Also jetzt wird wirklich mit den Pressen dann immer vorbeigebracht. Ja, genau. Das ist einfach jetzt zu viel Zeit, die da, ich will nicht sagen, verschwendet wird, aber die das Ganze kostet. Das andere Teams haben schon mal gemacht. Das ist übrigens eine Stelle, an der sind schon einige Fauxpas passiert. Und Lindner bringt nochmal weg. Schauen aber mal, Grimme wird ja noch haben. Schauen wir mal, wie viel sie genau haben. 5.999. Fast 6.000 Liter. Das könnte diesmal vielleicht sogar für 2,0 reichen. Die Frage ist, ob das zu spät ist. Wir haben ein bisschen mehr als eine Minute haben wir noch. Die müssen über 100 Punkte noch nicht aufholen. Es reicht nicht ganz. Es sind 140, 146, 166 Punkte, Entschuldigung. Hör mal wieder das mit der Schulbank, ne? 166 Punkte, die da noch aufgeholt werden müssen. Aber wir sehen auch, ne? Die machen das wirklich nicht das erste Mal. Die haben da wirklich trainiert, trainiert, trainiert. Das wäre schlecht, wenn man ins Finale kommen würde. Mit dem ersten Mal. Aber Lindner, die lassen sich jetzt gerade ein bisschen Zeit, ne? Also dafür, dass jetzt nur noch 44 Sekunden zu spielen sind, machen sie es doch relativ gemächlich. Einer ist auch nur vorne. Grimm hat auch noch ein paar Ballen. Die kommen auch vermutlich alle noch rein, ob alle oben, weiß ich nicht. Bei jetzt, aber guck auch mal, was Lindner jetzt hier, ist das die kriegen die das kriegen die doch niemals mehr alles rein. Lindner wird jetzt Probleme haben, diese Ballen noch versorgt zu bekommen. Aber wir sehen auch schon bei Grimme, ja, wir sind 20 Sekunden vor dem Ende und wir haben 770 Punkte. Und jetzt wird nochmal hier die Brücke... Die Brücken werden gerade gesperrt. Auch nicht optimal bei Grimme. Brücken werden gerade gesperrt, weil mit dem Traktor mit Grimme. Pflegebereifung kann er natürlich nicht so viel machen. Da sehen wir nochmal die Coronis. Aber der hat ja gar nichts dabei. Also, oder fast gar nichts. Und das ist also großes mit aller Chaos. Gewalt 811. Ne? Wir haben genauso viele Punkte. Ach, schade. Selbst das hat Grimme da geholt. Können wir auch mal das hat Grimme. Leicht applaudieren. Glückwunsch an Team Grimme. Genau. Damit ist Grimme im Halbfinale. Das hätte aber vermutlich auch nicht mehr gereicht. Selbst wenn Lindner alle Ballen, die er da jetzt noch rumlagen, reingeschoben hätte. Ich glaube, es hätte nicht mehr gereicht. Wir sehen aber gerade bei Team Lindner 20 Ballen oben, 3 Ballen unten. Das ist. Und na, Grimme hat 10 Ballen mehr oben reingebracht. Es ist halt schon einiges. Und hat natürlich auch mehr Korn abgeliefert. Ne? Ja. Klar, mit 2 Dreschern ist natürlich ein einfaches, mehr Korn zu produzieren und dann natürlich auch abzuliefern. Aber Glückwunsch, Grimme. Sehr, sehr gut gemacht. Auf jeden Fall verdienter Sieg und gute Strategie an den Tag gelegt. Und ja, vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt. Absolut. Ganz kurz nochmal für den Fahrplan, für den weiteren Verlauf. Wir reden dann gleich nochmal weiter. Es wird jetzt gleich ein Interview geben. Wir gehen dann in eine klitzekleine Pause und dann gehen wir auch mit dem nächsten Match oder fahren dann mit dem nächsten Match gleich wieder weiter. Und ja, habt ihr euch das so vorgestellt? Wir haben noch kurz 30 Sekunden Zeit. Also erstmal nächstes Match für alle, die noch dranbleiben wollen. Nächstes Match ist Krone gegen John Deere. Oh, da freue ich mich auch schon. Das Krone gegen John Deere wird auf jeden Fall auch ein richtiger Knaller. Da bin ich gespannt drauf, weil das waren die einzigen beiden, die Turniere gewonnen haben, neben Trelleborg. John Deere 2 Turniere, Krone 1 Turnier. Wir gehen jetzt gleich mal zum Interview. Bin sehr gespannt, was Grimme sagt. War geplant, war nicht geplant. Wir wechseln zu Martin und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich stehe jetzt hier mit den Gewinnern oder einen der Gewinner. Glückwunsch nochmal. Dankeschön.
Ja, ich glaube, die Frage, die sich jetzt jeder stellt, war das mit den drei Dreschern so geplant in beiden Spielen oder war ihr selbst überrascht, dass ihr die so bekommen habt? Also wir wissen jetzt nicht genau, ob das Taktik von Lindner war oder was denkt ihr? Also geplant war es von uns nicht. Wir haben es rein zufällig gesehen, dass sie noch da waren und dann haben wir sie genommen. Ja, also denkst du, das hat schon dafür auch gesorgt, dass ihr jetzt nochmal einen Vorteil hattet? Ja. Oder war ein Problem im ersten Spiel? Es war ja eigentlich ein schon hochpunktiges Spiel auf beiden Seiten. Also ein bisschen überrascht, dass sie mit einem Drescher es noch geschafft haben, so viele Punkte zu bekommen, oder? Überrascht waren wir ja, aber haben es ja noch Ja. dazu geschafft. Habt ihr noch ins Ziel gebracht, dann, ja. Genau. Und auch im ersten Spiel, den Telelader, war das jetzt auch schon von Anfang an so ein Plan von euch? Im zweiten Spiel habt ihr es ja wieder anders gemacht. Was war es mit dem auf sich? Das war so geplant. Ja, Ja. auch. Und die Änderung dann auch, also. Ja, die Änderung war ja so, dass Lindner Ah ja, halt, stimmt, die haben ja die haben ihn gebannt, ja. rausgebannt und ja. Da musstet ihr nochmal schnell umstellen dann. Genau. Ja. Aber habt ihr vielleicht dann euch denken können, dass sie es machen, Genau. ja. Ich habe noch eine Frage zum Martin. Der ist ja relativ neu dabei und auch recht jung. Also ich sage jetzt mal, ist ja mein Namenskollege und als ich in seinem Alter war, da habe ich mit einem Gameboy und einem Linkkabel, glaube ich, online gespielt. Und er spielt jetzt hier um einige 1.000 € Preisgeld. Habt ihr da ein bisschen was beruhigen müssen oder hat er sich sehr schnell eingefügt in das Ganze? Der ist ganz ruhig, der Junge, und der macht es auch echt sehr gut. Ja, das habe ich auch so im Chat gesehen. Er hat auch einige Fans mitgebracht anscheinend. Also bin ich gespannt. Dann kommen wir noch, bringen wir voraus. Nächstes Spiel wird Krone gegen John Deere. Sind ja auch keine unbekannten Namen. Was denkst jetzt du so? Wer macht's und wen hättest du vielleicht lieber oder so? Ja, das ist schwer zu sagen. Wünschen wir uns Krone, weil John Deere ist so ein Angstgegner von uns, aber wir sind darauf vorbereitet, auf beide Teams. Beide Teams habt ihr genau angeschaut und egal was kommt, Genau. ihr habt die Chance, ne? Genau. Gut, dann ja, ich wünsche euch viel Glück, auch allen anderen natürlich, aber jetzt erstmal feiern vielleicht noch nicht, aber wir sehen uns dann wieder. Okay, also dann gebe ich ab an die Pause und dann gehen wir ab zum nächsten Match danach. Yeah. I'm ready to play now. Put me in the game now. Came here to prove it, I'm ready to do it. I can't be afraid now. Put me on the stage now. I'm ready to rage now. I feel like an animal stuck in a cage and I'm ready to break out. So what are you afraid of? Those feelings are made of. Get in the game, your moment of fame. Show them what you made of. It's time that we stand up. It's time that we man up. For anyone asking who is the best, we putting our hands up. My time, my time. None of you people can tell me to stop. This time, like the last time, you better get ready to race to the top. I'm ready to do this, show you what the truth is. I step on the field, it's time to get real. I'm feeling so ruthless. My time, my time. None of you people can tell me to stop. Lower the lights down. Hand over my crown. Hand over my heart. I do this for my town. I do this for my crowd. So turn me up real loud. My time, my time. None of you people can tell me to stop. Damit sind wir auch wieder zurück, außer kurze, klitzekleinen Pause. Ja, wir haben heute auf alle Fälle schon spannende Spiele gesehen. Sehr viel schon passiert, sehr viele Oh Brückensprünge haben wir ja. schon gesehen. Oh ja. Wir werden noch gleich ein paar Replays sehen von den spektakulärsten Szenen in den ersten zwei Spielen.
Ja, nächstes Spiel dann Krone gegen John Deere, da bin ich auch schon also sehr gespannt. Wir haben es gerade schon gehört, der Angstgegner. Der Angstgegner. Der Angstgegner, also das will schon einiges heißen. Wir werden gleich auch noch, du hast viele Sachen mitgebracht, was John Deere so alles geleistet hat, warum sie unter Umständen der Angstgegner sind. Und Werner, du hast jetzt gleich noch ein paar Replays für uns, hast du gesagt. Genau, die sind gerade noch ein bisschen im Schnitt, die werden gerade noch zusammengeschnitten, dauert noch ein bisschen. Also wir es haben sind jetzt aber Highlights, es sind Highlights, die wir gerade gesehen haben. Also da kann man wirklich ganze Videos mitfüllen. Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, im Rückblick war auf jeden Fall, war irgendwie ein schönes Match, fand ich. In der Tat, ich fand es auch sehr schön. Es beide Teams hatte man das Gefühl, beide haben irgendwie alles gegeben. War ein bisschen schade natürlich für Lindner. Genau, ich fand es auch sehr schade für Lindner, dass sie nicht diese Möglichkeit hatten, ihr volles Potenzial zu zeigen. Aber so ist das halt, ne? Wir spielen hier die Finals, wir spielen hier um über 100.000 Euro Preis. Das ist schon ordentlich auf alle Fälle. Wir werden gleich anfangen mit einem ersten Replay von Lindner. Und da sehen wir schon mal wirklich, was nicht alles ganz glatt lief, sagen wir mal so, ne? Was willst du damit jetzt sagen? Das war doch sicherlich alles so geplant. Da sehen wir die Ballen. Schleuder. So wurde es uns... Oh, das ist natürlich auch Pech, ne? Ein bisschen zu schnell gewesen beim Reinfahren in den Ballen. 9 von 10 Mal funktioniert das super, aber dieses eine Mal, ja, steckst du leider nicht drin. Und das kostet natürlich Zeit, ne? Ja. Das ist, also, aber ist das zum Beispiel eine Situation, wo auch der Spieler dann verunsichert ist? Ich denke schon. Also je nachdem, wie schnell man dann diesen Ballen wieder drauf bekommt, geht das dann danach wieder. Aber in diesem Moment ist das natürlich Verunsicherung, die sich da breit macht. Und wenn du jetzt so 4, 5 Mal so eine Szene hast, dann bist du halt wirklich, ja... Bist du dir deiner Sache nicht mehr so ganz sicher? Ich will es nicht als Panik bezeichnen. Da haben wir schon das Nächste. Da ist er nochmal in der Brücke hängen geblieben. Genau, wer sich jetzt natürlich über diese kleinen Zuckler da wundert, das ist natürlich super Slow-Mo. Eigentlich ist das viel, viel schneller im Spiel so gewesen. Jetzt stark verkürzt, damit man sich's nochmal, damit man es nochmal genießen kann. Jetzt aus unserer Perspektive oder als anderer Spieler eben analysieren kann. Und da sehen wir auch, ne? Und da sehen wir, da ist er hängen geblieben. Und dann der verzweifelte Kampf. Das war diese Szene um den First Bail, da haben wir eben schon mal drum drauf gesprochen. Und das war offensichtlich auch sehr wichtig für Lindner, ne? Sonst wäre er jetzt einfach irgendwie zurückgefahren und hätte es dann an einem anderen Tor versucht. Aber er musste diesen Ball da irgendwie reinbekommen. Ich glaube, aber es war Taktik. Es gehört zur Taktik dazu, bei Lindner den First Bail zu machen. Der First Bail gehört bei Lindner einfach dazu. Und jetzt ist die Brücke. Jetzt sieht man oben, dass die Lichter der Brücke angegangen sind. Da ist er wieder. Er ruft durch und sagt, ich mach's jetzt hoch, das Ding. In dem Moment ist er rumgekommen. Genau, ja. Oh, das ist also wirklich ein großer Kampf. Es ist ein harter Leidensweg. Es ist schon schwer anzuschauen, muss ich sagen. Gerade in der Geschwindigkeit. Es sind auf jeden Fall Szenen, die eigentlich im Finale so nicht mehr passieren dürfen. Also wir werden die kommenden Replays auch versuchen, ein bisschen schneller zu machen. Die sehen wir dann gleich, die Regie gerade arbeitet noch im Hintergrund daran. Aber wie gesagt, das sind so Sachen, ich stelle mir halt persönlich vor, wenn mir das passieren würde... Rage Quit, ich will rausrennen. Ja. Also kannst du natürlich nicht machen bei so einer Veranstaltung, aber prinzipiell, ja, der Zug ist abgefahren. Ne? Also das kann wirklich, also Lindner hat da wirklich sehr die Nerven behalten. Das hat auch schon mal anders ausgesehen, dass dann da jemand komplett im Graben versunken ist. Aber gut die Nerven behalten, gut, ich möchte es mal als gerettet bezeichnen. Ich muss aber sagen, Emotionen, das ist ja schon bei der Farming Simulator League ein großes Thema, die kochen nicht unbedingt während des Spiels hoch, aber so nach dem Spiel ärgert man sich dann doch manchmal auch ein bisschen lauter. Vor allem, wenn man sich dann nochmal diese Spiele anguckt. Genau. Ich kenne das selber, wir haben das auch mit Komatsu, oder ich habe das auch mit Komatsu durchgelebt. Wir haben uns dann die Spiele im Nachhinein angeguckt und haben uns wirklich geärgert, was wir da verbockt haben. Aber ist es wirklich so, dass bei den wirklich Profi-Teams, die wir jetzt hier haben, dass da wirklich jedes Spiel dann später analysiert wird und gesagt wird, das und das und das war schlecht? Ich kann nicht von allen Teams sprechen. Wir haben das auf jeden Fall gemacht. Wir haben uns, wenn wir am Samstag gespielt haben, vorher über Teamspeak, über YouTube die ganzen Sachen nochmal angeguckt, das Ganze analysiert, teilweise auch Spiele von anderen Teams, von unseren Gegnern für den Samstag einfach mal angeguckt und geschaut, was machen die, was haben die vor, wie können wir das so ein bisschen kontern und dann wenn wir weitergekommen sind, am Sonntag, beziehungsweise am Samstagabend für Sonntag, dann nochmal unsere Spiele von diesem Tag angeschaut. Weil das macht man, glaube ich, im Sport auch so, egal ob jetzt Tennis, Skifahren, du wirst einfach analysiert, was war gut, was war schlecht, was kann man verbessern, weil aus so Sachen lernst du halt auch. Weil wenn du immer nur dein Programm fährst und immer die gleichen Fehler machst, wirst du am Ende des Tages auch nicht glücklich damit. Es hilft auch manchmal sehr viel, sich bei anderen Teams einfach, ich möchte nicht sagen, was abzugucken, aber
sich so ein bisschen zu orientieren, was andere Teams machen. Vielleicht haben die eine ähnliche Taktik, vielleicht kann man sich dann nochmal so ein bisschen was abgucken, was man da an seiner eigenen Taktik noch verbessern könnte. Haben wir auch man muss aber ja vor allen Dingen auch vorbereitet sein auf die Taktik das ist es der halt, anderen ne? Teams. Ja, also halt. Egal, ob man da jetzt was übernimmt oder nicht, man muss ja wissen, was einen da erwartet. Allein deswegen lohnt es sich ja, das zu analysieren. Immer wieder wird auch nach vielen anderen Teams gefragt, die jetzt noch spielen. Deswegen geben wir, würde ich sagen, mal kurz eine Übersicht darüber, wann welches Team spielt, was jetzt so die nächsten Konstellationen sind, bevor wir uns dann gleich nochmal die restlichen Replays anschauen. Wir haben eben gesehen, Grimme gegen Lindner, jetzt gleich folgt Krone gegen den Angstgegner. Den Angstgegner von Grimme. Und dann folgt VK gegen Trelleborg und am Ende BG gegen Horsch. Oh, genau. Da freue ich mich tatsächlich auch schon drauf. Also wirklich jedes Spiel, glaube ich, hat sein Salz in der Suppe, kann man glaube ich so sagen. Also das wird wirklich sehr, sehr cool werden. Das wird auf jeden Fall kein fades Ding heute. Nee. Ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass es so eine Steigerung wird. Das erste war ja jetzt, wir haben schon einige spektakuläre Sachen gesehen. Oh ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein oder andere Team da noch was draufsetzen wird. Wir sind gespannt. Wir können es leider nicht vorhersehen. Aber vor allen Dingen Krone und John Deere sind ja auch sehr nah beieinander. Ne? Vielleicht switchen wir schon mal so ein bisschen zu den Teams, während wir jetzt hier warten. Können wir gleich machen. Ich höre gerade, wir gehen dann gleich zu Martin. Über die Replays dauern leider noch ein bisschen. Ach so. Ja. Aber der Martin wird dann gleich die nächsten Teams rein begleiten. Und ich bin sehr gespannt. Vielleicht sehen wir wieder ein Team mit Lederhose. Dann machen wir es so. Ich wäre gespannt. Aber wir wechseln jetzt einmal zu Martin. Wo ist deiner eigentlich? Ja, schade. Ja, jetzt haben wir genug über die Angstgegner gesprochen, aber die müssen sich jetzt auch erstmal beweisen, weil so weit sind wir eigentlich noch überhaupt nicht. Denn erstmal müssen sie noch ihren heutigen Gegner aus dem Weg räumen, falls das überhaupt so weit kommt. Wir kommen zum grün-gelben Turnier, Spiel des Tages, nämlich Krone gegen John Deere, und dann bitte ich das erste Team herein. Auf dem blauen Tisch spielt heute Krone mit STR, Marshall Maiden und ihrem Captain Dealers. Und dann auf dem roten Tisch spielen John Deere mit Flexo Fabio, Neustein und Zippy 3. Schauen alle recht entspannt aus, sage ich mal. Aber ich denke, das wird ein hartes Match. Und ja, dann schauen wir uns das mal an und ich gebe jetzt gleich mal ab an die Experten. Ja. Wir sind wieder da. Die Jungs bereiten sich vor. Experte, das ist unser Stichwort. Ja, da sehe ich mich. Genau, der wird sich jetzt vorbereitet. Und ich habe es eben schon kurz angeteased. Du hast einige Dinge mitgebracht, einige interessante Informationen zu beiden Teams. Genau, wir können da gerne mal reinschauen. Genau. Und zwar, wir sehen auch gerade schon die Statistik. Average Bales Delivered, die durchschnittlichen Ballen, die abgegeben wurden. Sehr ausgeglichen. 29-29. Genau, man auch, könnte die auch das Korn. Alles sehr relativ ausgeglichen. In dem Fall ein bisschen mehr bei Team Krone. Aber die Punkte auch. Das sind Werte, die sind nicht so weit voneinander entfernt. Und wir haben es in der Vergangenheit schon mal gesehen. Krone hat schon mal, beziehungsweise hat schon zweimal gegen John Deere gespielt. Aber John Deere konnte sich da jedes Mal durchsetzen. Entschuldigung. Krone konnte sich da jedes Mal durchsetzen. Ich habe tatsächlich heute schon gewartet beim Eingang, ob sie wieder mit den Gartors vorfahren, habe aber leider keine gesehen diesmal. Nee, diesmal nicht. Aber das ist auch sowas, wofür John Deere sehr bekannt ist. Die hatten einige imposante Auftritte. Bei der FarmCon letztes Jahr sind sie bei Klaas mit John Deere Gatorn vorgefahren. Hat für sehr viel Aufsehen gesorgt. Auf der Bühne sind sie auch schon mal mit so einem kleinen Elektro-Gator rumgefahren. Also John Deere macht da schon viel Publicity drum. Das stimmt. Ja, jetzt ist natürlich nochmal die Frage an den lieben Livestream-Chat, den haben wir natürlich auch ein bisschen im Auge. Wer glaubt, holt sich das Ding hier? Krone oder doch John Deere? Bitte jetzt nur für dieses Spiel. Es wurde jetzt natürlich auch so ein etwas verzerrtes Bild dargestellt. John Deere als Angstgegner. Sehr schwieriges Wort. Da könnte man natürlich meinen, das wäre jetzt ein meilenweiter Vorsprung. Aber auch Krone hat ja durch, sagen wir mal, Dinge auf sich aufmerksam gemacht, die man vielleicht so nicht erwartet hätte. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Rush auf der Gamescom. Es gab aber noch viele andere Ereignisse, wo es durchaus ziemlich knapp war oder nochmal spektakuläre Einlagen geliefert wurden. Ja, wir haben zum Beispiel auf der FarmCon direkt gesehen. FarmCon, da hat John Deere nur einen Drescher gehabt gegen Krone. Und das konnte Krone für sich entscheiden. Gleicher Fall, den wir auch eben bei Lindner gesehen haben. Ein Drescher ist einfach
kann ein Totschlagargument sein, muss nicht, aber wie gesagt, 80-90% der Fälle sieht das ziemlich schlecht aus für dieses Team. Schauen wir mal, wie es jetzt wird im optimalsten Fall, ne? Ich finde aber interessant, im Chat ist man sich, hat man schon einen Gewinner ausgemacht. Im Chat hat man schon einen Gewinner ausgemacht. Also, ich lese gerade, das erste, was ich gerade gelesen habe, war Nutella. Das gehört, glaube ich, nicht dazu. John Deere, Krone, Krone, Krone. Nee, also ich habe das Gefühl, John Deere überwiegt, oder? Wenn ich mal ein bisschen zurückscrolle, dann sieht man da vermehrt John Deere, sogar Icons von John Deere. Ich glaube, es wird ein Team mit einer grünen Farbe, das kann ich immer mal sagen. Ne? Da könntest du recht behalten. Da könntest du recht behalten. Das ist der österreichische Humor. Natürlich, den muss ich auch einfließen lassen. Ja, natürlich. Ja. Also es ist relativ ausgeglichen. Ich habe das Gefühl, dass John Deere dann doch ein paar mehr Befürworter hat. Aber das, was wir auch so als Gefühl haben, dass es ziemlich knapp werden könnte, spiegelt sich auch im Chat wieder. Oh, ja. Und ich hoffe natürlich auch ehrlich gesagt, dass es knapp wird, weil wäre blöd, wäre es direkt von Anfang an. Also es gab auch schon Matches, wo es in den ersten Minuten eigentlich ziemlich klar war, okay, das Team wird das Ding wohl machen. Ne? Gab es auch schon, ja. Aber das waren nicht unbedingt die spannendsten Matches. Und ich bin mir sicher, hier wird es nicht so sein. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass wir wirklich mal auch drei Spiele sehen. Auch wenn das für die Teams nicht so cool ist. Aber für die Zuschauer, für uns natürlich immer spannender, wenn es wirklich 1-1 steht und dann es auf das letzte Match ankommt. Das stimmt. Das Gegenteil dazu wäre natürlich der Rush. Den haben wir auch noch nie gesehen heute. Heute nicht. Schauen wir mal, ob das noch eintreffen wird. Wir sind selber sehr gespannt. Aber es wäre schon unüblich, oder? Wann war der letzte Rush, Niklas? Ich weiß leider nicht genau, wann der letzte Rush war. Aber wir haben da auch etwas geändert am Spiel selber. Und zwar war es damals so, dass man nur einmal in den Dasher einsteigen musste und diesen dann für sein Team geclaimed hat. Und bei den Pressen war es so, dass man diesen nur kurz anhängen musste. Mittlerweile ist es so, dass man die komplett von diesem Pod, auf dem die spawnen, runterziehen muss. Da haben wir auch schon ein paar Szenen gesehen. Da wurde eine Maschine nicht komplett runtergezogen. Da war das Licht dann noch gelb, ist wieder grün geworden, als man ausgestiegen ist. Kritische Situationen, dadurch weniger Rushes gesehen, aber immer noch möglich. Immer noch möglich. Es geht in Kürze los. Ich habe gerade gehört, 15 Sekunden haben wir noch ungefähr. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich hoffe auf drei spannende Spiele. Da wird nochmal sich gegenseitig motiviert und angefeuert. John Deere auch schön die Cappies abgelegt. Zur Waage des Tages. Ist natürlich auch schön, dass wir hier genau rüber gucken, ja. Ne? Was die Teams da genau anstellen. Wobei, so viel sehen wir auch nicht. Ne? Ja. Sind halt alle hinter ihren Bildschirmen sehr konzentriert, auch zu Recht sehr konzentriert. Und da sehen wir die Teamaufstellung. Relativ klassische Aufstellung, haben wir in der Konstellation auch schon mal gesehen auf diversen Events. Bei John Deere und Krone keine großen Neuerungen, beziehungsweise überhaupt keine Neuerungen, was die Spiele angeht. Da wird auf Altbewährtes gesetzt. Aber vielleicht mit neuer Taktik? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Das wollen die Teams natürlich auch nicht im Vorhinein bekannt geben. Vor allem nicht bei uns. Verstehe ich auch irgendwo, muss ich sagen, weil das erfährt dann der Gegner leider sehr, sehr schnell und dann war es das mit der neuen Super-Taktik. Wir könnten hier etwas petzen. Würden wir natürlich nie machen. Nein, aber natürlich nicht, bitte. Man weiß nie. Was wir auf alle Fälle schon mal sehen, es wird großes Gerät rausgebannt. Der Fan 1050 ist raus, der große Deus ist weg. Und natürlich. 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 Also, ich glaube nicht, dass ich in dieser Seasons noch zu sehen bekomme, der JCB. Der ist wieder raus und leider auch der Steier mit der Pflegebereifung. Also ich würde ja schon diesen JCB mal gern wieder im Spiel sehen, ne? Aber also mir wurde für den Spieler immer gesagt, er ist gar nicht so spektakulär. Man muss ihn fahren können, wurde mir gesagt, weil er irgendwie wohl anders lenkt. Er fährt sehr, sehr schnell und hat einen Frontlader, also ist eigentlich Multifunktionsgerät. Genau, deswegen wird er auch immer rausgebannt und wird als der stärkste Trecker oder der beste Trecker so ein bisschen bezeichnet von vielen. Aber zum Einsatz ist er deshalb eben so gut wie nie gekommen. Ne? So gut wie nie. Wir haben ihn ein, zweimal gesehen, aber trotzdem eine Bannrate von über 95%. Also das ist genau dieses Quartett, das wir immer wieder in den meisten Fällen gesehen haben, das gerne gebannt wird. Ansonsten sehen wir zwei Frontlader, einmal mit Pflegebereifung auf beiden Seiten. Alles ziemlich ausgeglichen da gerade. Das sind meine Lieblingsmatches, wo einfach die Startbedingungen fast exakt gleich sind und wo einfach so ein Quäntchen Glück dann entscheidet am Ende, wer das Match für sich gewinnt. Ich glaube, auch solche Spiele werden auch ganz extrem am Anfang entschieden. Wenn du die Fahrzeuge hast, die du haben willst, wenn du ausreichend Drescher bekommst, ist das schon ein großer Schritt zum Sieg. Ja, aber eben auch über so ganz kleine Dinge wie zum Beispiel die Brücken oder sowas, also so durch ganz kleine Nuancen in dem Spiel, die sonst in anderen Spielen vielleicht gar nicht so große Auswirkungen haben. Was sehr stark unterschätzt wird, ist meistens der Start.
Denn wenn da ein Spieler hängen bleibt und dieser Spieler auf den Drescher fahren wollte und diesen nicht bekommt, dann ist wirklich schon. Schauen wir mal, wer Holland bei den Teams den Start besser hinbekommt. Alle gut rausgekommen, was ich so jetzt gesehen habe. Wir sehen gerade hier einige schon auf dem Weg zum Drescher, einige schon auf dem Weg zu dem Pressen. Da wird auf den Ideal gefahren. Ah, John Deere hat den Ideal nicht bekommen. Den konnte sich Team Krone sichern. Aber hoffen wir, dass es nicht der einzige Drescher für Krone gesehen ist. Oh, hier eben an dem eigenen Gerät, ne? Den haben sie aber bekommen. Den haben sie bekommen. Bin mir jetzt gerade unsicher. Ich glaube, ich bin mir auch unsicher. Meines Erachtens hat John Deere jetzt schon den dritten, aber ich glaube, es sind 2-2. Also bei Krone arbeiten schon zwei Drescher. Ja. Okay. Und bei John Deere, die haben die anderen zwei Drescher. Dann ist es wieder ausgeglichen. Der Ideal natürlich immer ein bisschen schöner wegen des Fassungsvermögens, aber jetzt auch nicht so ein großer Nachteil, wenn man den jetzt nicht hat. Und natürlich ganz wichtig, Rundumleuchte an. Ja. Ganz wichtiger Faktor. Ganz wichtig. Allein schon fürs Selbstbewusstsein. Achso, fürs... Natürlich. Da geht es dann richtig um was. Wenn die Rundumleuchte an ist, weißt du, man kann Großes erwarten. Das ist, glaube ich, auch so ein John Deere-Ding. Das macht nur John Deere. Ja. Das macht wirklich nur das Team von John Deere. Vielleicht kann man da ein bisschen schneller fahren. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Aber wenn es zum Interview kommt, können wir Martin die mal fragen, was das auf sich hat. Ist das irgendwie so geübt oder ist das ein Glücksbringer, ein inoffizieller? Ich weiß es nicht. Da wäre ich auch für. Was mich wundert, ist, dass der New Holland jetzt erst zur Tat schreitet. Was hat er die ganze Zeit gemacht? Es kann natürlich sein, dass der Fabio schon die Pressen vorbereitet hat, die Traktoren an die Pressen, möglichst nah am Feld rangefahren. Vorbereitung, das kann natürlich auch schon sein. Gut, währenddessen ist Krone halt schon unterwegs und erntet gewaltig was weg vom Feld. Das mit den Vorbereitungen, das haben wir auch bei vielen Teams gesehen. Alle immer wieder unterschiedlich. Aber da wurden dann, vor allem bei Team Trelleborg, ganz zu Anfang, da wurden Fahrzeuge irgendwo hingestellt, irgendwo wild auf der Karte abgestellt und irgendwann lief dann mal einer dahin und es hat genau gepasst, dass dieser Traktor an dieser Stelle steht. Aber sehe ich das richtig? Eine kuriose Sache, Krone hat nicht die Krone-Presse. Krone hat scheinbar nicht die Krone-Presse. Aber John Deere hat den John Deere Drescher. Da sind wir wieder, ne? Ein Team hat was richtig gemacht. Ich frage es deshalb, weil Krone sich eigentlich sonst immer die Krone-Presse gesichert hat oder es jedenfalls versucht hat. Das ist ein guter versucht Punkt. Haben sie es vermutlich auch heute, aber hat wohl nicht so gut geklappt. Das können halt diese Sekunden sein. Das haben wir eben bei dem Ideal auch gesehen. Beide Teams wollten drauf, aber Krone konnte den Ideal für sich sichern. Und jetzt wird meistens ja eine Feldhälfte, nämlich die näher an dem an der Scheune liegt, erstmal abgeerntet. Und das Stroh dann langsam verarbeitet. Ich bin mal gespannt, wer von beiden jetzt den ersten Ballen reintun wird. Denn hier vorne, Krone ist ja schon unterwegs. Müsste Krone, glaube ich, und sein. Und legt jetzt auch auf. Die Frage ist aber, gibt es von John Deere da auch schon irgendwie Bestrebungen? Ich glaube, der First Bale ist definitiv auf Seiten von Krone. Ja, das haben wir jetzt gesehen. Ja, da übrigt sich der Blick. Wo wir gar nicht drauf eingegangen sind, beide Teams, die Chip-Tuning und Slide Edge verwendet. Keine Transport Company, keine Exoten, sage ich mal ganz vorsichtig. Also, Allgemein nochmal, können wir gerne nochmal erklären. Chip-Tuning sorgt dafür, dass die Maschinen schneller beschleunigen und bremsen. Kann natürlich bei den Pods, wenn man auf die Pods zufährt, sehr ausschlaggebend sein. Weil vor allem bei den Pressen, das Bremsen wirklich, man drückt auf S, man steht sofort, gefühlt. Und das kann wirklich einen großen Unterschied machen, gerade beim Start. Slide Edge hingegen sorgt dafür, dass alle Maschinen schneller fahren und die Drescher sogar schneller arbeiten. Das ist natürlich auch ein Faktor, ne? Den darf man nicht außer Acht lassen. Vielleicht wirkt es im ersten Moment jetzt nicht so ertragreich, aber wenn man das Ganze 15 Minuten lang macht, kommt das schon was. Da hängt der Sippi. Sippi hängt an der Scheune fest. Wieso ist der so nah da dran, so dicht da dran vorbeigefahren? Bisschen falsch eingeschätzt, aber das sind halt auch wieder Sekunden. Das leuchtet mir nicht so ganz ein, weil es wäre ja ein leichtes gewesen, einfach ein bisschen weiter rechts zu fahren. Vielleicht dachte er, kommt dann vorbei, hat dann doch. Oder vielleicht ist der Platz rechts schon verplant für die nächsten Ballen, die da kommen werden. Auch möglich. Alles direkt schon eingeteilt, meinst du? Zentimeter für Zentimeter? Naja, so viel Platz ist da nicht, ne? Das ist ja das. Je näher du am Förderband bist, desto weniger Zeit brauchst du zum Raufladen. Ja gut, 1-0 für euch, 1-0 für euch. Jeweils oder zusammen? Zusammen. So weit kommt es noch. Jetzt wird hier noch schnell der Überladewagen von Krone rausgeholt, aufgemacht, dass da auch gleich der Drescher direkt reinkippen kann. Also wir sehen eigentlich ziemlich identische Taktik. Momentan zumindest zwei Drescher unterwegs. Und da sehen wir nochmal, worum es heute geht. Da ist er, ne? Beziehungsweise worum es an diesem Wochenende geht. Denn heute Viertelfinale,
morgen Halbfinale und dann das große Finale. Genau, das heißt morgen wieder ab 12 ist dann der Livestream online, wie auch heute schon, giantsoftware.de für den deutschen und nur giantsoftware für den englischen Stream. Ganz genau. Auf Twitch. Warnblinker wurden mittlerweile auch noch angemacht. Bringt jetzt wird aber das ganze Geschütz hier aufgefahren. Bringen vielleicht auch nochmal ein bisschen was mehr an Getreide. Glaube ich nicht dran, ist natürlich totaler Schwachsinn, aber sieht gut aus. Aber was man sieht hier, die Ballen haben vorne nicht so die extreme V-Form, sondern es sind mehr zusammen. Das ist natürlich auch ein einfaches für den Spieler dann, die sicher rüberzubringen über die Brücke. Und vor allem ist das einfach eine gute Möglichkeit, um die Ballen vor dem Förderband noch aufeinander zu legen. Das heißt, diese Double Stacks, die wir eben beim Anderson angesprochen haben, bei dem Ballensammelwagen, die kann man auch mit dem Frontlader machen, aber eben nur zwei Stück. Oh, da war ich nicht ganz einig mit dir selber. Nochmal vor, nochmal zurück. Ja, passt der Winkel, passt er nicht? Das ist wieder Sippi, der eben auch in der Scheune stecken geblieben ist. Also, ich weiß nicht, ob es vielleicht die Nervosität ist oder... Ja, also wenn mir hier jetzt sagt, es geht jetzt nicht um nichts mehr, beziehungsweise es geht hier um über 100.000 Euro Preisgeld, was wir haben. Es geht um den wirklich schönen Pokal, den wir hier schon stehen haben. Also, wenn man da nicht mehr nervös ist, dann weiß ich nicht. Es ist halt einfach ein großer Faktor an diesem Wochenende. Und da sehen wir einen voll. Dass du noch nervös bist. Werner denkt sich nur, oh, mach ich einen Tag mal den Streamer, ja, also läuft der Lachs doch. Ja. Aber das sieht man halt auch, ne? Der John Deere Drescher hat früher angefangen zu dreschen, der die Holland ist, ja, wahrscheinlich jetzt auch gleich voll, aber dauert ein bisschen länger. Weil er einfach später angefangen hat. Weil das ist tatsächlich die erste Feldhälfte schon komplett weg. Ja, ideal währenddessen schon einmal komplett leer und fängt wieder an zu arbeiten. Da sieht man aber auch einen großen Unterschied zwischen den Teams, was die Feldfläche angeht, die da gerade schon geerntet ist. Man kann natürlich jetzt von dem Bild alleine nicht sagen, vielleicht ist der Radius ein bisschen größer, den jetzt hier Krone ist, glaube ich, gerade, ne, abgeerntet hat. Aber ja, es scheint ungefähr gleich zu sein. Nee, also dann... Wir haben ja auch eben gesehen, dass John Deere mit dem New Holland Drescher später angefangen hat zu dreschen. Mhm. Und das macht sich das einfach... Das war John Deere, genau. Ja. Genau, das macht sich einfach jetzt mit der Zeit... total negativ. Ich will nicht sagen schlecht, aber ein bisschen negativ bemerkbar, weil dadurch wird Krone einfach mehr Getreide. Genau, die werden früher einen größeren Vorrat aufgebaut haben. Aber es ist noch relativ entspannt. Momentan noch relativ, wie gesagt, wir warten auf die Powerplay, auf die Drone Drops, Entschuldigung, zwischen Minute 6 und Minute 8. Ich würde tatsächlich, weiß ich jetzt nicht, wer sich für was entscheiden würde. Ich kann es auch nicht genau beurteilen. Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich ein Grain-Boost wird. Für Krone glaube ich auf alle Fälle. John Deere bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber Krone schätze ich schon ziemlich sicher auf die Grain-Boost ein. Ich weiß gar nicht, ob die werden ja auch weniger Ballen haben, oder? Nein! Oh, das war wieder... Das ist genau, was ich gesagt habe. Ne? Wenn die breit auseinander sind, dann musst du wirklich den exakten Winkel finden, dass du da nirgends hängen bleibst. Das kommt noch dazu. Und er kann sie jetzt nicht aufeinander legen. Er muss sie jetzt einzeln ablegen. Jetzt wird der Platz da langsam schon ein bisschen eng. Kurz nochmal zu den Drone Drops, die du eben angesprochen hast, zwischen Minute 6 und Minute 8. Wir sind also jetzt genau in dem Zeitraum, in dem die Drohne diese Drops ablegen kann. Die Drohne an sich ist immer trianguliert zwischen allen drei Spielern, weil drei Spieler sucht sich immer den Mittelpunkt, fliegt da ein bisschen herum und irgendwann denkt die sich halt, ach, ich lasse jetzt mal die Drops fallen. Wir haben auch schon Spiele gesehen, wo Spieler exakt unter der Drohne gelaufen sind und nur darauf gewartet haben. Ja, genau. Teilweise eine Minute oder mehr. Es gibt da zwei Herangehensweisen von Teams. Die einen kalkulieren damit und brauchen einen bestimmten Drone-Drop unbedingt und den anderen ist es eigentlich relativ egal und die rechnen das gar nicht so in ihre Strategie mit ein. Wenn es dann klappt, klappt es, aber wenn nicht... Oh, da sind sie gerade gedroppt. Sie sind da. Die Power-Ups sind gedroppt. Was haben wir? Wir haben den Bale-Boost von John Deere. Bale-Boost okay. Von John Deere. Und da, glaube ich, ist auch schon beide schon bereit, ne? Da aber das werden die doch niemals, also das, ui. Da liegen aber auch ungefähr gleich viele Ballen. Ich glaube, bei John Deere ja, also ein, zwei Ballen mehr. Ob denen das jetzt so viel gebracht hat, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht wollten sie auch eher den Grain Boost verhindern. Also auch möglich. Auf alle Fälle sieht man, bei John Deere gibt es ein, zwei Double Stacks. Also die waren da wahrscheinlich eher schon vorbereitet drauf, als wie bei Krone, weil da lagen sie alle einzeln rum. Ja. Naja, das stimmt. Ja, werden wir sehen, wer das jetzt besser zu nutzen weiß. Man muss natürlich von dem, was Krone da jetzt hat, im Vergleich nochmal diese 40 für den ersten Ballen abziehen. Aber ich bin mal gespannt, wer jetzt das Rennen machen wird. Beide scheinen aber relativ gut darauf vorbereitet zu sein. Also ja, niemand hat es jetzt unvorbereitet. Und da ist natürlich jetzt auch ganz wichtig Absprache. Absprache ist jetzt ganz wichtig, weil wenn man sich gegenseitig im Weg rumsteht, lohnt sich das für gar keinen. Und jetzt geht es, glaube ich, richtig gerade zur Sache. Jetzt müssen Punkte eingefahren werden. Aber bei John Deere wird auch gar nicht versucht, diese Ballen aus der Krone-Presse übereinander abzulegen. Nee.
Das haben die gerade gar nicht versucht. Das ist. Vielleicht haben sie, aber ich glaube, also den Stacker, den sie haben, der macht das wirklich auch sehr, sehr gut, ne? Der war. Oh ja, okay. Genau, genau in dem Moment, ne? Wenn man drüber spricht. Das ist halt immer so. Aber er hat jetzt relativ schnell den Ballenhaufen aufgeräumt, der da rumlag. Muss man auch so sagen. Ja, und wir haben immer noch 30 Sekunden vom Boost übrig. John Deere hat aber wesentlich mehr Ballen auf Lager. Und auch die Punkte sind gerade sehr ausgeglichen. Ja. Und wir sehen bei John Deere wieder Doppelstacks, ne? Also, ja. Das macht schon, glaube ich, die Richtung ist bekannt, wie es jetzt geht. Ah, ob der das kommt. Könnte knapp werden mit dem einen Ballen da. Aber immer noch punktemäßig 10 Punkte Unterschied. Ja, das ist wirklich nix. Das ist, da geben sich die Teams gerade gar nichts. Also das wird so ein gutes Match hier. Ich bin sehr gespannt auf das Getreide. Wer mehr geerntet hat, wer mehr wegfährt. Ja. Die Frage ist nur, ich glaube nicht, dass sie da jetzt gleich anfangen abzuladen. Doch, es liegen keine Ballen mehr da, deswegen habe ich mir gedacht, Krone ist schon da. Die warten noch ein bisschen. Werden. John Deere ist gerade auch auf dem Weg. Aber auch fast 34.000 Liter. Da wird sich nicht viel geben am Ende. Das wird auf, ich würde mal behaupten, das wird auf 2,0 hinauslaufen. Krone jetzt natürlich der ganze Aufwand Vorteil. Für einen 2-0er. Ja, es ist. Man könnte sich auch darauf einigen, gar kein Getreide abzugeben. Ja. Man würde das Ganze bestimmt einfacher machen. Aber man will dem Gegner natürlich da einen Nachteil verschaffen. Und Krone hat zuerst abgegeben. Krone hat zuerst das Getreide aber abgegeben. Aber ob die das jetzt in dieser Zeit so viel nutzen konnten. Ich meine, Krone hat natürlich auch den ersten Ballen. Also es könnten zwei Dinge sein, die dann am Ende darüber entscheiden, klar. Aber John Deere hat den Bay Boost, glaube ich, ein bisschen besser. Wir sind Punkte gleich momentan. Wir sind Punkte gleich. Das ist halt auch. 500 Punkte bei beiden Seiten, ein bisschen mehr. Als 3 Minuten haben wir noch. Alles ist offen. Das wird in der letzten Sekunde entschieden hier, das Ding, glaube ich. Wir haben aber gerade gesehen, dass ein Ballen mit 2,3, einer mit 2,2 und einer sogar mit 2,1. Ja, aber wie gesagt, also John Deere hat, glaube ich, mehr Ballen jetzt in dieser Phase des Drone Drops abliefern ein können. Ein oder zwei Ballen konnten. Oh, was ist da denn passiert? Die Fehler, die können jetzt entscheidend sein. Da wollte man noch mit über die Brücke fahren, hat leider nicht mehr gepasst, weil dein Brückenwärter hat da leider gesagt, nee, so, du kommst hier nicht rein. Mittag. Der lässt sich auch nicht alles gefallen. Mittag ist. Aber wir hatten heute noch kein brennendes Förderband, oder? Bisher noch nicht. Es war einmal kurz davor, aber da hat aber das Team abgebrochen mit dem Abladen. Grimme hat letzte Runde wirklich absichtlich auf 2,9 stehen lassen. Es hat einfach den Hintergrund, dass wenn das andere Team noch Ballen auf dem Band liegen hat, dann gehen die natürlich noch rein. Und mit einem normalen Frontlader kommt man da oben nicht mehr dran, um die wieder runterzunehmen. Also da will man dem anderen Team auch nochmal eine reinwürgen. Es reicht nicht, diesen Multiplikator runterzuschrauben. Nein, die Ballen müssen auch noch reingehen. Der Wahnsinn. 2 Minuten sind noch zu spielen und beide Teams haben schon 600 Punkte. Ich glaube aber gesehen zu haben, dass beide Teams den Überladewagen am Abladeort stehen lassen haben. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir nochmal einen Unterschied von den Multiplikatoren her sehen werden. Zumal auch kein Drescher mehr unterwegs ist. Nein, das hat auch einfach den Hintergrund, weil es kostet Zeit. Es kostet jetzt einfach Zeit, aber eben auch schon mal angesprochen. Wenn ein Ball mehr gepresst wird, dann bringt das dem Team mehr, als wenn der Multiplikator um 0,1 noch hoch. Also punktemäßig sind wir wirklich ganz, ganz knapp. Ja. 4 Punkte Wahnsinn. Unterschied, das bei 1 Minute 45. Also so ein knappes Turnier, so ein knappes Match hatten wir, glaube ich, lange nicht mehr. Oh, jetzt wird aber jetzt werden alle Register gezogen. Hat er gut gemacht. Also da erkennt man den Profi, ne? Jahrelanger Fan-Favoritfahrer. Und da muss kurz gewartet werden. Und da wird einfach ganz wild abgeladen. Zack, rausgezwirbelt das Ding. 1 Minute 22 ist es eigentlich noch keine Zeit für Hektik. Und es sind wieder nur 4 Punkte. Nicht gehen lassen. Wieder nur 4 Punkte. Aber ich glaube, diese 4 Punkte werden auch am Ende da stehen. Ich glaube, es sind diese 4 Punkte. Weil John Deere wird jetzt auch wieder. Ich meine, beide haben ja die gleichen Multiplikatoren. Beide haben 2 Drescher. Und auch so pressenmäßig ist da jetzt nicht so der große Unterschied. Klar, kleine, feine Unterschiede gibt's. Aber ob die jetzt wirklich so einen großen Unterschied machen, ich weiß es nicht. Jetzt haben wir allerdings die Situation, dass John Deere kurz einen Engpass hat. Aber da kommen schon die nächsten. Relativ gut getimed. Und auch schon früh abgeladen, ne? Ja. Früh abgeladen, um schnell nach oben zu kommen. Zack. Und letzte Minute angebrochen. Gutes Teamplay, der. Aber da kommt auch nochmal was von Team Krone ran. Ja. Die lassen nicht locker, ne? Also. Oh, das wird nichts. Das wird. Darf nicht passieren. Das aber darf gut, das einfach nicht also passieren. Da haben sie noch Glück. Ja, jetzt lässt er nämlich einen Ball liegen. Das ist natürlich jetzt absoluter Mist. Wie gesagt, wir haben das erste Spiel. Ne? Es ist noch alles offen. Es gibt auf alle Fälle ein Rematch. Wir spielen Best of Three heute. Aber wir müssen auch sagen, Krone ist immer noch im Voraus, ne? Trotz dieses Formats. Es sind wieder nur 4 Punkte. Es sind wieder nur 4 Punkte und Unterschied. Die, ja.
Aber John Deere keine Ballen mehr, seht ihr das richtig? Und da liegt noch was auf dem Band bei John Deere. Ich muss meine Herztablette. Da liegt noch was Sekunden noch. Da liegt noch einer bei. Nein, der geht runter! Das darf nicht wahr sein. Und John Deere ist. John Deere führt 6 Punkte. Was? Hat Krone noch was? Was? Krone hat nichts mehr. John Deere? Was? Hat das Ganze noch gedreht. Das war unerwartet. Das war verdammt unerwartet. 810 Punkte haben wir jetzt kurz gesehen bei John Deere. Also damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. Die ganze Zeit geführt und dann sowas. Wahnsinn. Aber wir sehen auch 100 Liter Unterschied beim Getreide. Boah, dafür aber John Deere jetzt vier noch Ballen zwei Spiele dieser Art. Das überstehe ich nicht, glaube ich. Muss ja, ich ausgewechselt die Herztabletten müssen herhalten. Nee, also wir holen Lars, das macht nichts. Das ist kein Problem. Spannendes Spiel. Also für das Auftaktspiel der beiden Teams, sehr, 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 sehr cool. Angst gegen. Ich glaube aber nicht, man sieht Kopfschütteln bei Krone, das haben sie sich so nicht vorgestellt. Nee, das haben wir uns ja auch nicht so vorgestellt. Na, das haben sie, obwohl sie Leute, den First Bail hatten, hat es nicht gereicht. Wir hatten, Wahnsinn, wir hatten über 200, 300 Punkte hinweg immer 4 Punkte Unterschied. Wahnsinn, sowas hatten wir noch nie. So ein knappes Match über mehrere Minuten hatten wir noch nie. Aber ja, das heißt der natürlich... Chat ist in Ekstase, wie krass das war. Lol. denk mal an meinen Blutdruck. 16 aber Punkte das ist halt genau das. Wir haben es gesehen, ne? Beide Teams, zwei Drescher, beide Teams pressen, beide Teams auch Chiptuning, Slide Edge. Es war ausgeglichen. Das aber hat man immer gesehen. Stell dir vor, dieser Fehler wäre nicht passiert. Ganz kurz vor dem Ende. Das hätte Krone geholt. Hätte Mofa-Kette. Und das ich ist bin dann davon überzeugt, dass Krone das geholt hätte. Das ist natürlich auch nicht schön, wenn man das weiß. Wäre ich da noch drüber gekommen, hätte es gepasst für uns. Das ist natürlich jetzt, Bei John Deere ist am Ende auch nochmal ein Ballen vom Band gefallen. Ja. Der wäre noch oben reingegangen, das wären auch nochmal 10 Punkte mehr gewesen, als sie eigentlich gehabt hätten. Aber bei John Deere habe ich gesehen, es waren unten noch ein, zwei Leute bereit, um unten noch was reinzuschieben, falls noch was runterfällt. Also die haben damit irgendwie gerechnet. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, dass diese beiden Teams, es ist sinnig umsonst zweiter und dritter Platz hinter Trelleborg. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, wie sich diese Teams angleichen, wie nah sich diese Teams mittlerweile gekommen sind, was dieses Skill-Level angeht. Genau, ist es der berüchtigte Angstgegner jetzt wirklich? Hat das seinen Namen alle Ehren gemacht? Es kann durchaus genau wegen solchen Aktionen der besagte Angstgegner von Grimme sein. Ich muss bei Angstgegner, bin ich immer geneigt, Ansgar zu sagen. Das ist irgendwie sehr nah beieinander, aber eigentlich inhaltlich ja gar nicht. Du hast es eben schon angesprochen, John Deere auf dem zweiten Platz aktuell in der Tabelle, Krone auf dem dritten Platz, Trelleborg immer noch ein weiter Abstand, was die Punkte angeht, mit knapp 1000 Punkten, nämlich 910 Punkten, John Deere mit 560 Punkten dahinter, Krone mit 490 und dann wird es immer enger. Und wir machen jetzt erstmal weiter mit dem nächsten Spiel. Ich hoffe auf ein spannendes Rematch. Wir gucken mal. Nebenbei aber auch nochmal bemerkt, Krone und John Deere, die einzigen beiden Teams, die neben Trelleborg ein Turnier gewonnen haben. Ja, John Deere zwei Turniere gewonnen. In Paris hat Krone dann gegen John Deere gewonnen im Finale. Also es ist alles sehr ausgeglichen. Auch da, wie bei Grimme gegen Lindner, man kann nicht wirklich vorhersagen, wer da der klare Favorit ist. Denn es gibt keinen. Es gibt keinen klaren Favoriten. Das sind wirklich auch Spieler auf Augenhöhe, ne? Also die Spieler, glaube ich, die trainieren, glaube ich, auch zusammen, habe ich irgendwo was gehört. Genau. Also die kennen sich auch schon, so muss man es, glaube ich, formulieren. Wobei man auch jetzt keinen falschen Eindruck vermitteln darf, man zeigt natürlich nicht alles in diesen Trainings. Also Nein. Man versteht sich, es ist auch ganz nett und so und man lernt sich ein bisschen kennen und spielt auch gerne mal zusammen. Aber so ein paar Raffinessen bewahrt man sich da, glaube ich, schon noch auf. So ist es. Wir sind jetzt erstmal in der Pick- und Bahnphase wie vor jedem Spiel, so muss man es formulieren. Und alte Bekannte, ich glaube sogar die gleiche Aufstellung, wie wir vorher gesehen haben. Der JCB, der Steier mit der Pflegebereifung, der große Deutz und der große Fan sind rausgebannt worden. Der JCB. Es war wohlgemerkt das erste Spiel, das John Deere gegen Krone gewonnen hat. Tatsächlich. Das erste Spiel, das John Deere gegen Krone gewonnen hat. Von wie vielen Spielen? Wir hatten bisher zweimal, dass die beiden aufeinander getroffen sind. Okay. Beide Male konnte das Krone für sich entscheiden. Das war einmal, wie eben schon gesagt, im Finale auf der Paris Games Week und im Viertelfinale der FarmCon. Also ganz am Anfang und dann relativ in der Mitte und jetzt am Ende nochmal. Also das kann doch was werden jetzt. Die Punkte aus diesen Matches haben wir, glaube ich, nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich knapp war. Also auch für die Gegenseite. Ich gehe auch davon aus, dass es ähnlich knapp war, weil, wie gesagt, das sind einfach Teams auf Augenhöhe. Du hast es eben schon angesprochen, Werner. Wir sehen auch jetzt gerade wieder das klassische Quartett, das gebannt wurde. Der Fendt, der Deutz, Steyr und der JCB.
Ich glaube, also wirklich die gleiche Aufstellung, wie wir vorher gesehen haben. Ja. Zwei Frontlader. Das gibt's nicht. Zweimal Pflegebereitung. Kein Team will auch locker lassen. Slide Edge und Chip Tuning auch wieder wie letzte Runde. Das ist einfach... Ich glaube nicht, dass es abgesprochen ist. Im Gegenteil. Aber man will auch nicht auf seine eigenen Fahrzeuge verzichten. Jeder weiß halt, was er favorisiert. Und wenn man das bekommt, umso genau. Besser. Ganz genau. So, na, uns ein spannendes Spiel auf alle Fälle. Schauen wir mal, was jetzt alles passiert, ob jeder gut rauskommt und ob jeder das bekommt, was er sich wünscht. Oh, der Dealer ein bisschen spät rausgekommen. Nicht stecken geblieben, aber ein bisschen spät rausgekommen. Große Anspannung. Die erste Phase. Wer kann sich was sichern? So, gibt's mal wieder einen Rush? Vermutlich der nicht. Fabio hat sich den Case-Drescher geholt. Und zwei Drescher jetzt schon bei Krone. Ja. Und auch wieder der Ideal. John Deere hat den... John Deere? Mal wieder. Es sieht nach Copy-Paste aus, wenn ich das so sagen darf. Momentan sieht es tatsächlich das gibt's danach doch aus. Nicht. Die wollen uns doch... Das und die Krone-Presse wieder zuletzt. Wieder zuletzt genommen. Und von, wieder, und wieder von John Deere. Deere. Das gibt's doch nicht. Wir gucken uns doch hier gerade ein Video an. Ich glaube nicht. Also wenn wir jetzt noch rundumleuchten beim Drescher bei John Deere sehen, dann, dann, also dann, dann haben wir das also Abbild. Ja, das und Warnblinker. Ja, natürlich. Warnblinker. Da sind wir doch schon. Das ist doch... Ach, Leute. Ich habe kurz gedacht, wir sind bei den Replays, aber sind wir nicht. Nee, sind wir nicht tatsächlich. Wir sind tatsächlich im zweiten Spiel zwischen den beiden. Und der Drescher da steht auch immer noch drauf, der kommt dann vermutlich wieder später raus. Es ist einfach so vorhersehbar, was jetzt gerade hier in dem Spiel passiert. Aber es muss auch wieder alles und aufgehen, ich bin mir ne? auch sicher, ja, wir werden genau das gleiche Spiel vielleicht mit anderen oder ein bisschen weniger Fehlern hoffentlich. Ein bisschen weniger Fehler, dafür hoffentlich genauso spannend, wenn nicht noch spannender. Ja, weil aber ich bin mir sicher, sonst wird es taktisch genau das gleiche sein. Ja. Ich gehe auch stark davon aus. Und kein Team wird irgendwas ändern an der Taktik, also auch bezogen auf den Gegner, aber weil man einfach alles gegeben hat. Besser geht's gar nicht. Ich wollte gerade sagen, es hat doch eigentlich für beide Teams super funktioniert. Gut, die letzten Sekunden waren nicht ganz optimal bei Krone, aber das ist jetzt kein Grund, die Taktik über den Haufen zu werfen. Nein, im Gegenteil. Es hat sehr, sehr gut funktioniert lange Zeit. Es ist jetzt einfach nochmal Zähne zusammenbeißen und einfach nochmal. Ich habe hier gerade nochmal den Hinweis im Chat gesehen. John Deere hat diesmal nicht den New Holland und damit mehr Druschleistung. Das ist. Das habe ich dann gerade falsch das gesehen. Ist wahr. Das ist wahr. Da sehen wir nämlich gerade, dass John Deere den Case hat. Leid. Aber das ist auch wieder die Kombination, mit der man dann zwei Ballen übereinander ablegen kann. Genau. Grund, der New Holland mit der Krone-Presse. Ganz genau. Das geht nicht mit jedem Traktor. Es kann sein, dass das mit dem Valtra nicht ging. Deswegen hat John Deere das eben nicht gemacht. Müssen wir einmal von unserer Seite aus oder von meiner Seite aus korrigieren. Diesmal geht's aber. Mit dem kleinen New Holland geht das definitiv. Deswegen bin ich mal gespannt, ob John Deere das diese Runde macht. Das heißt, John Deere hat jetzt um das Quäntchen noch ein bisschen mehr in diesem Spiel und führt bereits schon einen Punkt. Das heißt, wenn John Deere dieses Spiel gewinnen sollte, ist Krone erstmal raus. Kurz nochmal zur Erklärung, weshalb der New Holland ein Ticken, ich will nicht sagen schlechter, aber ich sag schlechter. Gut, gut. Mir fällt gerade keine andere Bezeichnung dafür ein. Einen Ticken schlechter ist als der Case. Es hat einfach den Hintergrund, dass er ein schmaleres Schneidwerk hat. Das heißt, Druschleistung wurde eben im Chat schon erwähnt. Weniger Druschleistung durch weniger Hektarleistung durch dieses kleinere Schneidwerk. Und wir sehen wieder First Bale bei Krone. Ja, wie letzte Runde auch. Gleiche Konstellation. Sollen wir einfach das, was wir gesprochen haben, aufnehmen und nochmal Das würde ich auch sagen. Wir holen uns jetzt irgendwie gerade mal ein Käffchen oder so und lassen das Ding Mittag, jetzt einfach laufen. Kaffee, Kuchen, Mittag. Und wir kommen dann gleich einfach wieder. Aber was sich in diesem Spiel, vielleicht in diesem Spiel schon entscheidet, ist bereits die Konstellation für morgen, ne? Weil wir haben jetzt Grimme, was genau. Bereits für morgen. Genau, das Fiese an diesem Spiel ist ja, beide Teams sind fast gleich stark, oder ich würde sogar sagen, beide Teams sind gleich stark, aber nur einer kann gewinnen. Nur einer kann weiterkommen. Das ist und wenn das. Hier vier oder sogar noch mehr Matches gespielt werden, irgendwann muss es einen Sieger geben. Ja, und dann kann der morgen ins Halbfinale einziehen. Sollte es so sein, dass John Deere auch dieses Spiel für sich entscheidet, wird John Deere morgen gegen Grimme spielen. Und Grimme hat eben schon gesagt, beziehungsweise Marci hat eben im Interview gesagt, Krone das ist der Angstgegner. Das ist der Angstgegner. Und dann weiß ich nicht, ob man heute gut schlafen kann. Man weiß aber es ist ein nicht. Anderes Thema. Ich glaube, heute Abend ist nochmal ein freundliches Zusammenkommen zwischen allen Teams, weil dieses ganze Kompetitive und dieses Gegeneinander ist natürlich nur auf der Bühne. Privat verstehen sich die Teams natürlich alle super. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass man sich da heute Abend die Köpfe noch einschlagen wird. Vielleicht bis zum heutigen Abend. Man weiß es nicht. Man weiß es ist nicht. Immerhin das Finale der Farming Simulator League morgen. Das darf man nicht vergessen.
Es ist das große Finale. Es geht um über 100.000 Euro Preisgeld. Also es ist auf jeden Fall nicht mehr die kleinen Events, sage ich mal, die wir in der Vergangenheit immer hatten. Und wir sehen jetzt hier tatsächlich nach Schema F zwei Drescher unterwegs, eine Ballenpresse unterwegs. Wie bei Krone haben wir schon 40 Punkte am Konto, der sogenannte First Bail. Und jetzt warten wir eigentlich mal auf die Drone Drops und sind gespannt, ob die auch wieder gleich ausfallen werden wie beim ersten Mal. First Bail nochmal zur Erklärung, ergibt doppelte Punktzahl. Wir sehen oben den Multiplikator, der steht momentan auf 2,0. Grundsätzlich ist jeder Ballen 10 Punkte wert, mal diesen Multiplikator, wenn er auf das Förderband gelegt wird. In dem Fall des ersten Ballens, des First Bails, ist dieser halt der doppelte Wert, daher 40 Punkte. Ich bin tatsächlich mal gespannt, ob Krone diesmal den Drone Drop für sich holen kann. Das ist auch immer, glaube ich, eine Glückssache. Also da kann man, glaube ich, trainieren, wie man will. Ja. Natürlich weiß man, man sieht die Drohne, die Spieler sehen die Drohne, aber ja, da hinlaufen kostet Zeit und Zeit haben wir nicht. Es gab ja auch schon Teams, die aus Versehen was Falsches genommen haben, ne? Es gab Teams... Also, das war natürlich besonders ärgerlich. Das war... Da gab es Teams, die hatten nur einen Drescher und sind dann tatsächlich leider durch den Grain Boost gefallen. Genau. Das ist natürlich ein eigenes Ei, das man sich da legt, aber da steckt man nicht immer drin. Beziehungsweise im Fall steckt man leider drin. Also leider schon, aber da machst du halt nichts. Ne? Nee. Da machst du halt einfach nichts. Ja, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen abwarten. Das sind halt immer so die Minuten, wo es so ein bisschen gilt, ja, das ganze Geschehen im Auge zu behalten. Aber es wird jetzt im Moment erstmal vermutlich nicht so viel Spannendes passieren, bis zu dem Zeitpunkt, wenn die Drohne ins Spiel kommt. Gefühlt, muss man jetzt gerade sagen, wir hatten gerade den View von oben. Gefühlt denn, ne? Ist es nämlich so, dass Krone wieder mehr abgedroschen hat in der Zeit jetzt. Momentan sieht es danach aus, das ja. Ist aber nicht so gut gelaufen, glaube ich, weil also ich habe es oft gesehen, dass die Performance bei anderen Teams so gut getaktet war, dass sie eben diese Strecken nicht zurücklegen mussten, sondern dann beim Vorbeifahren einmal schnell abgeladen haben. Ganz genau. Sie machen es jetzt hier so, aber auf beiden Seiten, also sowohl John Deere als auch Krone. Da hat man auch gerade ganz kurz den Chip-Tuning-Faktor gesehen. Da wurde einmal kurz die Bremse angetippt. Und dann ging das Heck sogar hoch. Und der gesamte Drescher macht direkt einmal die Gesichtsbremse. Aber ich finde es auch ganz interessant, wie sich so ein Spiel mit der Zeit aufbaut. Auch wenn diese Phase jetzt die etwas unspektakulärere Phase des Spiels ist. Aber es ist auch ganz interessant zu sehen, wie sich das aufbaut. Wie die Ballen rübergebracht werden, ja, wie viel abgedroschen wird. Vor allen Dingen, wie sich das verändert hat im Laufe der Zeit. Denn das Feld sah schon anders aus, wenn wir uns zum Beispiel an die FarmCon erinnern, wo das Ganze ja erst losging. Da sah das Feld zu dieser Zeit schon relativ anders aus. Also, ich muss ja ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ich habe mir mal alte Turniere angeguckt und da waren auch Turniere von der FarmCon dabei, beziehungsweise Matches von der FarmCon, von dem Turnier der FarmCon. Und das im Vergleich zu sehen, das... Ich habe geschmunzelt. Ich habe teilweise wirklich geschmunzelt. Also man sieht natürlich die Steigerung, ne? Das ist schon krass. Auf jeden Fall. Das ist eine krasse Steigerung bei manchen Teams. So, wir kommen jetzt bereits in den Bereich, wo es gleich mit den Drops losgehen kann. Wie gesagt, zwischen Minute 6 und Minute 8. Die Drohne habe ich auch schon ganz kurz gesehen. Das ist dieses weiße Flugobjekt, sage ich mal ganz vorsichtig. Unsere Drohne, die dann auch die Drone-Drops abwirft. Unsere DJI-Drohne, die gleich die beiden Drops, den Bail-Boost und den Grain-Boost, ablegen wird. Wo wird sie landen? Wo wird sie das alles ablegen? 50 Sekunden haben wir noch. Also noch ist Zeit dafür. Wir haben aber auch schon Teams gesehen, die wirklich 2 Minuten lang unter dieser... Da sind sie! Da sind sie. Da links oder rechts, das sieht nach Grain-Boost aus. Oh, aber John Deere war schneller. John Deere war schneller. Also Krone wollte den Grain Boost, definitiv. Genau das, was wir eben hatten. Ja. Ne? Genau das, was wir eben hatten. Krone hat so viel Korn, die wollten eigentlich den Grain Boost haben. Aber die verwandeln das jetzt nicht so gut, wie ich jetzt erwartet hätte. Guck mal, was sie da... Hui. Naja, der Fabio ist wieder, wie auch schon im vorigen Spiel, dabei, Double Stacks nach oben zu bringen. Ja, nur der Erste hat es halt jetzt gerade nicht geschafft, aber ich glaube, jetzt ist die Routine drin und jetzt wird der Bay Boost komplett ausgekostet. Die Frage ist jetzt natürlich, wie sieht es bei Krone aus? Sind die ähnlich gut vorbereitet? Da kommt gerade noch... Der ist gerade erst auf dem Weg. Das ist natürlich viel verschwendete Zeit. Das bisschen hätte so nicht sein spät, sollen. Bisschen zu spät. Das ist natürlich echt also blöd. Ich glaube natürlich auch, dass die der 0-1-Rückstand bis in den Nacken sitzt und das wissen die auch. Und das trägt natürlich nicht dazu bei, dass man jetzt wieder eine Top Leistung abrufen kann. Ganz genau. Man muss dazu sagen, der Frontlader wird in unserem Spiel mit der Maus kontrolliert. Das heißt, man drückt eine Maustaste und bewegt die Maus in eine Richtung und bewegt damit den Frontlader. Und ein bisschen zittrige Hände, da kann das schon mal etwas schief gehen.
momentan John Deere vorne. 240 Punkte, Krone hinterher mit 130 Punkte. Mehr als 5 Minuten haben wir noch offen. Und an der Stelle zeigt sich, das ist doch keine Wiederholung, die wir uns gerade ansehen. Das war, glaube ich, eben ein bisschen anders. John Deere wesentlich besser vorbereitet auf den Bay Boost. Man muss dazu sagen, Krone wollte halt auch den Grain Boost haben. Ja, ne? Man hat gesehen, der Spieler lief dahin, aber war leider um den Ticken zu spät. Und so hatte genau. John Deere, dass wir sich holen können. Wobei ich auch glaube, dass Krone wieder um das Ticken mehr Korn hätte. Ohne dass jetzt die Überladewagen. Da sehen wir schon den ersten Überladewagen. Oh, 32.000. Das ist weniger als vorher. Weniger als letzte Runde. Die Frage ist, warum? Und da haben wir 33.000. Das heißt, John Deere mehr Korn. Halt ein bisschen mehr Korn. Also, was jetzt hier gerade gemacht wird, das kommt mir aber doch sehr komisch vor. Es ist genau das gleiche wie vorhin. Der Bale Boost ist vorbei und jetzt wird abgeladen, um... Ja, aber der Unterschied zwischen beiden Teams, dass die so schnell dahin fahren und John Deere doch auch schnell hier aufholen kann, die werden da ja kaum... Ich glaube, Krone fährt jetzt gleich nochmal los. Wir lassen uns mal überraschen, was die Teams da vorhaben. Es wird auf jeden Fall noch spannend, weil es sind zwar 120 Punkte Unterschied, aber das heißt noch gar nichts. Das heißt, und Krone versucht noch gar nichts. Natürlich jetzt raufzupacken, was geht. Sie haben momentan die bessere Ausgangssituation, weil sie früher da waren. Und jetzt müssen eben wichtige Punkte gemacht werden. Aber John Deere hat immer noch ordentlich was im Tank. Das wird sich jetzt gleich wieder wahrscheinlich plus minus null ausgleichen, weil 1000 Liter macht nicht so viel aus. 1000 Liter machen nicht so viel aus, circa 2500 Punkte. Tatsächlich. Braucht man. Ein bisschen mehr und John Deere hätte einen leichten Vorteil. Aber Krone hat aufgeräumt. Ja. Krone hat aufgeräumt, hat alles nach oben gebracht, was da war. Sehr gut, aber es hat nicht gereicht zum Ausgleich. Es hat knapp nicht gereicht. Sie kommen aber noch an. Das war knapp. Oh, das war ganz knapp an der Brücke. Der Brücken, wer da das war ganz, ganz knapp an der Brücke. Gewitzter Mann, sag ich. Also. Persönlich. Guter Kollege. Man kennt diese Leute. Ja, da. Also, punktemäßig ist diesmal aus. Für John Deere sieht es besser aus. Wir hatten vorher Krone, die immer diese 4 Punkte vorne waren. Jetzt ist momentan John Deere, die so 9 Punkte vorne waren, jetzt gerade noch eben. Im Chat heißt es gerade Fabio, the God of Stacking. Ist Fabio der heimliche Gott des Stackens? Also eigentlich ist es ja Lukas, ne? Sagt eigentlich man immer, ist es Lukas von Stackern. Aber man muss dazu sagen, ich habe Fabio jetzt schon länger gesehen mit dem Stacken. Ist egal, mit welchem Fahrzeug. Er macht das auch im Teleskop, hat er sehr, sehr gut. Und zur Not macht das mit der Hand da oben rein. Also der weiß, wie das funktioniert. Das muss man echt so sagen. Wobei Team Krone eigentlich die Ballenprofis sind, ne? Weil Team Krone besteht aus Spielern der Community, so wie die meisten Teams. Aber Team Krone besteht aus... Was wird denn da gerade gemacht? Ballen abgeladen. Ballen ja, abgeladen. Nee, auf der anderen Seite, da gibt's Ballen aufgeladen. Da gab es gerade irgendwie ein Malheur. Da wurde ein bisschen... Genau, dieser Ballen, der da links liegt, das hat irgendwie nicht so gut funktioniert gerade. Alles geplant. Alles geplant. Das ist nur geplant. Die maximale Verwirrung für uns Caster. Ja. Das war auch damit eingeplant. Damit man später sagen kann, war gar kein Fehler. Was ich noch einwerfen wollte, ganz kurz, aus Spielern von Creative Mesh und BM Modding. Und Creative Mesh hat da schon mal was mit Ballen gebracht. Ja. Ne? Strohbergungs-DLC. Da gab es mal so ein Strohbergungs-DLC. Also eigentlich müssten die sich mit den Ballen auskennen. Waren sogar Quaderballen. Aber die Ballen ist ja nur eine Seite der Medaille. Ne? Du musst natürlich zuerst den Drescher beherrschen, damit du überhaupt Stroh hast zum Pressen. Ganz genau, so sieht's aus. Und das haben wir gerade gesehen, dass der Grain Boost von Krone genommen werden wollte. Und John Deere hat Ballen und zimmert die und rein. Und Krone ist vorne. Krone ist vorne im Moment. Jetzt aber nicht das mehr. Wird jetzt sind wir wieder. Jetzt sind wir wieder wir da. Wir sind wieder am Punkt, Leute. Jetzt sind wir wieder da an diesen 9 Ein Punkten. Ein starkes Kopf-an-Kopf-Rennen. Diese 9 Punkte, die du eben angesprochen Sollte hast. Sollte John Deere dieses Spiel gewinnen, sind sie für morgen Gutes dabei. Gutes Timing, muss man sagen. Gutes Timing für die Brücke. Und also es ist halt noch ein bisschen, ne? Es ist nicht mehr lange, es sind noch 1-2 Minuten, die wir spielen. Eine Minute und dann könnte Krone raus sein. Es geht hier um nicht weniger als die Chance, sich zu qualifizieren für das große Endspiel. Und der Grimme gegen der Gegner gegen Grimme zu sein. John Deere wieder klar im Voraus. Deutlicher Vorsprung aktuell. Wobei ich glaube, Grimme ist auch nicht so ein Gegner, den man sich wünscht. Das glaube ich auch. Aber ich glaube, in diesem... Ich glaube, dass keine Teams jetzt noch da sind, sage ich mal ganz vorsichtig gesagt, die man jetzt unterschätzen kann, Nein. sollte. Was man ja keinem absprechen kann, ist fehlender Ehrgeiz. Ne? Also alle Teams geben hier, die wir heute gesehen haben, geben auf jeden Fall ihr Bestes.
Und kämpfen bis zum Ende, geben nicht vorher irgendwie auf und machen dann irgendwie Fehler oder werden unkonzentriert. Oh, und keine Ballen mehr bei John Deere. John Deere keine Ballen mehr, aber es reicht vermutlich. Aber es reicht 70 vermutlich. Punkte Vorsprung, 70 Punkte. 70 Punkte und bei Krone ist ja auch nichts. Das sind ja auch keine ganz Ballen. Ganz knapp für Krone. Fahren die nochmal los? Es reicht vermutlich nicht mehr, um nochmal los zu fahren. Doch, da kommen nochmal welche. Ballen. Aber reicht das? Ich glaube zwei nicht. Zwei Ballen? Oh. Und die haben auch nochmal zwei Ballen. Das wird nicht reichen. John Deere hat das Ding... Ich glaube, das Ding ist... Ich möchte auch eine Vorabprognose abgeben, dass John Deere das Ding geholt hat. Ja. Da kommt Krone nicht 820 hinterher. Punkte momentan bei John Deere. Das Ding ist durch. Und ja, die Spieler sind fertig. Sie haben ihr Programm abgespielt und John Deere ist besser rausgegangen als beide Ganzen. Waren gut, aber John Deere war besser. Du sagst 820 es. 820 Punkte. Wirklich muss sehr, aber sehr sagen, gute Leistung. Grimme hatte eben 821 Punkte. Ja, der Angstgegner hatte einen Punkt mehr. Also... Schwierig. Das werden wir dann morgen sehen, wer der wahre Angst ist. Es wird auf jeden ist. Fall spannend morgen. Ja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an John Deere, aber auch Krone. Wahnsinnsspiel abgeliefert. Wir brauchten das dritte Spiel auch in dieser Runde nicht. Das werden wir aber, ich bin mir sicher, das werden wir heute nochmal irgendwann sehen. Ich hoffe. Vielleicht sogar bei unserem nächsten anstehenden Match. Nach dem Interview und nach der Pause sehen wir dann gleich VK gegen Trelleborg. So. Platz 1 gegen Platz 11 in der Tabelle. Bin ich schon sehr gespannt. Das ist eine Überraschung. Na, es gab wie gesagt, die haben noch nie gegeneinander gespielt. Aber Trelleborg auch in der Qualifikation, ne? Gegen OG? Team of Elite Guys. Genau. T-O-E-G. Da war ja auch komplett überrascht. Das war ja, also ziemlich das unerwartet. War für alle eine große Überraschung, glaube ich. Ziemlich unerwartet. Vielleicht erleben wir heute auch noch mal eine. Ich bin gespannt, ob die Rundumleuchte zum Gespräch kommt. Jetzt gleich bei John Deere. Wir das hoffe ich doch, das erwarte jetzt ich. Gleich zu Martin ab, gehen dann in eine klitzekleine Pause und sind dann mit dem nächsten... Kracher, möchte ich schon fast sagen. Auf jeden Fall. Wieder da. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Ich hoffe, dass Martin das ansprechen wird. Aber wir gehen zu Martin und sehen uns dann gleich wieder. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr den Film Das fünfte Element kennt. Da kommt immer die Frage, wie grün, also ich sage jetzt heute einfach mal, John Deere grün war das Match, ne? Wir haben uns ja vor dem Spiel mal unterhalten, eben genau über diese, was ist so für dich immer die anstrengendste Phase im ganzen Spiel eigentlich, oder die konzentrierteste. Da hast du gesagt, das ist zwischen Minute 6 und 8 mit den Drone Drops. Und ich habe so das Gefühl, das war jetzt heute auch wieder ein bisschen so, wo ihr wirklich drauf geschielt habt, auch beide bekommen. Kannst du mal so die Strategie dahinter bestätigen, ob das so funktioniert, als wie ihr euch vorgestellt habt? Ja, hat so funktioniert, wie wir uns vorgestellt haben. Wir wussten, dass die Krone-Jungs den Ideal haben, was eigentlich aktuell so ein bisschen der beste Drescher im Spiel mit ist. Und den kannst du halt am besten dann wiederum ausgleichen, wenn du halt das Ballenpower abgehst. Das war unser Plan, dass wir das so umsetzen. Ich meine, wir haben mit Fabian einen richtig guten Stacker, der dann die Ballen dann hochschiebt. Und vom Drone-Play her, da haben wir uns die letzten Wochen immer schon drauf geschaut, dass wir das verbessern. Das haben wir dann relativ gut hingekriegt und dann haben wir unseren Bailboost bekommen, dass wir dann die Ballen hochschieben können und dann... Finde ich, das war ein bisschen, glaube ich, so der Knackpunkt, wo wir dann das Spiel gewonnen haben, weil wir im Ballenboost ein paar Ballen mehr hochgeschoben haben wie die Jungs. Ja, also ich weiß, wir haben jetzt heute Morgen mal gesprochen und da hast du so gesagt, ja, den Drone-Drop bekommen und dann das Programm runterspielen und hoffentlich gewinnen. Ja. Beim ersten Spiel ist mir dann doch schon ein bisschen aufgefallen, so am Ende, es war, ich glaube, da war ein bisschen Nervosität drin. Es war ja nicht nur bei euch, also es war echt verdammt knapp und ich würde sagen, Krone war auch sehr, sehr nah dran, da war noch die Brücke, die hochgegangen ist, ansonsten hätte es vielleicht wirklich ganz anders ausgesehen, das könnt ihr euch später nochmal anschauen in der Wiederholung, also da war der schon sehr knapp dran, aber was geht dir das durch den Kopf in den letzten Sekunden so? Ja, was geht da durch den Kopf? Ballen hoch, was geht's? Weil ich habe dann auch noch einen Ballen hochgelegt, da hat der Fabian dann schon gleich gemeint, ah, der wird wahrscheinlich fallen und ich habe mir dann nur gedacht, hoffentlich geht er hoch, aber... gut, er ist dann gefallen und das haben wir aber unten auch noch mit rein. Das mit der Brücke, muss ich ehrlich sagen, das habe ich gar nicht mitbekommen. Mhm. Ob wir da die Jungs dann ein bisschen, also die Krone-Jungs ein bisschen blockieren, aber nicht. Aber so, ja, wir sind jetzt das erste Mal wieder so ein bisschen vor Ort, wo halt wieder dieser 3 gegen 3 Face-to-Face vor Ort ist. Das hat ein bisschen gefehlt und das gibt halt dann doch nochmal ein bisschen so Zusatznervosität. Ja. Wir spielen hier vor den ganzen Kameras, die ganzen Lichter. Es ist wirklich schön, aber...
Schiebt ihr da ein bisschen rüber zu den anderen und seht ihr, ob da irgendwie Hektik ist? Vollkommen konzentriert bei euch. Witzigerweise habe ich immer nach hinten geguckt, weil normalerweise, wenn wir irgendwo anders waren, war immer hinten die Leinwand. Ah, ja, ja. Dann konnte man immer so ein bisschen gucken, so, was die anderen machen. Oder wenn irgendwie ein Raunen war, dann hat man geguckt, was sie machen. Aber so hast du halt von den Gegnern diesmal gar nichts mitbekommen. Also ich habe versucht, mir das alles wegen aufzuschreiben, was da passiert ist. Und vielleicht sehen wir es in der Wiederholung dann. Ich glaube nämlich, wenn ich es richtig irgendwie in der Schnelligkeit so mitbekommen habe, sie haben sich eigentlich selbst blockiert. Ich glaube, es wollten zwei über die Brücke drüber fahren, okay, und dann ist es hochgegangen. Aber das sehen wir vielleicht dann in der Wiederholung nochmal. Also ich glaube, das hätte vielleicht sogar reichen können in dem Fall. Aber ich will jetzt euren Sieg nicht schmälern, ihr seid weiter. Also und wir haben ja drüber gesprochen, Angstgegner, jetzt ist natürlich vollkommen klar, ihr seid schon im Finale, ne? Natürlich. Ja, Halbfinale. nein, so meine ich es nicht. Ich meine so, dass ihr müsst doch nicht noch gegen Grimme spielen. Ja, aber klar müssen wir noch spielen. Aber habt ihr da jetzt da noch eine andere Taktik? Oder du wirst die Taktik nicht verraten aber natürlich nicht. Ne. Ihr seid ja der Angstgegner, aber wie schätzt du jetzt die Chancen ein? Einfach mal, du kannst den Gegner mal stark reden. Also, ja, ich meine, so was die Grimme-Jungs jetzt über die letzten Turniere gemacht haben, ab Leipzig, das war definitiv nicht schlecht. Das war schon sehr gut. Vor allem hat man es ja gesehen, wie sie, glaube ich, beim dritten Online-Turnier dann Trelleborger im Finale ein bisschen gut geärgert haben. Die musste sich auch ordentlich strecken. Aber so 50-50 würde ich jetzt mal sagen. Ich denke, die Grimme-Jungs spielen auch nicht gern gegen uns. Und ja, gucken wir also mal. Also ich habe es jetzt nur mal so ein bisschen rausgehauen, weil ich dachte mir halt so, sie haben sie euch zwar als Angstgegner genannt, aber ganz ehrlich, ich habe auch ein bisschen rumgefragt vorher und ein paar haben sogar Grimme als Favorit mit auf dem Papier, also definitiv. Aus Turnierfavorit. Also definitiv. Ich bin auf morgen gespannt. Ich wünsche euch viel Glück, aber auch den Grimme-Jungs. Und jetzt kommen wir zum nächsten Spiel, nämlich ja, VK und Trelleborg. Und da gebe ich das mal nochmal ab in die Pause. Yeah. I'm ready to play now. Put me in the game now. I came here to prove it. I'm ready to do it. I can't be afraid now. Put me on the stage now. I'm ready to rage now. I feel like an animal stuck in a cage and I'm ready to break out. So what are you afraid of? Those feelings are made of. Get in the game, your moment of fame. Show them what you made of. It's time that we stand up. It's time that we man up. For anyone asking who is the best, we putting our hands up. My time, my time. None of you people can tell me to stop. This time, like the last time. You better get ready to race to the top. I'm ready to do this. Show you what the truth is. I step on the field, it's time to get real. I'm feeling so ruthless. My time, my time. None of you people can tell me to stop. Lower the lights down. Hand over my crown. Hand over my heart. I do this for my town. I do this for my crowd. So turn me up real loud. My time, my time. None of you people can tell me to stop. Damit sind wir wieder zurück aus der kleinen Pause. Exakt, wir mussten uns auch selbst erstmal von dem Schock erholen. Und wir haben eine Sache in Erfahrung gebracht, die uns alle interessiert haben.
Du hast es, glaube ich, noch nicht, du weißt es, glaube ich, noch nicht. Dazu später mehr. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber es ist lustig. Aber wir sind natürlich auch gespannt auf die nächsten Matches, die uns jetzt gleich erwarten. Und sehen es gleich ein tschechisches Team. Richtig, genau. Wir sehen Trelleborg gegen VK oder VK gegen Trelleborg. Platz 1 gegen Platz 11 in der aktuellen Liste. Wir haben gleich noch ein paar Replays vorbereitet vom vergangenen Spiel Krone Chondir. Da sind auch ein paar Sachen nicht ganz optimal gelaufen, sagen wir mal so. Das stimmt. Vielleicht wäre das anders ausgegangen, wenn eine Sache, die wir gleich, glaube ich, auch sehen werden, nicht passiert wäre. Aber dazu gleich mehr. Und wir sehen vor allen Dingen gleich Trelleborg. Ich bin sehr gespannt, wie die Jungs drauf sind. Ich bin sehr gespannt. Das ist immerhin der Tabellenerste, der Tabellenführer aktuell mit weitem Abstand. Also die haben wirklich schon sehr, sehr viel nach Hause geholt, mal ganz vorsichtig formuliert. Aber die Frage ist, können sie auch hier und heute die Leistung wieder abrufen? Wir schauen mal erstmal Replays an und dann gehen wir so rein. So sieht's aus. Da sehen wir das elegante Stacken. Oh, das ist sehr halt eleganter, der erste. Das ist halt, ne, Team Krone. Ja. Die können es halt. Die können es halt, die können mit Ballen eigentlich umgehen. Wie eine Maschine, ne? Vor, zurück, hoch, runter. Das ist einfach schon, ich glaube, der kann das auch mit verbundenen Augen machen mittlerweile. Vermutlich. Gerade durch Chiptuning wird das Ganze natürlich nochmal schneller und fixer. Sehen genau, wir hier eine da Brücke. Sehen wir eine nicht optimale Brücke. Das gut, hatten das wir ist aber. Oh! Ach, das war diese Situation. Die wurde vom anderen ausgelöst. Deswegen. Haben wir das? Das haben wir ja so in ähnlicher Form auch von dem anderen Team gesehen, oder? Das haben wir eben schon mal gesehen. Gleich, mal da sehen wir. Da sehen wir. Ah, das ist so. Das ja, war. Das so, da war ein bisschen Angst dabei, glaube ich, kann man sagen. Ja. Aber es. Hat gut gegangen. Aber das ist auch immer schwierig. Das ist mit diesen kleinen Treckern immer schwierig, mit zwei Ballen vorne drauf überhaupt irgendwo. Und dann hier der letzte Ball, ne, mit Ach und Krach nochmal rein. Und da ist komplett egal, wie der Traktor danach aussieht. Hauptsache, die Punkte sind da. Da hat es leider nicht gereicht. Aber wir haben schon einiges gesehen heute, das kann man wirklich sagen. Also ich würde sagen, heute auf jeden Fall das spannendste Match, vor allen Dingen das erste von beiden. Grandios. Das ist wirklich Kann man schon sagen. Wir hoffen, dass es in dieser Art weitergeht. Ich hoffe sehr. Schauen wir mal, was wir sehen. Trelleborg habe ich jetzt vorher nicht gesehen, nur ganz, ganz kurz. Habe ich auch nicht fragen können. Neue Taktik, ja, nein. Altbewährtes. Wie geht's weiter? Ich habe mir vor 2 Wochen ungefähr noch ein Training oder vor 1,5 Wochen noch ein Training von den Jungs angeschaut. Da haben sie mir noch mal ein paar Sachen erklärt, die sie so machen und so. Ich würde jetzt mal so von meinem Gefühl her sagen, dass wir keine neue Taktik sehen werden. Aber vielleicht gibt es ja Überraschungen. Ich weiß es nämlich auch nicht. Aber Trelleborg schon einiges geholt, ne? Auf jeden Fall. Wir haben 9... Moment, nein, Quatsch. Wir haben bis auf 3, so rum wollte ich sagen, bis auf 3 Turniersiege hat Trelleborg alle Turniere für sich entscheiden können. Und das ist schon eine Hausnummer. Das ist schon Wahnsinn. Das muss man wirklich sagen. Und jetzt erleben wir eine Premiere. Wir erleben eine Premiere insofern, dass VK noch nie gegen Trelleborg gespielt hat. So. Apropos Premiere, wir schauen gleich zu Martin. Der wird gleich die Spiele einlaufen lassen, wenn ihr das so wollt. Und ich wünsche uns viel Spaß. Erstmal zu Martin. Ja, da muss ich mir das Mikrofon auch anmachen, würde ich mal sagen. Okay, jetzt aus Tschechien, VK mit Reno, Buff und Captain Ventil. Und am roten Tisch spielen dann, ja, die momentan an Nummer 1 gesetzten, würde ich sagen, Trelleborg, Lukas, Simon und als Captain Rablix. Oder Rablix? Rablix. Dann werden wir mal sehen, was hier jetzt passiert. Nummer 1 gegen Nummer 11, so wie es aussieht. Und werden sie sich hinsetzen? Ja, dann gebe ich mal wieder ab und für die Analyse. Genau, da sehen wir jetzt gerade nochmal schnell die Statistiken. Was ihr jetzt gerade nicht gehört habt, ist, dass Martin sich ein bisschen gefreut hat über den Begriff Einlaufen von der Waschmaschine. Aber das Mikrofon war leider aus, war aber auf jeden Fall ganz witzig. So, jetzt sehen wir hier mal kurz, wie es statistisch aussieht. Auch wenn diese zwei Teams noch nie aufeinander getroffen sind, was sehen wir da? Wir sehen auf jeden Fall, was mir gerade am meisten auffällt, die Win-Percentage. Und das ist einfach bei Trelleborg 90%. Wahnsinn, oder? Das ist einfach absurd. 40 Spiele gewonnen. Also sowas kann man auch in den Lebenslauf schreiben, glaube ich. Momentan ist Trelleborg auf jeden Fall guter Dinge, das in den Lebenslauf mit aufzunehmen. Average Points, 70 Punkte mehr.
Da wird es dann aber wieder ein bisschen, da gleichen sich die Teams wieder ein bisschen an. Ne? Zwei Ballen mehr haben wir auf Seiten von Trelleborg. Spricht erstmal alles für Trelleborg, aber wir sehen schon Head-to-Head-Score. Da gab es noch nichts. Was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, während die Spiele alle reingingen, das Team VK hat jeder von den Jungs, von den drei Jungs, hat mit zwei Fingern den Pokal berührt. Oh. Ist das vielleicht irgendwie abergläubisch? Weiß nicht wie, aber... Vielleicht rechnen sich schon. Das war so ganz, ganz kurz, hat man es gesehen. Ich kann es leider von hier aus nicht sehen. Ja, man sagt, sie haben auch eine große Tüte mitgebracht. Da willst du das Ding auch ja, besser ist es. Also... Ich bin sehr gespannt, welche Performance VK jetzt hier auf den oder präsentieren wird. Denn um hier erstmal antreten zu müssen, muss man ja auch schon viel geleistet haben. Und da komme ich einfach so rein. Für VK, für VK war das ein weiter Weg. Also ja. Nicht nur, weil sie aus Tschechien kommen, ja, sondern auch, weil es ein Wildcard-Team ist. Wildcard-Team heißt, die Jungs haben keinen Sponsor. Die Jungs nehmen diese gesamten Kosten, die Reisekosten, die Hotelkosten, alle auf sich, bekommen das teilweise wieder durch die Gewinne rein, die sie bei den Turnieren hatten, aber auch bei Online-Turnieren, die müssen sich halt durch das gesamte Bracket kämpfen. Bei Seeded-Teams sieht es, Entschuldigung, ganz kurz noch, bei den Seeded-Teams sieht es halt so aus, dass die von Anfang an ganz vorne stehen, sage ich mal, und die Wildcard-Teams, die müssen sich erstmal qualifizieren, um gegen diese Seeded-Teams zu spielen. Und das hat VK gemeistert. Zumal wir auch wissen, dass bei den Online-Turnieren immer sehr, sehr starker Andrang herrscht von den Teams. Also da ist schon immer richtig was los. Auf jeden Fall. Genau, VK schon mal mit, gegen Burning Gamers gespielt in Katowice und gegen JZD. JZD, dazu kurz was, die Jungs kennen sich. Die Jungs kennen sich, die Jungs wollten, glaube ich, ursprünglich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ein Team gründen. Dann hat es aber von der Spielerzahl nicht gereicht, weil drei Spieler reichen bei unserer Liga natürlich. Und dann haben sie einfach irgendwann gesagt, wir machen ein zweites Team auf. Die fahren immer zusammen, die haben ein Hotel zusammen, die schlafen teilweise zu viert auf einem Hotelzimmer, momentan vielleicht nicht, aber allgemein schon. Und die Jungs trainieren auch zusammen. Also wer JZD kennt, der weiß, was JZD für eine Dampfwalze sein kann. Der kann auch ahnen, was VK jetzt leisten kann. Und das Verrückte ist, sowohl gegen Burning Gamers als auch gegen JZD hat das Team verloren. Nein, gegen Burning Gamers haben sie gewonnen, Ach so. Aber dann leider im Halbfinale gegen Krone verloren. Gegen Krone verloren, genau, das habe ich in der Zeitung verrutscht. Gegen JZD haben sie leider verloren. Aber die Bilanz liest sich jetzt nicht so wie die eines zukünftigen FSL-Siegers. Ja, aber da ist wieder der Überraschungsmoment, glaube ich. Wenn es dann wirklich so weit kommen sollte. Weil also jetzt, die haben richtig eine Strategie. Ich traue denen wirklich sehr viel, so muss ich sagen. Natürlich, Platz 1, Trelleborg, müssen wir nicht drüber reden. Auch, glaube ich, für mich ganz klarer Favorit für den Titel, muss man einfach so sagen. Auf jeden Fall, für alle, denke ich. Aber ich glaube nicht, dass die anderen einfach gesagt haben, gut, das holen wir nicht. die würden schon hart trainiert haben und vielleicht sogar eine neue Taktik entwickelt haben. Wir haben schon bei Trelleborg gesehen, in den Qualifiers, Team of Elite Guys, die haben da schon ein bisschen gestolpert. Die haben die platt gemacht, möchte ich behaupten. 2-0. Und die waren auch eher unscheinbar, sage ich genau. Jetzt mal. Ne? Also das ist auch ein Wildcard-Team. Ja. Bei VK kann ich noch was erzählen? Und zwar, das erste Mal haben die in Leipzig gespielt, auf der Dreamhack. Und das erste Spiel haben die tatsächlich gegen uns gehabt. Da habe ich sogar selber gespielt in Leipzig, auf der Dreamhack. Und wir haben auch gesagt, Wildcard-Team, schaffen wir locker. Ne? Man kennt das ja. Man geht immer mit so einer grundsoliden, sicheren Art rein. Ne? Man muss sich ja auch mal ein bisschen übermütig werden. Aber sehr sympathisch, ja. Ja, genau. Nein, Quatsch. Aber wir haben wirklich gedacht, okay, man kennt ihn nicht. Irgendwann haben wir dann erfahren, ja, das sind Freunde von JZD. Da wurde es dann schon ein bisschen, haben wir uns gedacht, okay. Ist schon ein rauerer Ton dann, ne? Weil man weiß natürlich genau, JZD hat auch super Leistungen gebracht, da gibt es überhaupt nichts. Absolut. Und ich bin sehr gespannt. Es geht in Kürze los, haben wir gerade gehört. Sind alle bereit, Headsets sind auf, Maus, Tastatur sind bereit. Wir schauen einmal von uns aus rüber. Jetzt wird's wild. Das sieht ganz gut aus da hinten. Ich wünsche uns auf alle Fälle spannende Spiele. Es geht in ganz, ganz, ganz kürze los. Und dann sehen wir wieder Best of Three. Schauen mal, wer das Ganze für sich entscheiden kann. Hoffentlich diesmal mit drei Spielen. Hier sehen wir auch Trelleborg, ein sehr junges Team. Ne? Im Vergleich zu VK, das ist schon, wenn die sich, glaube ich, abends auf der Straße begegnen würde, dann wäre eindeutig, wie das ausgeht. Davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Davon wollen wir jetzt nicht ausgehen. Aber ja, natürlich.
Gut, jetzt gehen wir mal in die gewohnte Pick-and-Bun-Phase und dann schauen wir mal, ob jetzt irgendwelche Exoten dabei sind oder ob wir nach Schema F spielen, ganz vorsichtig formuliert. Da haben wir schon den ersten Exoten. Der Masai Ferguson. Oder? Der Masai Ferguson wird eigentlich nie gebannt. Der ist immer dabei, ne? Das ist so einer der, genau, das ist eigentlich einer der seltensten Bans. Was kann der denn, was man nicht drin haben will? Er hat einen Frontlader und er hat Leistung. Das ist so diese Konstellation, die haben wir zweimal im Spiel mit dem Valtra und mit dem Masai. Und andere Maschinen, die sind einfach kleiner. Der Valtra ist kleiner, Quatsch, der Holland ist kleiner, der Fendt ist kleiner. Verrückt, Trelleborg stellt sich hier ganz traditionell auf, in dieser Bannphase zumindest. Wir gucken jetzt mal gleich, was sie picken. Aber VK scheint ja dann schon andere Wege zu gehen. Vielleicht nochmal ganz kurz ein Aufruf in den Chat. Wer ist denn euer Favorit für dieses Spiel? Trelleborg oder doch VK, der klargesetzte Favorit oder doch der Außenseiter? Schreibt das gerne mal in den Chat. Ich lege mich mal weit aus dem Fenster. Alle werden jetzt Trelleborg schreiben. Ist ein ganz gewagter Schritt, den ich jetzt hier mache. Nicht zu schnell. Ich lese hier schon einmal, ich bin für ein 2:1. Und 2:1 wäre in dem Fall VK. Und da kommt ganz viel VK in den Chat. Also man darf das wirklich jetzt nicht einfach nur abstempeln, so danke, dass ihr da wart. Weil ich glaube, das kann schon nach hinten losgehen. So hätte ich den Chat jetzt eingeschätzt. Dass viele eben sagen, schauen wir mal. Trelleborg. Ich gönne es dem Underdog. Da ist auch noch jemand für VK. Der Außenseiter VK. Genau, das ist auch richtig. Wenn VK gewinnt, wäre Trelleborg raus. Trelleborg setzt dir extrem auf Leistung hier mit dem Deutz, den sie da haben. Und aber ganz hinten den John Deere. Der John Deere 6M. Der selten fährt, gesehen, nur 40. Selten gesehen. Sie haben aber keinen Pflegebeprüfungstraktor dabei. Den haben sie diesmal nicht dabei. Dafür haben sie den fetten Deutz. Chip Tuning Slide Edge. Gehen wir gleich mal drauf ein. Ganz kurz, der John Deere 6M. Das ist ein Trecker, der fährt nur 40 km/h. Und das kann gerade am Start ganz böse enden. Sehen wir da eine neue Taktik vielleicht? Ist das erprobt? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Ich bin gespannt. Es sind erstmal alle gut rausgekommen, so wie es aussieht. Da muss ja jetzt irgendwas passieren. Und wir sehen es, ne, mit dem Johnny, du bist wirklich langsam, wie du gesagt hast, 40 km/h, speziell am Anfang. Aber zwei Drescher schon mal bei Trelleborg, wenn die jetzt runterkommen, sieht gut aus. Zwei Drescher schon mal gesichert. Bei VK haben wir einen Drescher momentan, den Case. Und vielleicht jetzt den, nee. Drei Drescher vielleicht sogar bei Trelleborg. Gerade so Trelleborg sichern. Gerade so hat der Rablix den bekommen. Hätte da haben wir jetzt den Harvester Streak. Dann wäre es vermutlich ein bisschen schneller gegangen. Genau. Aber das heißt, VK hat nur den Case Thrasher im Moment. Wir haben wieder dieses Phänomen, was wir bei Lindner eben schon hatten. Nur einen Thrasher. Das aber kann schon. VK hat sich die Kronepresse geschnappt. Das war tatsächlich wichtig. Ein großer Vorteil dafür. Weil man spart sich einfach diesen Weg. Man kann drei Ballen in der Kronepresse mitnehmen und man spart sich einfach diesen Weg. Jedes Mal. Wurde da nicht runtergefahren? Das wundert mich auch, dieses Bild. Das ist tatsächlich ein schöner Trick, um einfach diese Presse zu sichern, um aussteigen zu können. Und zwar, sobald etwas angekuppelt ist, ist diese Presse erstmal gesichert. Das heißt, sie ist gelb. Sobald sie abgekuppelt wird und noch nicht vom Pott gezogen wird, wäre sie wieder für das andere Team frei. Füchse. Ganz genau. Ah, so. Das ist ein Teil der Taktik tatsächlich. Es kann ein Teil der Taktik sein. Es kann aber auch einfach spontan sein, dass sie da noch schnell etwas anderes holen wollten. Und vielleicht hätten sie dadurch nicht den Case bekommen. Das kann natürlich auch passieren. Ja gut, okay. Auf alle Fälle konzentrierte Blicke. Ich glaube, für Trelleborg lief alles nach Plan. Sie haben sich drei Drescher sichern können. Von den Pressen her, weiß ich jetzt gar nicht. Während die Kronepresse haben wir gesehen bei VK und jetzt hier ist die Fanpresse bei Trelleborg. Fanpresse bei Trelleborg. Vorteil von der Fanpresse, 22 km/h. Sehr, sehr schnell. 2 km/h mehr als die anderen Pressen. Kann dafür nur zwei Ballen mitnehmen, aber das kann schon mal ein großer Vorteil sein. Und hier ist man wohl aus, sich den First Bale zu sichern. Da ist man sehr schnell unterwegs. Ja. Da wird sogar dieser kleine Bonus, da wird sogar der kleine Bonus genutzt, den man erreichen kann, indem die Presse noch weitermacht, während man selbst schon wegfährt. Trelleborg hat das natürlich gesehen. Die gehen da jetzt gar nicht so sehr drauf. Die lassen sich da lieber Zeit. Müssen sie vermutlich auch. Mit dem ganz Trecker. Genau. Und da haben wir schon. First Bale zählt natürlich wieder doppelt. Deswegen 40 Punkte für Team VK. Bis jetzt läuft es ganz gut für VK. Spannend wird es aber dann natürlich vor allen Dingen, wenn die Drone-Drops ausgehen. Ja, läuft gut. Weiß ich jetzt nicht. Also es ist die Frage, war es Taktik mit einem Drescher? Ich kann es mir nicht vorstellen tatsächlich.
Aber wird getauscht? Warum wird da getauscht, ist die Frage. Weil der keinen Frontlader hat, oder? Der hat einen Frontlader. Vielleicht ist der kleine Fan einfach einfacher zu stacken. Möglich ist das. Haben wir bei John Deere auch schon oft gesehen, den kleinen Fan wird sehr, sehr gerne genommen. Oder haben wir das wird aber schwierig über die Brücke. Und die geht gerade hoch. Oh, das ist natürlich... Welche nimmt er jetzt? Die ist nach oben, die geht auch nicht mehr runter. Er nimmt... Ja, entweder muss er jetzt komplett außenrum fahren oder er hat Glück, dass die dritte Brücke dann noch frei ist. Da sehen wir auch wieder, dass die Presse zugeklappt wird und der Ballen da perfekt gerade liegt. Und jetzt wagt man wirklich den Versuch, darüber zu fahren. Knapp. Knapp, aber Trelleborg, ne? Das, ich wollte es gerade sagen. Also gekonnt. Gekonnt ist gekonnt. Jetzt hätte ich gerade fast gedacht, dass er den auch sofort drauflegt. Hat er nicht gemacht. Und dann dreht er ihn sogar mit der Vorderachse nochmal schön, ne? Das ist halt... Das sind halt die kleinen Feinheiten. Mhm. Wird sich auch sehr laut unterhalten. Wir selbst hören hier teilweise noch die Anweisungen. Ja, jo, ja. Ansgar, keine Ahnung, lese ich gerade im Chat. Ja, ich glaube, ich habe vorhin wegen der, am Anfang bei dem was sich gesichert wurde und was nicht. Ach so. Da habe ich, glaube ich, was falsch. Das kann sein. Hier haben wir gerade gesehen, VK wollte gerade über die Brücke fahren, hat den Frontlader leer tatsächlich. Also die haben wohl drei Ballen im Gepäck hinten dabei. Aber man könnte natürlich auch noch vorne zwei dran packen, theoretisch. Ja, jetzt können wir uns erstmal zurücklehnen. Ich glaube, beide werden erstmal ordentlich sammeln. Ich bin gespannt, wie VK mit der Situation umgeht, nur einen Drescher zu haben. Bis jetzt machen sie es ganz gut, aber ich bin wirklich gespannt. Jetzt wird natürlich wahrscheinlich der Überladewagen teilweise auch daneben gezogen oder es wird schon vorbereitet, um dann gleich effektiver zu arbeiten, wenn das Korn weggefahren wurde. Das ist halt jetzt wieder diese Phase des Spiels, in der es einfach ein bisschen darauf ankommt, dass das Spiel aufgebaut wird, dass man sich alles zurecht drückt, um dann eben ab Minute 8, also in 2 Minuten schon, auf den Drone Drop zu warten. Der Chat schreibt auch, wenn Trelleborg immer gewinnt, ist es langweilig. Ja. Es gab auch schon Matches, wo Trelleborg nicht gewonnen hat. Also wenn wir zum Beispiel mal zurückschauen, ich glaube es war auf der Paris Games Week. Da hatte der Lukas die Hand gebrochen. Genau. Der Lukas, der Star-Stacker, wie er damals noch bezeichnet wurde, hatte damals die Hand gebrochen. Was natürlich direkt von den Teams genutzt wurde, um Trelleborg rauszuhauen. Und zwar war das Grimme. Grimme hat Trelleborg damals auf der Paris Games Week aus dem Turnier gehauen. Aber natürlich, ne, wenn der Gegner etwas geschwächt ist, sage ich mal ganz vorsichtig, dann nutzt man natürlich die Gunst der Stunde und versucht, das für sich zu gewinnen, was auch funktioniert hat. Ja. Ich kann mich noch an die Gesichter erinnern. Ich weiß nicht, Das war Jubel. Trelleborg, ja, Jubel, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen geknickt. Also, das war aber auch ein sehr, sehr knappes Match, muss man sagen. Das war ein sehr, sehr knappes Match. Und dafür, dass die Verletzung, ich meine, er hat ja, glaube ich, sogar noch gespielt, ne, trotz der Verletzung. Lukas, ne? Hat gespielt. Genau. Dafür, dass er diese Verletzung hatte, war es halt schon auch echt gut, ne, also was er da geleistet hat. Aber gut, darauf kann man am Ende keine Rücksicht nehmen. Oh, ich will nur sagen, nicht ganz optimal eingefahren von VK. Aber Brücke nicht ausgelöst, gut. Von daher alles gut, gar kein Problem. Kann passieren. Das sind auch Fehler, die verzeihbar sind. Wenn dann so ein Ballen in den Graben fällt, dann ist das schon... Verzeihbar, ja. Die Frage ist, wie es einem selber geht. Wenn ich jetzt denke, den Fehler habe ich gemacht, da zweifle ich doch sehr an meiner, an mir selber. Wenn sich das häuft, dann kann das schon ein bisschen aufs Gemüt schlagen. Aber da hoffen wir mal nicht drauf. Jetzt wird die Presse hier noch runtergezogen, die ganze Zeit gesichert war. Wir haben auch momentan keinen Drescher aktiv bei Trelleborg. Die sind alle schon abgeladen, beziehungsweise beim Abladeprozess gerade dabei. 8 Minuten ist jetzt ein bisschen früh für meinen Geschmack. Oder waren sie einfach nur sehr, sehr schnell? Wie genau meinst du? Dass sie aufhören zu dreschen? Dass sie schon vorbei sind, dass sie schon... Oder sie machen direkt weiter. Es wurde vielleicht nur der Zeitraum genug, während abgeladen wird, dass der Traktor aufs Feld kommt. Das ist sehr gut möglich. Ich denke aber auch, dass dieser Faktor eine Rolle spielt, dass VK nur einen Drescher hat. Denn dadurch weiß man natürlich, man muss nicht so viel dreschen. Mhm. Niklas, Trelleborg ist ja auch Erfinder. Erfinder einer ganz bestimmten Sache, nämlich der Ballenkanone. Was genau hat es damit auf sich? Die Ballenkanone. Ich bin gespannt, ob wir die später mal sehen. Wir haben sie länger nicht mehr gesehen. Es wurde immer mal ausprobiert. Es wurde auch von anderen Teams adaptiert. Die Frage ist, ob wir es jetzt schon vorwegnehmen oder ob wir darauf warten. Dann warten wir lieber. Wir warten mal drauf. Ach, und jetzt, wir haben ja noch eine Sache angeteasert. Ich bin gespannt.
Also wir haben ja spekuliert, warum John Deere die Rundumleuchten anhatte in den Spielen und die Warnblinkanlage. Okay. Wir haben den Captain da gefragt. Also die Rundumleuchte ist wohl so ein Synonym dafür, beziehungsweise wurde dann in inoffiziellen Kreisen gesagt, die bringt 10% mehr Leistung. Was also natürlich Quatsch Gag, ist. Ne? Na, was also natürlich Quatsch ist. Und die Warnblinkanlage hat den Hintergrund, er wurde von seinen Teamkameraden sehr oft übersehen, beziehungsweise einfach weggerammt. deswegen die Warnblinkanlage. Das haben wir noch klären können. Oh Mann. Also selbst in diesen ganzen in diesen Spielen, wo alles gegeben wird, ist noch so ein gewisser Witz vorhanden. Der Drone-Drop, der Bail-Boost wurde von Team VK genommen. War aber auch zu erwarten. Also wenn VK zu dem Punkt kommt, dass sie entscheiden können, muss natürlich der Bail-Boost genommen werden. Ja. Mit einem Drescher nimmt man keinen Green-Boost. Und sie nutzen das auch. Die Frage ist, ist Trelleborg auch bereit? Trelleborg ist auch bereit. Ich glaube, die haben gar nicht viel gewonnen dadurch. Aber Trelleborg hat sau viele Ballen da liegen. Ja. Und da sieht man jetzt, warum der John Deere gepickt wurde. Der Lukas scheint damit sehr gut klarzukommen. Das scheint der neue Geheimtipp zu Ganz sein. Ganz genau. Er kommt ein bisschen langsamer vor als wie New Holland oder der Fendt, muss ich sagen. Beim Vielleicht Second. Ist das auch diese Kombination dann mit Chip-Tuning. Chip-Tuning auf jeden Fall, sehr großer Faktor, das hat Trelleborg fast immer schon benutzt. Ja, aber vielleicht ist das bei diesem John Deere am besten nutzbar, sozusagen beim Gut Stacken. Gut möglich. Müssen wir nachher mal fragen, ich weiß nicht, ob die Jungs uns das verraten werden, vermutlich ja, nicht. Ja, wahrscheinlich, morgen Abend können wir das wahrscheinlich fragen, aber... Wenn es einen Morgen gibt, ne? Das ist immer die Frage, ne? Das ist immer die Frage. Es ist ja noch nicht Abend. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber die Teams versuchen jetzt natürlich so viele Punkte wie möglich zu machen. VK momentan vorne, 310 Punkte, Trelleborg 300 Punkte jetzt aufgeholt, bisschen mehr als 5 Minuten Leute, haben wir noch. Es ist wieder soweit, das wird wieder so ein Match, da wird gerade nochmal schnell durchgewechselt, vermutlich wird jetzt gleich direkt nach dem... Oh, das Ding ist voll. Das Ding Und da hat man natürlich auch die Klasse voll. Jetzt von Trelleborg gesehen, ne? Das war eine Punktlandung. Ran, raus, rein, weiter geht's. Da war nicht, passt es nicht, da wurde einfach davon ausgegangen, das passt immer. 30 Sekunden haben wir noch im Ballenbonus. Da werden immer noch Ballen aufgeladen. VK momentan vorne. 12.395 Liter sind nicht viel. Das ist nicht viel, aber da wird nochmal abgetankt. Ein bisschen was kommt noch dazu. Trelleborg ist aber schon auf dem Weg zum Silo. Da wird Trelleborg sehr viel besser rausgehen aus dieser Nummer. Das Ding ist voll. Das Ding ist komplett voll. 34.000 Liter, mehr geht nicht rein in diesen Wagen. Und das wird... das. Also auch wenn es jetzt natürlich sehr ausgeglichen gerade aussieht, was den Punktestand angeht, wissen wir alle jetzt hier, das Ding... Also wenn jetzt nicht noch große Fehler passieren seitens Trelleborg, dann ist das Ding gelaufen. Ich weiß, was du meinst. Ich möchte es nicht schon aussprechen. Das aber ist natürlich nicht gut für die Dramaturgie. Bleibt dran. Es ja, wird spannend. Genau. Aber VK wird das noch auf jeden Fall ehrlich, also Nein, Spaß das beiseite. Das ist die Hälfte. Aber wir haben schon alles gesehen. Wir haben alles schon die gesehen. Die wichtigen Passagen haben wir schon hinter uns. Hat Trelleborg denn mal so einen richtig großen Fehler gemacht in der Vergangenheit, wo man sich denkt, das hätte man jetzt aber Trelleborg eigentlich nicht erwartet? Hatte mal ganz früher noch, als sie noch mit dem Anderson gespielt haben, mit Transport Company, haben sie das Ding mal auf einer Brücke versenkt. Oh, und dann war es weg für das ganze Spiel. Dann war es zumindest Band mal ist überhitzt. Jetzt sehen wir es zum ersten Mal, dass das Band überhitzt ist. Vielleicht sehen wir das blaue Band auch gerade mal. Da waren sie ein bisschen zu schnell. Weil da sehen wir schon... dass das Band stillsteht. Keine Ballen mehr drauf. Gut für VK, aber... Haben die das geplant, dass das so kommt, VK? Haben die gewusst, es wird vielleicht sowas passieren? Und Moment, wir packen was jetzt machen alles die nach jetzt? Oben? Wieso laden die dann nur so langsam ab? Ich glaube, er... Das, glaube ich, war ein Präzisionsfehler, um das so zu sagen. Ich glaube, er bekommt das eher nicht gebacken. Was machen die? Leute, es wird doch noch Gegner? Spannend. Was ist das? Vielleicht ist das gerade die Nervosität. Jetzt hat er es gefunden. Nee, doch nicht. Hä? Eieiei. Oh, der wird auch gerade. Also, wir haben so ein bisschen aber die Diskussion. Der Gegner also, wird maximal glaube, verwirrt jetzt. Was macht er da? Hier ist gerade ein bisschen Nervosität im Raum ausgebrochen. Jetzt schafft das aber. Ah, da hat es um den Millimeter. Eieiei. Um diesen Millimeter hat es nicht gepasst. Wisst ihr, wenn ich das hier mit der Dramaturgie schon versauere, auf die Jungs es verlasse. Jetzt bin ich mal gespannt, wo der Multiplikator rauskommt. So, und für Trelleborg ist das jetzt schon mal abgeschlossen, das Thema? Für uns ist es natürlich immer ziemlich leicht, aber als Team, als gegnerisches Team, weiß man natürlich nur ungefähr immer, was das andere Team so mitbringt. Also kann sich das schon so aus dem einen Drescher ableiten. Aber genau weiß man es eben nicht. Und deswegen lädt man dann vielleicht auch mal ein bisschen übermütig fast alles ab und dann vielleicht auch zu viel. Gut. Kleiner Stopp jetzt für den Spielfluss. Im Hintergrund sind aber natürlich die Arbeiten weitergegangen. Und da fällt was runter von bei VK. Mann über Bord.
Das ist natürlich schade, zumal sie auch hinten dran sind. Sie müssen jetzt gucken, dass sie aufholen. Ist natürlich schwierig, weil die Balden sind einfach mehr wert momentan bei Trelleborg. Und Trelleborg auch vorne, 636 Punkte zu 537, sind knappe 100 Punkte. Das ist richtig. Und das muss man in 2 Minuten mit einem weniger hohen Multiplikator erstmal aufholen. Das wird nicht einfach. Allerdings herrscht sie bald auch schon wieder ein bisschen Ballennot bei Trelleborg. Da wird sich schon mal geguckt, auch wo ist die Presse? Ja, keine Presse in Sicht. Und da sieht man halt den Vergleich, wie viel VK abgeerntet hat im Vergleich zum Feld aber von Trelleborg. Was mich wundert, ist, dass VK so oft durchtauscht, diese Fahrzeuge, gerade schon wieder. Am Anfang haben wir es gesehen, in der Mitte haben wir es nochmal gesehen und jetzt gerade schon wieder. Also, ja, das scheint irgendwie Teil ihrer Taktik zu sein, dass sie sehr arbeitsteilig arbeiten. Ob das allerdings so gut ist, dass man sich die Zeit dafür nimmt, das weiß ich nicht. Bisschen mehr als eine Minute haben wir noch. Momentan Trelleborg vorne. 728 Punkte, WK 537 Punkte. Das sieht gut aus für Trelleborg. Das sieht gut aus für Trelleborg und verdammt schlecht für WK vor allen Dingen, weil jetzt hier nochmal so Fehler, ne, wie das hier vorne passieren. Trelleborg hat in etwa gleich viel Ballen wie WK. Vielleicht einen weniger oder so, weiß ich jetzt nicht genau. Aber auf jeden Fall allein wegen der Punkte einen signifikanten Vorteil, den man in den letzten Sekunden vermutlich nicht mehr ausgleichen kann. Das könnte tatsächlich ein neuer Tagesrekord werden von Trelleborg. Jetzt kommen noch mal 2 Ballen dran. Sie haben noch 6 Ballen, die nach oben können. 848 Punkte wären es, wenn jetzt alle Ballen nach oben kommen. Ist das ein Tagesrekord oder ein Ever-Rekord? Gerade aus der Lust. Ein Ever-Rekord auf keinen Fall. Den hält immer noch Team Klaas. Mit über 900 Punkten. Wow. Die genaue Zahl habe ich nicht im Kopf. In einem Match. In einem Match. Auf der Bühne tatsächlich auch, also kein Trainingsmatch. Da ist wieder was runtergefallen, ne? Es ist nicht optimal, auch bei Trelleborg. Man nicht. Muss allerdings auch sagen, gerade hat der Reblix übernommen, das Decken. Punkte. Und da Lukas war eben noch unterwegs. Also das wird Trelleborg für sich entscheiden können. Boah, definitiv. Aber 873 okay. Punkte. Es wäre cool gewesen, wenn es nochmal 9 gewesen wäre. Wow. Aber 873. Also ein ziemlich deutlicher Sieg. Sehr, 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 sehr gute Leistung von Trelleborg. Wir werden gleich nochmal sehen, wie viel es dann im Endeffekt ganz genau waren. Aber ja, bei WK, an was hat das gelegen, ne? Sagt man immer so. Das ist immer so die Frage. Aber ja, 873 Punkte bei Trelleborg, 679 bei VK. Ja, Trelleborg hat halt mehr Korn, mehr Ballen. Die haben von allem einfach ein bisschen mehr. Das ist halt einfach Trelleborg, ne? Das so ist sieht's halt aus. Einfach Trelleborg. Auf du jeden erwartest Fall nichts und dann kommen sie. Das ist richtig. Wobei man ja sagen muss, in diesem Spiel entschied sich das schon relativ früh, dass es vermutlich diese Tendenz geben wird. Es ist wieder also diese Sache mit dem einen Drescher. Es kann gut gehen, aber in über 90% der Fälle kostet es dir einfach Kopf. Ich glaube auch, dass VK sehr viel Zeit am Abladen des Korns verloren hat. Ja. Das eine halbe Minute ist auch viel Zeit, wenn man nicht so viel zur Verfügung hat. Und aber das hat, glaube ich, hörbar auch Trelleborg geärgert. Man hört hier von hier so, was soll ich denn machen? Wenn er das so lange blockiert bleibt, dann ist es einfach so. Es ist genau dieser Faktor, dass man wartet. Man wartet einfach am Silo und wenn man zurückfährt und wieder hinfährt, es lohnt sich nicht. Ja. Es lohnt sich einfach nicht zurückzufahren und man weiß nicht, was man in diesem Moment machen soll. Das hatten wir bei Komatsu auch öfter mal, diese Situation. Es ist einfach eine Zwickmühle. Im Chat wird hier nochmal geschrieben, das mit dem Rohr war Absicht. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, die zu fragen. Momentan Trelleborg vorne mit einem Punkt. Es gilt immer noch das Best-of-Three-Prinzip. Das heißt, sollte Trelleborg jetzt noch einmal gewinnen, wäre WK raus. Ganz und Trelleborg genau. Spielt dann morgen im Halbfinale. Können mal darauf eingehen, gegen wen Trelleborg denn morgen spielen würde. Und zwar wären das entweder Horsch oder die Burning Gamers. Schauen wir mal. Und ich glaube, zu den Burning Gamers hast du einen besonderen Bezug. Schon mal gehört, ja. Schon mal gehört. Das ein oder andere Mal. Ich habe gerade noch eine Taktik gehört von der Regie zwecks dieses Rohrs bei WK. Vielleicht wollte WK damit bezwecken, dass Trelleborg Korn ins Leere praktisch gibt. Möglich weil wenn das. Die natürlich Korn reingeben und das Förderband ist schon überhitzt, dann geht es ins Leere. Dann hat es keinen Nutzen mehr. Ich glaube in dem Fall tatsächlich eher, dass VK da diesen Millimeter zu weit vom Silo entfernt war. Also du bist Team Wann Versehen. Ich bin Team War Ein Versehen. Okay. Und du bist Team War Taktik. Ich könnte mich jetzt nicht so festlegen, muss ich sagen. Aber wenn man den Gegner ärgern möchte, dann macht man genau sowas. Genau, das ist wahr. Das haben wir auch aber schon oft gesehen. Das hat ihnen am Ende ja gar nichts gebracht. Nein, natürlich nicht. Aber das weiß man davor natürlich nicht. Das ist halt das, ne? Und wenn man sowas macht, dann macht man es meistens auch darüber, dass man entweder den Überladewagen komplett abkuppelt oder das Rohr wieder einklappt. Ich weiß nicht, ob das Absicht war mit dem
hin und her fahren. Wir werden es gleich sehen. Wir gehen gleich rein in das zweite Match von Trelleborg und VK. Schauen wir mal, ob wir jetzt eine Copy-Paste-Situation haben wie im ersten Spiel oder ob sich was ändern würde. Wir gehen rein und sind gespannt. Es gab keinen Spielerwechsel, wollte ich sagen. Nein. Spielerwechsel während den Turnieren ist sowieso unüblich, sage ich mal. Aber es ist nicht verboten. Es ist grundsätzlich nicht verboten. Es gibt Ersatzspieler, die eingesetzt werden dürfen. Das haben wir in den Qualifiers bei den Landeiern gesehen. Und das haben wir auch schon mal bei Lindner und Amazon gesehen. Ja, lieber Chat, wieder mal der Aufruf. Wer glaubt ihr, holt das Ding für sich? Wird Trelleborg das ein zweites Mal schaffen und damit morgen wieder zu sehen sein? Oder holt VK nochmal richtig aus und holt das 1-1 und wir sehen dann ein drittes Match? Schreibt das gerne mal in den Chat rein. Also ich glaube, jetzt gerade wird es ein bisschen eindeutiger im Chat. Komisch. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber... Verrückt. Momentan geht die Tendenz... Da habt ihr's. Ich hab's doch eben gesagt, Leute. Ich hab's doch eben gesagt. Einer schreibt drittes Match. Da wäre ich auch für. Es wäre auf alle Fälle spannend, wenn wir drittes Match sehen würden, aber naja, schauen wir mal. Nebenbei wieder das klassische Quartett, das gebannt wurde. Einer hat gerade geschrieben, der Beste soll siegen. Das ist vermutlich eine gute Feststellung. Das halte ich für... Da kann ich leider nichts gegen sagen, aber ja... Trelleborg eindeutiger Gewinner. Also natürlich, wenn man die Tabelle anguckt, ne, Platz 1 gegen Platz 11, das ist halt schon eine Aussage. Verrückt ist, VK passt die Strategie offensichtlich an, denn gebannt werden jetzt nur Klassiker, die wir so aussehen. Aber das, was wir eben hatten, diese etwas außergewöhnliche Kombination gibt es so nicht mehr. Und witzig ist, der Deutz, der eben noch von Trelleborg genutzt wurde, ist jetzt nicht mehr Teil des Spiels und auch der andere starke Fendt ist rausgebannt worden. Aber? Und, wir sehen bei Trelleborg, der John Deere ist nicht mehr dabei. War das nur, um die Gegner zu verwirren oder hat das einfach nicht so geklappt, wie gewünscht? Möglicherweise war es auch der Letzte, der übrig war. Dass es eine Notentscheidung war. Kann man jetzt nicht sagen, ob es Taktik war oder ob es Notlösung war. Wir sehen aber bei Trelleborg den kleinen Waltra. Die Waltra in Serie. Mit der Pflegebeifung drauf. Ganz genau. Diesmal also ein bisschen anders. Aber... Okay, war es bei Trelleborg oder war es bei VK? Bei Trelleborg haben wir den Waltra N gesehen. Okay. So, jetzt schauen wir mal. Oh, Reno, und da wird aber richtig Schwung genommen und viel zu spät rausgefahren. Reno noch ganz weit hinten. Das jetzt ist natürlich, fährt er es raus. Wenn das der Gegner mitbekommt, kann das auch ein Rush sein, ne? Also wenn Trelleborg sich da jetzt richtig Stoff gibt, dann kann das wirklich zum Problem für VK werden. Und Trelleborg war früher mal wirklich bekannt. Dafür. Ja. Richtig, genau das ist es nämlich. Haben wir den ersten Drescher. Ich kann mich noch an die Situation erinnern, wo Trelleborg es im Chat dann hieß, oh nee, nicht schon wieder Rush. Also das war schon sehr... Das war der Grund, weshalb wir das damals etwas abgeändert haben. Ich habe noch keinen Drescher bei VK gesehen. Ich sehe gerade auch nur Pressen bei Trelleborg. Irgendwie... Ah doch, einen Drescher haben sie, aber den Baylor-Streak bei Team Rot. Haben wir da noch eine Presse bei Team Blau? Oh, da wird wild hin und her gelaufen, aber ich glaube, ich habe die Krone-Presse gesehen. Ja, die Kuhn-Presse haben wir... Nee, Moment. Da wird nochmal umgeguckt. Eine Presse steht da. Ja, die Krone-Presse steht haben sie für sich geholt. Genau, bei VK. Aber diesmal zwei Drescher. Zwei Drescher auf beiden Seiten. Also es ist ausgeglichener. Und die Krone-Presse, mit der Krone-Presse kann man auch einiges kompensieren. Von daher bin ich auf ein, wir sind, auf ein positiv vernünftiges angetan. Match, auf ein ausgeglichenes Match. Bessere gespannt. Voraussetzungen für VK auf alle Fälle. Schauen wir mal, was sie daraus machen. Auf jeden Fall. Ja, die ersten Minuten werden aber jetzt vermutlich in alter Tradition vonstatten gehen. Nämlich wird jetzt erstmal gepresst und der erste Ball wird vermutlich auch von VK wieder reingezimmert. Nehme ich jetzt einfach mal an. Reingezimmert. Ja, es Apropos ist nicht der Stil von Trelleborg, oder? Wir warten immer noch auf die Ballenkanone, ne? Ja, meinst du, die sehen wir heute noch? Ich hoffe es. Ich ist die Ballenkanone nicht so ein letztes Fünkchen Hoffnung, wenn man dann hinten wäre? Ganz genau, das ist so dieser Punkt. Oder ein Akt der Verzweiflung. Hier wird schon geschrieben, 900 zu 700, zu unter 700. Schon eine Prognose da. 900 zu unter 700? Bei dem Setup, das die jetzt haben? Es ist immer die Frage, wie du es für dich verwenden kannst. Welchen Drop bekommst du? Wie kommst du voran? Bleibt irgendwer hängen? Fällt ein Fahrzeug aus? Irgendwas kann immer passieren. Also, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, du hast eben schon mal Dinge zu dem New Holland Drescher gesagt, ne?
der ist schlechter als die anderen Drescher. Ich möchte es nicht, wie gesagt, ich möchte es nicht als schlechter bezeichnen, aber er hat eben diesen kleinen Nachteil, dass sein Schneidwerk ein bisschen schmaler ist. Genau, und im Gegensatz dazu, der Ideal fasst sehr viel. Der Ideal hat ein riesengroßes Korntankvolumen. Das sind im Vergleich, die anderen haben um den Dreh 14.100 bis 14.500 und der Ideal hat einfach mit 17.100 Litern. Das sind halt 3.000 Liter mehr, die da reingehen. Auch ein schmaleres Schneidwerk, fährt dafür aber auch einen Ticken schneller. So, also das ist also eigentlich sozusagen ein Bonus. Ist eigentlich der Krone unter den Dreschern. Könnte man so behaupten, kommt aber auch wieder auf die Taktik an. Und dann gibt es aber ja noch zwei Drescher dazwischen, nämlich den John Deere und den Case. Genau. Die beiden geben sich nicht so viel untereinander. Die haben nicht das gleiche Schneidwerk, aber die gleiche Schneidwerksbreite. 13,4 Meter, wenn mich nicht alles täuscht. Und ein ähnliches Korntankvolumen. Okay. Fahren auch gleich schnell, von daher sind das so die beiden mittleren. Und dann haben wir den Ideal oben und den New Holland unten. Und First Bale auf Seiten Trelleborg. Oh, das... Auf Seiten Trelleborg? Auf Seiten Trelleborg. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Das ist unerwartet. Na, immer wieder für einen Witz bereit, die Jungs hier. Ja. Schauen wir mal, wer das besser draus macht. Momentan noch, kann man das glaube ich nicht sagen. Trelleborg vorne mit 40 Punkten, das wird sich aber relativ bald ändern, wenn die Drone Drops kommen. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, welches Team für welchen Drop favorisiert wäre. Momentan kann man da noch nicht so viel... Ja, man kann spekulieren. Naja, natürlich. Man kann schon sagen, dass Trelleborg vermutlich von dem Grain Boost mehr profitieren wird als VK. Momentan nicht, weil momentan haben beide zwei Drescher. Ja, aber die werden vermutlich ein bisschen mehr darunter bekommen, oder? Das ist ja immer die Sache, ne? Wir haben es angesprochen, der Ideal ist größer, ist stärker. Ist natürlich jetzt ja auch ein bisschen Spekulatius, was halt wir gerade machen. Ne? Also komplett alles nur Spekulatius, was wir hier gerade machen. Aber es kommt halt auch dann wieder darauf an, hat man 5 bis 10 Sekunden früher angefangen zu dreschen, dann ist das alles wieder vergessen. Dann macht das wieder gar keinen Unterschied. Wir haben eben gesehen, dass der New Holland in einem der vorherigen Spiele eine halbe Minute gefühlt später ins Korn gefahren ist. Also es kann wirklich sehr, sehr, sehr viele Unterschiede machen. Aber ich glaube, bei Trelleborg läuft alles ganz gut. Keine bösen Blicke, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Jeder weiß, was er zu tun hat. Jeder weiß, wann er wo zu sein hat. Das ist halt schon die Routine. Übrigens, muss kurz korrigieren, 13,7 Meter Schneidwerksbreite. So. Nicht 13,4. Ja, die Zeit für solche Korrekturen haben wir aktuell auf jeden Fall, denn es ist natürlich das gewohnte Spielchen, was wir schon oft gesehen haben. Werner, ich habe eben schon mal kurz angerissen, ich glaube, wir wurden dann unterbrochen. Du hast ja die letzten Spiele auch schon kommentiert. Teilweise, ja. Was sind Erinnerungen, die dir im Gedächtnis geblieben sind? Also ich an dem Moment, wo ich mich sehr stark erinnere, ist, wo zum Beispiel, jetzt fällt mir das Teamname nicht ein, ausgeschieden ist. Bei Astragon? Landeier. Entschuldigung. Landeier wurde rausgekommen. Landeier war für mich fest fürs Finale fixiert. Ja. Auf jeden Fall. Für viele. Für mich das auch. Also das war... Für mich auch. Das war wirklich ein Ding, wo ich mir gedacht habe, also damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Können wir gerade mal erklären, vielleicht warum das passiert ist. Und zwar, das Problem war, dass der Tobi, der Waldler, Verbindungsprobleme hatte. Der ist während des Spiels rausgeflogen. Deswegen hatten wir auch ein Spiel komplett neu gestartet und währenddessen unterbrochen. Du warst dabei, glaube ich, sogar, ja, ne? Genau, so ist es. Das war eben nicht schön. Und da war eben der Spieler, da wurde ein Spiel eingesetzt, was eigentlich schon, glaube ich, 3 oder 4 Monate nicht mehr gespielt hatte. Genau. Zwangsweise, weil eben Tobi so Probleme hatte. Er hat, das war der Gammelbacke, der genau, dann eingesetzt wurde. Hat leider, er hat es im Vorhinein auch uns erzählt. Wir haben es alles, wir wussten das im Vorhinein auch schon, dass das nicht gut ist in diesem Fall. Aber er hat gesagt, er springt ein, er gibt sein Bestes. Hat leider nicht ganz gereicht. Er hatte halt wenig Zeit zum Trainieren vorab. Und in solchen Fällen ist halt leider einfach, da steckt man nicht drin, auf gut Deutsch. Extrem gesagt. Ärgerlich. Das ist leider so. Aber ja, es ist das war so tatsächlich mein, natürlich gab es ein paar Rushes, wo ich mir gedacht habe, kann doch nicht sein, wir sind hier in der Quali und die rushen. Aber es ist egal, wie du ans Ziel kommst, es fragt dich danach niemand mehr. Aber das waren so ein paar Stellen, natürlich die Klassiker, ne? Im Graben versenkt, über die Brücke gesprungen, das kennen wir mittlerweile schon alles. Aber es war auf alle Fälle eine spannende Qualifikation, das kann man sagen. Hier gilt nicht, der Weg ist das Ziel, wie im Matheunterricht immer. Das ist immer die Geschichte, ne? Es ist halt auch einfach, die Qualifikation für die Weltmeisterschaft, die findet ja über die komplette Saison statt. Ja. Aber
man kann so viel spielen, wie man will. Man kann auf Platz 1 sein. Es kann ein Spiel kommen und man ist raus. Das ist halt einfach das bittere Ende. Das ist halt einfach die Weltmeisterschaft. Es geht hier um über 100.000 Euro. Von daher. Aber dann können wir auch gleich wieder zurückkommen zu den 100.000 Euro, die morgen dann anstehen. Trelleborg immer noch vorne. 7 Minuten 21 oder 20 haben wir noch zu spielen. WK keine Punkte. Wir kommen langsam in den Bereich, wo die Drone Drops da oder spawnen können. Es liegen einige Ballen bei beiden Teams schon bereit. Schauen wir mal. Tobi ist auch gerade im Chat und hat sich kämpferisch gegeben, was die nächste Saison angeht. Da wird nämlich wieder voll durchgestartet. Ja, und wenn sie so weitermachen wie in der letzten Season, rechne ich dem Team, vorausgesetzt es gibt keine Verbindungsprobleme, hohe Chancen aus. Da steckt man leider nicht drin, das ist immer das. Und da sehen wir auch schon unsere Drohne, die bereits schon da ist und die theoretisch jede Sekunde was fallen lassen könnte. 45 Sekunden, 40 Sekunden haben wir noch Zeit. Relativ spät kommt sie jetzt ins Spiel. Momentan schon. Es ist tatsächlich komplett zufällig zwischen Minute 8 und Minute 6. Kann jederzeit dieser Drop passieren, aber wann er kommt, das weiß nur der Algorithmus. Aber es ist die Teams sind vorbereitet hier bei Trelleborg ordentlich was im Schuppen. Da ist ordentlich Ballen vor der Hütte. Ja. Also das könnte. Und die Drops sind da. Jetzt und niemand ist da, um sie aufzu. Und da haben wir den Grain Boost. Den Grain Boost von Trelleborg. Von Trelleborg tatsächlich. Damit hätte ich nicht gerechnet. Wir werden wahrscheinlich jetzt gleich sehen, dass die Überladewegen jetzt Richtung Abladepunkt gebracht werden. Und da bin ich mal gespannt, wer mehr Korn hat. Und da sehen wir auch schon den Drescher auf Hochgeschwindigkeit zum Überladewagen hin. Wenn wir jetzt gerade mal das Feld von oben sehen könnten, dann würden wir mal sehen, wer vielleicht mehr abgedroschen hat. Kann man sich dann immer so schon ein bisschen dran orientieren, wie dieser Bonus dann am Ende ausgehen wird. Ja, stattdessen sehen wir jetzt das, worauf beide Teams natürlich auch vorbereitet waren, nämlich auf den Bailboost. Sie hätten jetzt schon reinlagern können, machen voll. Sie jetzt aber nicht. Der voll. Wagen ist wieder voll. Und wie sieht es beim anderen Team aus? Das ist ja jetzt eigentlich die spannende Frage. Oh, nicht ganz voll. Nicht ganz voll. Aber also, es ist auf jeden Fall kein deutlicher Vorsprung, nicht so deutlich, wie es eben war. Vom Zeitpunkt her würde ich sagen, die sind ungefähr zur gleichen Zeit da. Ja. Wenn natürlich WK nicht wieder daran vorbeifährt, das. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt gemacht wird. Es wird wohl auf 2,1 für Trelleborg hinauslaufen. Und Lukas, würde ich tippen. Direkt am Start nutzt den kleinen Vorsprung, den Trelleborg jetzt hat. Perfekt, das sind Profis. Und da ist er natürlich wieder jetzt in sein Element, ne? Aber das sind auch nur Doppelstacks. Ja. Fast nur Doppelstacks, die er dann. Mit was anderem gibt man sich auch nicht mehr zufrieden bei Trelleborg, habe ich das Gefühl. Nee, man hat die Zeit und warum nicht? Alles andere kann der Pöbel machen. Nee, also es ist natürlich jetzt so, dass VK schon dagegen halten kann, aber es wird nicht ganz ausgeglichen sein, das haben wir eben schon gesehen. Und Trelleborg hat es perfekt für sich genutzt. 155, knapp 200 zu 0 Punkten aktuell. Das gibt's doch gar nicht. Wir haben nicht mehr viel Zeit, ne? Aber VK beginnt jetzt auch zu stapeln. Nicht ganz gute Ausgangssituation momentan, muss man sagen. Wobei zwei Ballen waren schon auf dem Band und sind schon oben gelandet. Das heißt, die ersten 38 Punkte für zwei Ballen sind schon da. Das ist richtig. Da sehen wir auch, wie die Trelleborg-Ballen die letzten jetzt noch hochkommen. Es braucht aber langsam Nachschub, dass Trelleborg die Position weiter ausbauen kann. Denn so langsam kommt VK hier auch in die Pushen und haut die Ballen rein. Hier wird allerdings nicht gestapelt, sondern hier wird jeder einzeln hochgelegt. Ist aber auch kein großes Ding, also ist jetzt nicht ein Fehler in dem Sinne, die einzeln reinzutragen, weil wir haben es, glaube ich, eben bei Krone gesehen, die haben es ähnlich gemacht. Das macht das eine Team so, das andere Team eben anders. Es ist noch ein bisschen Zeit. 3 Minuten und 35 Sekunden haben wir noch. Trelleborg momentan klar vorne, 409 Punkte, WK 152 Punkte, aber natürlich noch lange nicht Feierabend. Sie sind alle noch unterwegs und ich bin gespannt tatsächlich, ob Trelleborg nochmal ablädt. Weil genau 34 Punkte, 34.000 Liter zu dreschen, das schaffst du eigentlich nicht. Ist da vielleicht noch mehr da und man muss nochmal abladen fahren? Da wird auf jeden Fall noch was da sein. Die Frage ist immer, wie viel? Wie viel ist noch im Drescher? Weil wenn es jetzt nur 1.000 Liter schon wären, angesprochen, ne? Den Aufwand zu betreiben, da jetzt nochmal hinzufahren, genau. Das überlegt man sich zweimal. Das ist, man muss es immer abwägen. Wenn man natürlich haushoch in Führung ist und diese Zeit dafür hat, ist das gar kein Problem. Ja. Da wird nochmal ein bisschen was riskieren. Einen und Ball da verloren, ist einer weg. Ja. Aber das können sie sich leisten in dem Fall, glaube ich. Das war's dann mit den Doppelstacks. Genau. Da ist momentan
nicht so viel Stress, dass auf diesen. Aber gefühlt sehen wir jetzt viel weniger Punkte als im vorigen Spiel. Wir haben jetzt noch 2 Minuten 39 und wir sind, unter Anführungszeichen, erst bei 470 Punkten. Da glaube ich, war vorher schon mehr. Ich meine auch, dass wir vorher schon weiter waren. Natürlich auch durch den 3-0-Multiplikator vom Bale-Drop. Uiuiuiui, aber... Glatteis wurde er gesagt. Ihn. Also er hält ihn. Das schon. Meinst du, du könntest mal mit Streusalz darum gehen? Gucken wir mal. Aber auch sehr, sehr schwer. Ne? Man hat gesehen, vorne 2 Ballen, das ist schon ordentlich Gewicht für den kleinen Jetzt wird Fan. Aber auch was das? Aufgeladen, wie es irgendwie noch passt. Ne? Also das ist ja nicht mehr... Und... Zwei Leute über eine Brücke, hat alles gepasst, gar kein Problem. Ah, jetzt beginnen aber hier die etwas chaotischen Phasen, habe ich das Gefühl. Ja, ist doch gut. Vielleicht sehen wir dann gleich noch eine Ballenkanone. Bin gespannt. VK ist momentan noch ein bisschen weg. Immer noch Trelleborg vorne, 472 Punkte, 285 bei VK. Wir haben noch nicht mal mehr 2 Minuten. 493 Punkte. Wenn ich gerade mal auf die durchschnittliche Punktezahl gucke, dann sehe ich bei Trelleborg eine 684 stehen. Und wir hatten eben schon deutlich mehr als 684. Minute 30, um das zu verdoppeln, um auf den Durchschnitt zu kommen. Und der Durchschnitt heißt ja, es muss auch schon mal welche gegeben haben, die drüber lagen. Ich glaube, mit dem Green Boost ist es auch nicht anders machbar. Wir haben auch schon sehr hohe Werte gesehen mit dem Green Boost, aber in der Regel, du hast schon recht, ist der Endpunktestand beim Grain Boost einfach geringer. Momentan sieht es gut aus für Trelleborg und sollte Trelleborg das Spiel für sich gewinnen, sind sie weiter, sind für morgen qualifiziert und wir haben leider wieder raus. Wir haben dann leider wieder kein drittes Spiel gesehen. Momentan ist ein bisschen der Wurm drin. Liegt leider nicht in unserer Macht, aber oh, da fällt wieder was runter. Ja, VK natürlich jetzt ein bisschen verunsichert. Aber da fällt auf der falschen Seite was runter. Das darf nicht passieren. Und das ist der Punkt, wo man auch so ein bisschen die Neutralität aufgibt. Naja, ich freue mich ja immer für Wildcard-Teams, wenn die etwas erreichen in der Liga. Also ich glaube, Trelleborg wird das nicht mehr außer Hand geben. Das wäre jetzt schon auch wirklich... Der da, Platz da für müssten die noch Runde viel mehr Ballen rumliegen. Es wäre schon sehr verwundernswert, wenn das jetzt noch weggeschmissen wird. Wir sind jetzt schon fast bei 700 Punkten. Von selbst daher wenn Trelleborg jetzt nichts mehr machen würde und einfach warten würde. Ach guck mal, machen sie auch nicht. Ah nee, es ist VK. Moment, falsches Team. Ha, doof. Ja, also das wird Trelleborg für sich holen. Ziemlich sicher, in dieser Zeit können sie keine 300 oder fast 300 Punkte mehr aufholen. Das ist einfach nicht möglich, rechnerisch. Vor allem, wenn keine Ballen mehr da sind. Nein. Das gut, das heißt, wir werden Trelleborg morgen wieder sehen. Trelleborg wird morgen gegen Horsch oder BG spielen. Das werden wir gleich im nächsten Spiel sehen. Das wird sich im nächsten Spiel einmal entscheiden. Wenig überraschend, aber auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an das Team Trelleborg, denn am Ende haben Taktik und Absprachen so gut funktioniert, dass es zum Sieg. Bisschen enttäuschte Gesichter sehe ich da. Wäre aber jeder, glaube ich. Tut mir auch total leid. Natürlich. Für die Jungs. Wie gesagt, tschechisches Wildcard-Team, die sind aus Tschechien hierher angereist. Um aber zu ich spielen. Bin mir sicher, spätestens heute Abend werden sie wieder großen Spaß aber haben. Aber wenn wir gerade mal gucken, 50.900 Liter Korn. Das ist schon Wahnsinn. Und 34 Ballen oben, einer unten. Das sind Werte, die schafft kaum ein anderes. Aussagewürdig. Team, aussagewürdig, können wir es bezeichnen. Aber Trelleborg hat trotz dessen, dass wir Green Boost gesehen haben, über 700 Punkte erreicht. Was natürlich auch eine sehr, sehr gute Leistung ist. Ja, das sind, wie gesagt, wir haben uns da oder die Teams haben sich da über die Saison so hoch gekämpft. Ich habe auch schon einen Screenshot gesehen aus dem Training mit 1000 Punkten, die erreicht wurden. Das einzige Mal, dass ich das gesehen habe. Aber ich verrate nicht von wem. Die haben schon gespielt, aber ich verrate nicht von wem. Ich glaube, das sehen wir nicht. Okay. Ich glaube, gut. Das sehen wir nicht. Wir werden schon mal die nächste Konstellation zu sehen bekommen. Das ist nämlich BG Powerball stark gegen Horsch. Da liegen jetzt auch all schon, unsere Hoffnungen drin. Was auch schon natürlich einer der Gegner ist für Trelleborg morgen im Halbfinale. Wir werden jetzt gleich nochmal ein Interview hören von Trelleborg. Das bin sehr gespannt. Das sind meistens relativ unspektakulär. Aber vielleicht heute redegewandter. Mal schauen. Auf alle Fälle freue ich mich gleich auf die Matches. BG Horsch, stark. Aber wir gehen mal zu dem Interview. Ja, also dann erstmal Glückwunsch auch von mir. Ich stehe jetzt hier mit dem Captain des Siegerteams Trelleborg. Und nachdem ihr jetzt eigentlich es mittlerweile jeder weiß, dass ihr Maschinen und keine Menschen seid, würde mich jetzt mal interessieren, auf welchem Betriebssystem lauft ihr denn eigentlich? Ja, mein.
es hängt eigentlich schon immer relativ, also das Spiel ist allgemein sehr glücksabhängig, würde ich sagen. Und ja, ich, also natürlich ist Können auch dabei, aber auch oft Glück. Ja, dann habt ihr aber sehr viel Glück eigentlich, ne? Wobei man sagen muss, ihr habt ja eigentlich bei der Gruppenphase ein bisschen Probleme gehabt. Also habt ihr euch jetzt da nochmal zusammengerauft in der Zwischenzeit? Oder ist, also das Spiel jetzt sah jetzt eigentlich recht solide aus, sage ich mal, ein paar Schönheitsfehler hier und da, aber ihr habt es eigentlich gut nach Hause gebracht. Aber habt ihr jetzt da nochmal Gedanken gemacht vor dem Finale? Ja, also fürs Finale haben wir jetzt natürlich deutlich mehr trainiert. Bei der Gruppenphase war es vielleicht ein bisschen zu wenig, weil es doch dann ziemlich knapp wurde. Aber jetzt fürs Finale sollte es eigentlich passen. Soll das heißen, ihr habt die Gruppenphase ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, nee, und fast dafür bezahlt, oder? Nee, aber ja, war halt zu wenig Training einfach, würde ich sagen. Ja. Und der 6M, also unsere Caster, waren da ein bisschen erstaunt fast am Anfang, aber steckt da eigentlich noch ein bisschen Taktik dahinter oder einfach mal ausprobiert und losgelegt? Oder? Nee, das war eigentlich ein Fehler meinerseits. Und ja, ich hätte vielleicht den JSP nicht bannen dürfen, aber ja, es ging. Okay, also ja dann, also wenn das so aussieht, dann war Trelleborg mit sehr, sehr viel Glück weitergekommen und dann wird vielleicht auch im nächsten Spiel Glück nötig sein. Da sehen wir jetzt dann Burning Gamers gegen Horsch. Wie ist so deine Voraussage, wer da weiterkommt oder wen würdest du gerne sehen als Gegner? Also als Gegner hätte ich natürlich die Burning Gamers gerne. Und ich denke, wenn die ihre Taktik so durchziehen, dann sollte es eigentlich passen. Ja, das spornt jetzt vielleicht beide dann auch nochmal an. Also hier vielleicht euer zukünftiger Gegner. Ja, dann danke ich dir. Ihr könnt euch jetzt nochmal erholen und vielleicht nochmal schauen, dass ihr das Halbfinale nicht auf die leichte Schulter nehmt. Und dann gebe ich jetzt mal ab wieder an unsere Caster. An die Pause. Yeah. Ready to play now, put me in the game now. I came here to prove it, I'm ready to do it. I can't be afraid now, put me on the stage now. I'm ready to rage now. I feel like an animal stuck in a cage and I'm ready to break out. So what are you afraid of? Those feelings are made up. Get in the game, your moment of fame. Show them what you made of. It's time that we stand up. It's time that we man up. For anyone asking who is the best, we putting our hands up. My time, my time. None of you people can tell me to stop. This time, like the last time. You better get ready to race to the top. I'm ready to do this. Show you what the truth is. I step on the field, it's time to get real. I'm feeling so ruthless. My time, my time. None of you people can tell me to stop. Lower the lights down. Hand over my crown. Hand over my heart. I do this for my town. I do this for my crowd. So turn me up real loud. My time, my time. None of you people can tell me to stop. Willkommen zurück. Da sind wir wieder. Willkommen zu den letzten drei, hoffentlich, Spielen. Wir erwarten drei Spiele. Es könnten auch nur zwei sein. Auf jeden Fall tritt jetzt BG Powered by Stark gegen Horsch an. Genau.
Bin ich sehr gespannt, was wir da sehen werden. Neue Taktik, alte Taktik. Rush? Fragezeichen. Horsch, bekannt dafür, immer mal wieder andere Taktiken zu haben. Das stimmt. Vor allem auch sehr abstrakte Taktiken. Wir haben da schon gesehen, dass da Drescher angeschoben wurden. Wir haben schon gesehen, dass da Brücken mit Getreide erstellt wurden. Ja. Wir schauen mal. Wir schauen mal, was sie sich für das Finale und dann für uns gleich ausgedacht haben. Vielleicht sehen wir da wieder ein absolutes Highlight. Wir haben jetzt gleich noch ein paar Replays für euch von den zwei gesehenen Spielen. Und was man dazu schon sagen kann, VK dominiert die Replays. Das stimmt. Also da ist wohl mehr schiefgegangen als wie bei Trelleborg. Offensichtlich. Aber ja, wir schauen da jetzt ganz gleich mal rein. Wir haben von Brückensprung bis Abtankfails haben wir wirklich alles auch gesehen. Was ich heute noch nicht gesehen habe, ist ein Traktor auf der Seite. Den vermisse ich noch ein bisschen. Das stimmt. Den haben wir noch nicht gesehen. Aber ja. Wir hätten fast einen Überladewagen auf der Seite gesehen. Das stimmt, das war knapp. Jetzt aber schauen wir mal, was bei den letzten schiefgegangen ist. Und da sehen wir es auch schon, ne? Ganzen Mut zusammengenommen und über die Brücke gesprungen. Ja, noch nicht so spektakulär. Da haben wir schon krass was gesehen. Aber da, diese Situation, was war das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin immer noch der Meinung, dass es keine Absicht war, weil da wollte man abkippen. Hat es aber dann doch gelassen, versucht nochmal diesen Millimeter vorzufahren und diesen Trigger da irgendwo zu finden. Und dann nimmt man aber trotzdem nochmal die ganze Runde ganz nochmal mit. Genau. Ne? Deswegen, ich glaube nicht, dass das Absicht war. Aber ich glaube, da hat man auch bei Trelleborg gehört, was macht der da, was macht der da? Weil Trelleborg muss halt auch warten auf der anderen Seite. Genau. Und das hat für beide Teams hat das lange gedauert. So, hier sehen wir nochmal, dass... Ja, dass das nicht gut geht, das weiß eigentlich jeder. Aber das passiert halt. Ne? Das kann passieren, wenn diese Ballen einfach zu nah aneinander sind, dann würden die vom Förderband noch mit hochgezogen. Das waren die Replays vom ersten Spiel, was wir gesehen haben. Wir werden gleich das zweite Spiel noch sehen. Und da hat tatsächlich Trelleborg mit den Fails dominiert, sag ich mal. Es waren nicht viele, aber es war trotzdem nicht alles super, sagen wir mal so. Leider nicht. Wir schauen mal rein. Hier sehen wir erstmal das elegante Stacken von Lukas. Aber man sieht auch, ne, vom Winkel her, es ist alles schon so vorbereitet, dass er kurze Wege hat, nicht lang rotieren muss. Das machen sie schon wirklich sehr, sehr gut. Werner, warst du eigentlich mal auf der Position? Habt ihr mal irgendwie gespielt? Wie meinst du? Vom Stacker? Genau, du hast ja sicherlich auch schon mal den. Tatsächlich schon. Wir haben damals noch sehr viel trainiert mit dem Ballenwagen. Da kamen solche Situationen nicht zustande. Aber wenn du dann von deinen Teamkollegen angeschrien wirst, warum das so lange dauert, hast da du da irgendwann keinen Bock mehr. Ne? Du bist der Mann dafür. Ja, du bist der Mann für die Position. War nicht mein Spezialgebiet. Und ich muss auch sagen, ich würde es nie machen. Das ist nämlich die Position, wo ich absolut gar keine Lust drauf hätte. Ich wäre der Drescherfahrer, der klassische. Ja. Da nochmal richtig knapp, haben wir eben auch live schon mitgefiebert. Richtig gut gerettet. Jetzt sehen wir das Gleiche nochmal. Und da, glaube ich, springt einer. Ja. Ah, hat nicht gefangen. Er hat ihn nicht mehr gefangen. Das kann gut gehen. Das kann gut gehen, haben wir schon gesehen, dass das Ganze gut geht. Das war's nicht. Bisschen zu schnell, bisschen zu steil und dann sieht die ganze Welt schon leider anders aus. Gut, das war's von Trelleborg gegen VK. Leider nur zwei Spiele gesehen, aber für Trelleborg hat's gereicht. Die werden wir morgen wiedersehen. Die werden wir morgen wiedersehen. Den Gegner aber ermitteln wir jetzt und ich glaube, da bist du ein bisschen gespannt drauf. Ich bin schon ein bisschen gespannt, also Puls geht schon etwas höher, muss man sagen. Die Teams werden gleich hier reinkommen, werden gleich von Martin begrüßt werden und wir schalten zu Martin und hoffen auf spannende Spiele. Ja, ich bin auch gespannt, ob wir jetzt mal ein Spiel sehen oder eine Partie sehen, die über drei Spiele geht, anstatt über zwei. Aber ja, diejenigen, die es schaffen können, das sind unsere nächsten beiden Teams. Und dann begrüße ich unser erstes Team, das blaue Team diesmal, die Burning Gamers, Richie, Lamy und ihr Captain Nigo. Und ihre Gegner am roten Tisch, passende Farbe, Horsch mit Monty, Deutz Freak, und ihrem Captain, Mr. Marcel. Auf dem schönen der Größe nach rein, wie sich's gehört. Sortiert, man sieht, Ordnung ist da. Also, dann gebe ich ab an, wie schon gesagt, an unsere Experten, die das nochmal alles schön vor. Ja, da war der Martin ein bisschen zu früh weg. Schade. Aber das Wichtigste war ja noch drin. Ganz genau. Experten. Ja, ja, Niklas, Experte. Hat es, weiß nicht genau jetzt wie, aber hat es diese Konstellation schon mal gegeben tatsächlich? Hat BG und Horsch schon mal, haben die sich schon mal getroffen? BG und Horsch haben sich in der Tat schon mal getroffen. Und zwar war das auf dem Hero Fest in Bern. Es ging damals für deine Jungs, möchte ich sagen, aus. 1-0 steht es also in der Head-to-Head-Standing.
Aber da ist viel Zeit vergangen, ne? Da ist viel Zeit vergangen. HeroFest Bern war letztes Jahr, ich meine Oktober, November in der Zeit. Aber man weiß es nicht. Das ist auch wieder, es ist relativ ausgeglichen, wenn wir uns die Statistiken mal angucken. 30.600 zu 29.900, 28 zu 30 Ballen. Schwierig. Schwierig, auch da wieder was Eindeutiges zu sagen. Genau, bei den Qualifikationsspielen wird es sicherlich ein bisschen anders ausgesehen haben, aber hier bei diesen Finalspielen ist es halt einfach so, dass nur die Besten sich überhaupt hier einen Platz sichern konnten und entsprechend ähnlich sind auch die Statistiken, nicht komplett gleich, aber das ist so das Maximum, was man genau eigentlich erreichen kann. Man sieht diese 30, ich weiß nicht, einer hatte glaube ich 31 oder sowas mal, Trelleborg, aber das ist war es 31, im Prinzip. Genau. Also viel mehr kann man da nicht rausholen und die rangieren schon, also beide Teams rangieren schon sehr weit oben. Und da natürlich auch wieder und Frage an den Chat, wer glaubt ihr, wird dieses Spiel für sich entscheiden können? Ich Team Hosch oder BG Powered by Stark? Schreibt das gerne mal rein. Und wir freuen uns auf hoffentlich drei spannende Spiele. Ich habe auch eine Vermutung, wie das jetzt im Chat aussehen wird. Ihr könnt natürlich auch gerne nur Emotes nutzen, ne? Also ist natürlich auch okay. Hier ist alles erlaubt. Ach, macht's ruhig, Leute. Oh, einmal Hosch. Einmal Hosch. Ja, wie gesagt, also Hosch, tabellenmäßig ist Hosch ja vor BG. Das muss man auch so sagen. Vorne. Aber unsere Unterlagen, die wir vorbereitet haben, verraten uns, dass BG die aktivste Community in jedem Stream aufweist, zumindest im Deutschen. Und auch heute wird es wieder so sein. Man sieht es auch gerade wieder, ne? Das ist Wahnsinn. Also wie viele Leute da gerade BG in den Chat ballern. Das ist wir bringen Wahnsinn. Schon ein bisschen Ballast mit, sagen wir mal so. Ne? Also es sind schon immer ein paar Leute bei. Aber das ist auch schön, die Unterstützung von außen dann zu erhalten für die Teams. Das, glaube ich, wünscht sich auch jedes Team. Bei Horsch bin ich tatsächlich mal gespannt. Alles klar, klär uns auf. Ja, ich musste gerade über dieses Musik-Emote lachen. Was man nämlich nicht weiß, dieses Musik-Emote kommt von Werners Lauter Musik, die er immer schön hat. Er irgendwann eingeführt, ja. Was ich gerade ansprechen wollte, ist Horsch. Horsch ist ein Team. Jetzt muss ich vorsichtig formulieren. Wenn sie gut spielen, dann ballern die Gegner einfach weg. Dann haben die locker über 800 Punkte. Wenn sie allerdings, wenn irgendwas schief läuft auf dem Weg dahin, dann endet das auch mal bei 400 bis 500 Punkten. Das werden wir uns jetzt natürlich gleich anschauen. Wie gesagt, die Spieler sind bereit, sie sind gerade alle gejoint. Und wir schauen uns einfach mal rein. Wir wünschen viel Spaß. Vor allem wünschen wir viel Erfolg den beiden Teams, die da jetzt uns gegenüber sitzen und gerade alles eingerichtet haben. Und ich bin sehr gespannt, ob sie unterschiedliche Strategien wählen würden. Ich könnte es mir gut vorstellen. Ich hoffe, dass wir mal etwas anderes sehen, als das, was wir bisher gesehen haben. Aber ich gehe nicht davon aus. Ich denke, dass wir da ähnliche Sachen sehen werden, wie wir bisher schon gesehen haben. Aber wir warten mal ab. Nebenbei, ganz kurz zu bemerken, Horsch hat schon mal Trelleborg im Finale gehabt. Mhm. Haben verloren, auf der Gamescom war das damals, aber sie haben es gegen Trelleborg ins Finale geschafft, so wollte ich es sagen. Was ich ein bisschen bei der Pick- und Bann-Phase vermisse, ist der JCB. Momentan ist der nicht drin, aber Horsch hat ihn auch nicht genommen. Mal gucken, ob BG ihn jetzt nehmen wird. Ob man heute doch nochmal sehen? Lässt sich doch. Da ist er doch. Erste Mal nach also, das Ding hat 100 sich schon Jahren. Endlich! Guck dir mal, wie groß der Traktor ist, wenn er da steht. Denn normalerweise sieht man nur ein kleines Bildchen unten. Ganz ne? Genau. Endlich sehen wir den mal. Dass man den überhaupt fahren kann. Hat lange gedauert. Ja. Das wissen wir noch gar nicht, ob man den fahren kann. Vielleicht stehen sie am Start und kommen nicht vom Fleck. Aber mit 65 km/h ist er natürlich. Ist halt eine Rakete, ne? Wir sind ziemlich ausgeglichen, ne? Wir haben zwei Stacker auf beiden Seiten. Wir haben die Pflegepreifung bei Horsch mit dem Steyr und bei BG mit dem Valtra. Aber wir haben den JCB. Das stimmt. Bei Team BG. Beide scheinen sich auf Chip-Tuning festzulegen. Und? Was ist das zweite? Ich habe eine Vermutung. Ja. Man könnte jetzt ahnen, was da kommt. Aber ich spreche es jetzt nicht aus. Ich bin mal gespannt, wie sich dieser JCB dann in Kombination mit Chiptuning verhält. Also, ob das wirklich so ein Lotto-Gewinn ist. Ich glaube, nicht einfach.
Ja. Ich glaube, nicht einfach. Das ist, auch wenn er sehr, sehr schnell ist, du musst ihn auch kontrollieren können. Ne? Du musst ihn auch wieder bremsen können. Schauen wir mal, wie BG das macht. Denn, um es nochmal zu erklären, Chiptuning sorgt dafür, dass die Maschinen schneller beschleunigen und schneller abbremsen. Und Slide Edge wiederum, dass die Maschinen schneller fahren und die Drescher auch noch schneller dreschen. Bei einem Traktor, muss man ja immer noch sagen, der sowieso schon 65 fährt, kann das schon ein bisschen kann schon werden. Was ausmachen. Ne? Wir sehen bei BG den Ideal, bei wir sehen drei Drescher bei Horsch. Drei Drescher bei Horsch. Haben sie denn schon eine Ballenpresse? Da kam noch kein Harvester Streak. Da ist er, der Harvester Streak. Da kam die Meldung. Und Richie jetzt dabei, die eine weitere Presse zu nehmen. Da steht schon eine. Hat Horsch denn schon eine Presse? Freak holt sich die New Holland, so sieht's aus. Oh, die hat er nicht bekommen. Nico, die hat er nicht bekommen. Wir haben den Baylor Streak. Wir haben den Rush von BG. Wow. Wow. Ey, was ein Auftakt. Wow. Wahnsinn. Wow. Das war aber, möchte ich sagen, auch ein Fehler von Horsch. Sie sind absichtlich, ich weiß nicht, ob da irgendwas dazwischen gekommen ist, aber da ist man absichtlich auf drei Drescher gegangen und hat keine Presse bekommen. Da war man diesen Zentimeter zu kurz an der New Holland Presse und das hat nicht gereicht. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe ein bisschen Puls. Gereicht. Wow. Team Horsch kann es auch nicht fassen, was da gerade passiert ist. Das war mit dem, aber mit dem rechnet man doch eigentlich nicht, muss man sagen, aber ich glaube, BG hat auch nicht damit gerechnet. Nee, aber die haben gesehen, ja. Horsch hat drei Drescher, die konzentrieren sich momentan auf die Drescher und nicht auf die Presse. Genau. Das war deren Chance, mit schnellen Fahrzeugen. Fehler. Und dann haben sie die Chance ergriffen und sie haben es versucht und es hat funktioniert. Ein Blick in den Chat ist natürlich gerade göttlich, aber es braucht ja diese eine Sekunde, wo man realisiert, okay, jetzt habe ich die Chance und ich nutze auch. Haben sie gut gemacht. Respekt dafür, haben wir so jetzt nicht gesehen. Also wir schreiben auf unseren imaginären Blog, JCB ist gleich Rush. Aber ja. Momentan also 100%, ist schon schnell, ne? 100%ige Wahrscheinlichkeit. Das ist eben, ja. Im ersten Moment dachte ich noch, BG hat den schlechteren Start. Ich auch, weil ich mir dachte, vielleicht nur einen Drescher, ja. Das wäre natürlich nicht so optimal. Aber so auch, dass Horsch tauschen. Bewusst direkt auf drei Drescher gegangen ist. Ja. Oder vielleicht wollten die einen Drescher-Rush machen, genau was nicht funktioniert hätte. Genau das wird der Plan hätte, gewesen ne? sein. Genau und das wird der Plan jetzt gewesen ist ja sein. Die Situation so, dass man total verunsichert ist vermutlich, ne? Weil das Ding ist ja überhaupt nicht aufgegangen. Jetzt ist die Frage, hat man noch was anderes im Petto oder versucht man es einfach nochmal, genauso gleich? Wir werden sehen. Wir lassen werden uns sehen. Mal überraschen. Aber ja. Die Teams bereiten sich gerade noch vor. Wird alles nochmal ein bisschen eingestellt, dass wir da gleich wieder, oder dass die Teams da gleich wieder starten können. Wow. Also ich bin gerade, ich weiß nicht so recht, was ich gerade noch erzählen soll. Ich höre gerade, wenn es noch einen Rush gibt, dann sehen wir hier Martin gleich rumflitzen. Ja, solange er angezogen bleibt beim Flitzen, ist mir ja. Das wurscht. Aber in 30 Sekunden gehen wir auch gleich rein in das zweite Spiel dennoch. Sollte Horsch jetzt ausgleichen, würde es ein drittes Spiel geben, Best-of-Three-Prinzip. Ganz genau. Und sollte BG das Spiel für sich entscheiden, spielen sie morgen gegen Trelleborg. Wir sind gespannt, was jetzt aus Horsch gut. wird. Denn Horsch ist seit Anfang an dabei. Ja. Horsch ist ein Seeded-Team. Klar, jeder kennt Horsch. Horsch war tatsächlich auch das erste fixe Seeded-Team. Und da sehen wir die Aufstellung nochmal. All diese Spieler sitzen uns jetzt gerade gegenüber an den Tischen und ich bin jetzt gespannt, schafft es der JCB nochmal rein? Ich glaube, das Erste, was jetzt gebannt wird, ist der JCB. Glaubst du, dass der so viel Gewicht hatte bei dieser Aktion hier? Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt einfach so ein schlechtes Omen war, weil man will da jetzt, glaube ich, nichts mehr riskieren. Der Erste ist es okay, es ist der Steyr. Dann wird es jetzt, ich möchte spekulieren, Deutz und JCB. Interessant wäre natürlich jetzt ein Rush von Horsch zu sehen und dann ein reguläres Spiel. Weil dann sind wir wieder auch gleich. Das wäre jetzt echt der Knaller. Oh, da ist der JCB raus. Der ist Aber der hatte ja gar keinen so großen Einfluss eigentlich. Ja, gerade, ne? Sag das er war nicht. Er war schnell. Ja gut. Aber und schnell ist der einzige schnelle. Schnell ist halt ein super Indikator für Rush, ne? Aber es ist bemerkenswert, dass fast alles, was so schnell ist, jetzt raus ist, ne? Genau, wir haben jetzt nur noch den Telelader, der 60 km/h fährt. Bin gespannt, ob den noch ein Team nimmt. Nachteil daran hatten wir heute auch schon mal, dass der einfach keine Pressen ankuppeln kann. Ist beim Start, ist gut, dass er schnell fährt, ist sehr schlecht, dass er keine Pressen anhängt. Aber momentan sieht das noch ziemlich ausgeglichen aus. Wird wahrscheinlich wieder der kleine Waltra kommen.
da ist er auch schon. Und ja, dann haben wir eigentlich wieder wahrscheinlich zwei Stacker und den Teleskoplader auf Seiten von Horsch. Da ist er. Ich hoffe, dass Horsch jetzt nicht übermütig wird und es nochmal versucht. Mal schauen. Ich sag mal so, wenn es funktioniert, wenn es funktioniert, ist gut. Wenn nicht, dann... Innerlich hoffe ich es ja schon. Nicht? Das, also allein aus Spannungsgründen. Es wäre natürlich schade, wenn das Ganze jetzt mit einem zweiten Rush zu Ende geht. Irgendwie muss man sagen, weil das, ja... Was eine Show. Ich hätte wirklich bei diesem Match, ich hätte bei vielen Matches mit irgendwie einem Rush eher gerechnet, aber bei dem Match jetzt nicht unbedingt. Wir sind sehr gespannt. Wir sind, ich bin immer noch ein bisschen, ich bin jetzt echt, Spannung ist da, auf jeden Fall. Puls auf 180. Aber diese ganz andere Spannung hier. Ob Horsch jetzt den Gegenrush schafft. Get ready. Der Countdown läuft. Jetzt heißt es nicht hängen bleiben und... Sieht erstmal sehr gut aus. Horsch, glaube ich, nicht optimal gestartet. Oh, gerade der Telelader nicht. Gerade der Telelader nicht. Und das war vermutlich die Hoffnung. Ich habe gerade vorhin noch im Chat gelesen, der Teleskoplader kippt sehr, sehr schnell. Aber so, da sehen wir jetzt einen Drescher auf Horsch. Einen Drescher, zwei Drescher bei BG. Zwei Drescher bei Horsch, ausgeglichen momentan. Besserer Start für BG, was die Drescher angeht. Eine Presse bei beiden. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall ein Spiel. Jetzt geht es noch darum, wer sich mehr Pressen sichern kann. Die New Holland Presse ist nämlich noch frei. Und Lamik, glaube ich, geht auf die Kuhn-Presse, wenn ich das richtig sehe. Das sieht jetzt heißt es nur auch, diese auch zu bekommen. Das sieht nach einem Baylor-Streak aus bei BG. Da ist der Baylor-Streak. Und da ist der Baylor-Streak. Aber wir haben es eben schon gesehen, Team Horsch hat eine Presse. Das heißt, wir werden ein reguläres Spiel sehen. Aber mit etwas besserer Aufstellung. Wobei, die Drescher sind vielleicht bei, Horsch ein bisschen besser. Aber die... Ballen- und Pressenaufstellung ist bei Begiert ein bisschen solider. Das ist auf jeden Fall der Ideal, der da wieder stark ins Gewicht da fällt. Ja. Vergessen anzumachen wahrscheinlich. Vielleicht sich nur mal umentschieden. Kleine Unsicherheit. Und man sieht auch die Blicke, ne? Rüber zu BG von Horsch. Ja, was machen die? Es ist gerade eine angespannte Lage. Ja, das stimmt, das stimmt. So, jetzt beginnt natürlich der normale Weg, sagen wir mal, ne? Zwei Drescher auf beiden Seiten unterwegs. Da wird schon, die ersten Ballen werden schon gepresst. Schauen wir gleich, wer sich da versucht, den First Bale zu sichern und die ersten 40 Punkte auf dem Konto zu haben. Für Horsch geht es natürlich jetzt in diesem Match um alles, denn es steht immerhin schon 1-0 für BG. Da ist man sicherlich ein bisschen nervöser als jetzt anstelle von BG. Ob sich das bemerkbar machen wird, werden wir gleich noch sehen. Vielleicht jetzt sehen wir, glaube ich, was. Jetzt sehen wir, glaube ich, was sehr Interessantes. Jetzt wird versucht. Sehen wir die, das haben wir schon mal gesehen. Das hat Horsch auch damals angefangen. Das ist genau das, wovon ich eben gesprochen habe. Das haben wir lange nicht mehr gesehen. Ganz aber elegant. Das ist natürlich eine saugute Taktik. Das ist ja hervorragend. Das hat Horsch auch damals, das war eine dieser Taktiken, die Horsch damals entwickelt hat, möchte ich sagen. Ja, und damit First Bait für Horsch. Richtig. Aber diese ganzen Raffinessen und Feinheiten rauszufinden, da glaube ich, steckt auch sehr, sehr viel Zeit drin. Es scheint aber ganz gut zu laufen gerade für Horsch. Ich glaube auch, dass die Jungs gerade ziemlich zufrieden sind, was sie da bekommen haben und wie es losgegangen ist. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung. BG ist momentan an dem Punkt vorne. Sollte Horsch dieses Spiel gewinnen, würde es ein drittes entscheidendes Spiel geben. Ganz genau. Und sollte BG das für sich entscheiden können, wäre das der Gegner für Trelleborg morgen. Ganz genau. Wir können nämlich gerade mal reinschauen, wie denn die bisherigen Begegnungen für morgen aussehen. Da haben wir nämlich Grimme gegen John Deere. Mhm. Wird ein hartes Spiel für Grimme. Haben sie schon gesagt. Der Angstgegner, ne? Ganz genau. Ja, und das zweite Spiel wird dann Trelleborg gegen Horsch. Den Sieger aus dieser Partie. Beziehungsweise, ja, du hast es richtig gesagt. Auch morgen wieder Best of Three in diesen beiden Matches. Im Finale haben wir dann Premiere ein Best of Five. Das wird nochmal eine ganz andere Klasse, ne? Das wird nochmal eine ganz andere Klasse, vor allem von der Nervosität her. Ja, man kann es vermutlich gar nicht mehr, man kann nicht fünf Spiele lang die gleiche Taktik fahren, oder? Also kann man schon machen, vielleicht macht es auch jemand. Man kann es vielleicht, aber ich glaube, die Konzentration lässt nach und man macht viele Fehler. Ja. Ich denke, wir werden morgen im Best of Five, wenn es wirklich auf fünf Spiele hinausläuft, werden wir einige Fehler sehen, die nicht unbedingt gewollt sind. Fünf Spiele sind ja wirklich jetzt rein eine Stunde 15 Spielzeit. Das ist schon, das geht schon, glaube ich, an die Substanz. Genau. Aber... Wir können es nur immer wieder erwähnen, es geht hier um über 100.000 Euro an Preisen. Ja? Also, wer das haben will, der muss auch mal was investieren. Das ist auf alle Fälle so. Das ist auf alle Fälle so.
Und wir schauen mal, wer das Bessere draus macht. Wir haben momentan Horsch vorne. 40 Punkte, BG bei Paul Stark 0 Punkte. Wir haben noch knapp 11 Minuten zu spielen. Momentan läuft alles seine geregelten Bahnen, glaube ich. Und wir freuen uns drauf, wenn es dann gleich zu den Drone Drops kommt. Wenn wir dann sehen, wer in der Vorbereitung besser gearbeitet hat, vielleicht effizienter gearbeitet hat, das sehen wir erst etwas später. Wenn er jetzt ist, BG ja auch stark mit deinem Namen verknüpft. Inwieweit hast du denn was mit diesem Team zu tun? Tatsächlich versuche ich da mich relativ rauszuhalten, muss man ehrlich sagen. Natürlich gibt es ein paar Absprachen, ein bisschen getalkt wird immer, klar. Aber ich will das so gut, wie es mir gelingt, neutral bewerten und kommentieren können. Deswegen halte ich mich da eher raus. Aber ich Puls ist da auf alle Fälle. Das ist doch mal eine gute Einstellung. Deswegen. Okay. So, jetzt wird der Überladewagen da rausgeholt aus dem Feld, damit dann später auch da reingeladen werden kann. Also, wer jetzt auf die absurde Idee kommen sollte, jetzt hier dem Werner irgendwie Partei vorzuwerfen, das ist natürlich nicht der Fall. Du würdest es Horsch auch gönnen. Nee, das ist auf alle Fälle nicht. Konzentrierte Blicke sehen. Ich wollte es gerade sagen, ja. Und auch angespannt. Aber jetzt gerade auch lachen, wenn die Kamera weg ist, da wurde gerade gelacht. Das ist halt trainiert, dass wenn die Kamera auf einen schaut, dass man da ein bisschen ernster guckt. Steht noch irgendwie ein Tattoo aus? Weiß ich nichts von. Achso. Nee. Was? Hatte der Chat jetzt gerade. Der war gerade etwas irritiert und dachte mir, da gibt es doch bestimmt eine lustige Geschichte von. Leider nein. Also weiß ich momentan jetzt nichts von. Können wir da eine Wette abschließen? Das Büro hat geschlossen, tut mir leid. Ah, Probi hat er, Prodi hat da so ein Fable. Achso, ja, kann sein. So, wie viel haben wir? 9 Minuten haben wir noch zu spielen. Wie gesagt, noch keine Punkte bei BG. Horsch 40 Punkte mit den First Bale. Ich würde jetzt vorsichtig behaupten, dass beide Teams auf den Bale-Bus gehen. Es liegen, glaube ich, bei beiden Teams liegt einiges da. Oder nicht schön drauf gestapelt von Richie. Ja, gestapelt kann man das nicht nennen, ne? Es war der Versuch da. Aber auch hier sehen wir wieder, dass es nicht irgendwie, also dass es einfach abgelegt wird, nicht irgendwie übereinander oder so. Das ist dann Aufgabe des Deckers, glaube ich, tatsächlich. Wir haben es auch schon bei VK zum Beispiel gesehen, die haben alles nur Einzelballen hochgebracht. Bei John Deere tatsächlich, der Flexer ja Fabio. Dass beide fast an der gleichen Position jetzt gerade sind. Also die haben jetzt einen kleinen Mittelstreifen übrig gelassen, aber so grundsätzlich haben die fast das gleiche jetzt abgedroschen. Könnte sehr knapp werden. Knappe Spieler wünsche ich mir tatsächlich. Ja, das ist. Bei BG sehen wir aber schon, dass die abladen. Also die sind da einen Ticken weiter vor, wenn die Drescher denn voll sind, wovon ich aber mal ausgehe. Ja. Und jetzt geht eben der weite Weg los zurück zu den Podesten. Oh, aber auch hier eine 16.400 Liter drin. Das schon ordentlich bei Horsch. Ich glaube, da wird jetzt auch, die werden jetzt erstmal stehen gelassen, die Drescher. Und 7.000 bei dem zweiten Drescher, bei Horsch. Die Frage ist natürlich, hat er schon mal abgeladen? Ich denke schon. Ich denke schon, dass der schon mal abgeladen hat, weil bei Horsch ist das komplette Feld leer. Ja. Das ist komplett. Die werden wahrscheinlich ein bisschen mehr haben. Und die Drohne ist auch schon da. Die könnte jetzt theoretisch auch schon droppen. Zwischen Minute 6 und Minute 8. Irgendwo in diesem Zeitraum. Und da werden die nächsten Ballen mitgenommen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wann kommt die Drohne hier ins Spiel? Was ist denn hier passiert? Hä? Da hat sich ein Ballen unten rein. Ah, der war vielleicht vorne am Frontlader dran. Das ist natürlich jetzt unglaublich. Oh, dafür ist eigentlich keine Zeit. Und das ist auch sehr, sehr das bringt auch nichts, wenn er das jetzt ankuppelt. Aber wie viel Presse? Der hatte vorne zwei Ballen drauf. Wenn man davon Replay sieht. Die Drops sind da. Wenn man davon mal ein Replay sieht. Jetzt wird es ein bisschen chaotisch. Bale Boost. Ich meine, bei BG. Wie viele Pressen hat Horsch zur Verfügung? Horsch hat diese eine Presse. So habe ich es nämlich auch in Erinnerung. Oh. Das heißt, die haben aber er hat sie frei geschafft. Er hat sie frei bekommen, er kann die Ballen abladen. Zwei Stück liegen jetzt noch hinten an der Brücke. Archäologe, hat es wieder frei gebuddelt. Aber auch der Teleskoplander, ne? Wäre echt cool, wenn wir davon gleich mal sehen können, wie das eigentlich passiert ist. Das haben wir nämlich genauso wie ihr nicht mitbekommen. Aber das wird ja nicht von alleine passiert sein. Du hast schon eben eine Vermutung geäußert. Der hatte vorne. Es sah so, die Brücke war oben. Ich denke, dass es so gerade noch über die Brücke kam. Dann flogen die Ballen vorne weg und er ist irgendwie genau drauf gelandet mit der Presse und kam dann so nicht mehr raus. Das ist meine Vermutung. Da könntest du recht mit haben, ja. So, jetzt nicht gegenseitig im Weg rumstehen. Das wäre nicht
profitabel, sage ich mal. Horsch immer noch vorne, 160 Punkte, BG momentan 120 Punkte, 6 Minuten haben wir noch zu spielen. Das ist natürlich auch immer sehr riskant, wenn du eine Presse hast und sowas dann passiert. Ja. Das hatten wir bei Trelleborg auch schon mal so ähnlich. Die hatten den JCB und die Kronepresse und haben das Ding im Graben versenkt. Ah, das ist natürlich... Vor allem haben es hinten hinter der letzten Brücke versenkt. Die haben den nicht mehr rausbekommen. Aber ich glaube, selbst mit zwei Pressen ist so eine Situation fast ein Todesstoß. Und wir sehen, der Wagen ist voll und es ist noch was im Drescher drin. Also bei Horsch kann man mit Getreide werfen, glaube ich, mittlerweile. Da ist so viel drum. Ja, vielleicht sehen wir gleich wieder eine Brücke. Schau mal. Was haben wir den Drone Drop schon erwähnt? Der Drone Drop wurde von BG ausgelöst, die jetzt gerade Korn wegfahren. 31.000 Liter, es ist weniger als Horsch auf alle Fälle, weil der Horschwagen war voll. Wir sehen es auch hier, 34.000 Liter. Das heißt, BG wird jetzt versuchen, so viele Punkte wie möglich zu machen, weil sie wissen, das wird nicht reichen. Kurz nochmal zur Erklärung, was denn der Drone Drop eigentlich ist. Und zwar haben wir eine Drohne, die immer trianguliert zwischen den drei Spielern hin und her fliegt. Das heißt, die ist immer genau im Mittelpunkt der drei Spieler. Zwischen Minute 6 und Minute 8 kann diese Drohne zwei Drops fallen lassen. Das ist einmal der Grain Boost und einmal der Bale Boost. Den Bale Boost haben wir eben gesehen. Dadurch springt der Multiplikator bei beiden Teams auf 3,0. Beim Grain Boost, ganz simpel, wird das Getreide einfach mehr wert. Und wenn man beispielsweise 1000 Liter mehr hat, hat man im Grain Boost effektiv 2000 Liter mehr. Und wir sehen momentan BG vorne. 435 Punkte, 300 Punkte bei Horsch. Wir haben noch ein bisschen weniger als 4,5 Minuten zu spielen. Und hat Horsch alles abgeladen? Nee, ist sie noch dabei tatsächlich? BG hat es aber ganz gut genutzt. Also ihnen sind ein bisschen die Ballen ausgegangen. Jetzt gerade kam nochmal Nachschub. Aber BG hat diesen kleinen Vorsprung ganz gut genutzt und hat aktuell die Führung in diesem Spiel mit 477 zu 300 Punkten. Multiplikator ist jetzt hat sich eingependelt bei 2,1 für Horsch, 1,9 für BG. Dafür läuft das Band ein bisschen schneller bei BG und bei Horsch ein bisschen langsamer. Aber Horsch kommt wieder. Die ersten jubeln im Chat schon, aber es ist alles andere als ein Sieger ausgemacht an der Stelle. Es ist noch alles offen. Es ist noch alles offen. Wir haben noch knapp 4 Minuten zu spielen. Und Horsch hat noch einige Ballen da liegen, das darf man nicht vergessen, und den höheren Multiplikator. Genau, das wollte ich gerade sagen, auch das darf man nicht unterschätzen. Jetzt kommt es halt darauf an, wer kann da besser nachliefern. Oh, da fällt ein Ball runter. Und wer kann besser stacken? Das ist nur nicht die Nerven wegwerfen, das wäre jetzt ganz fatal. Ganz, ganz ärgerlich. Und es ist auch eine gewagte Option hier von der Seite, das drauf zu tun, oder? Das sieht man eher selten. Das ist die Frage, was dauert länger, den seitlich zu nehmen und drauf zu packen oder zu wenden und den spitz zu nehmen? Das haben die wahrscheinlich auch lange, lange geprobt, um zu erkennen, was bringt uns mehr. Hier sieht man auf jeden Fall mal den Teleskoplader im Einsatz. Auch hier wieder konzentrierte Blicke, da wird kein Blick abgewandt. Und da sind schon die nächsten Ballen bei BG. Jetzt ist die Frage, wird BG ist noch am Dreschen, wird BG nochmal abladen? Um vielleicht den Multiplikator auszugleichen. Das ist wieder diese Zwickmühle, die ich schon mal angesprochen habe. Erfahrungsgemäß kann ich jetzt nur sagen, ich weiß, dass der Lamy immer noch gerne was wegfährt, das aus vergangenen Spielen. Ich weiß nicht, ob es diesmal so sein wird. Wir sind gespannt. Auf alle Fälle, Lamy ist noch am Dreschen und wir haben noch 2,5 Minuten. Genau, 2 Minuten sind halt jetzt echt noch Zeit. Ne? Und BG ist aktuell in Führung und es sieht aktuell auch nicht so aus, als ob sie diese Führung jetzt in naher Zukunft verlieren würden. Denn ein Ball nach dem anderen kommt hier noch ran. Und die sammeln auch erstmal noch. Die tun gerade noch nichts rein. Ich bin mir fast sicher, dass da nochmal abgeladen wird. Wir gucken mal ganz kurz unten auf Lamy. Und Lamy, glaube ich, oder? Nee, hängt die Ballenpresse an. Oh, das ist ein kleiner... Da ist aber noch einiges hinter dir, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Da ist noch einiges vorhanden. Das sind bestimmt nochmal 2000 Liter. Bei Horsch sehen wir... Da fällt alles runter! Oh, das darf nicht passieren. Wir sind das wünscht man ja wirklich niemandem. Nein, das ist so, natürlich ganz, ganz schlecht ganz jetzt in der Situation. Vor allem 2 Minuten vor Ende. Das darf da nicht mehr passieren. Und da kommt noch der Deutschfreak um die Ecke und versucht dann nochmal. Enttäuschung. Ich glaube, Enttäuschung. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Ja. Man muss natürlich die Nerven bewahren bei so einem Spiel. Und so kleine Fehler, glaube ich, darfst du gar nicht beachten, weil sonst. Ja. Aber da liegen genug Ballen bei Horsch. Da liegen genug Ballen, um die noch. So, wir sehen hier, Nico ist jetzt bei BG dabei, die restlichen Ballen draufzupacken. Da kommt Richie nochmal, um mehr raufzupacken. Oh, und das ist Absprache vom Feinsten. Das ist halt einfach Absprache vom Feinsten, wie man sich da abwechselt.
mit dem Auflegen. 629 Punkte derzeit bei BG. Horsch hinterher 510 Punkte. Ein bisschen mehr als eine Minute haben wir noch. Horsch hat den höheren Multiplikator. Und was da jetzt für Kunststücke gemacht werden, ob das so gut ist? Oh, der geht rein. Der geht rein. Auf jeden Fall der rein. Der wurde auch relativ weit oben angesetzt, also das sieht gut aus. Das sind gerade 110 Punkte, die Horsch zurücklegt. Vier Ballen haben sie da noch, aber auch BG hat noch vier Ballen da. Fünf und sogar. Liegt auch noch ein. Da ist auch was runtergefallen. Auch nicht aber alles problemlos bei BG. Nee, ich wollte gerade sagen, also es ist jetzt kein so sauberes Spiel, wie wir es von den anderen Teams gesehen haben. Und da sind noch mehr Ballen bei Horsch. Da wird schon angefangen, vermutlich unten reinzuschmeißen. Sollte BG dieses Spiel gewinnen, sind sie der Gegner gegen Trelleborg morgen? Sollte Horsch das Ganze für sich entscheiden, sehen wir noch ein drittes entscheidendes Match. Ich glaube, da hat man ein bisschen aufgegeben gerade. Ich glaube auch, da fehlt jetzt die Motivation. Und ich glaube, und bei BG hat man alles aufgeräumt, was da war. Ja, jetzt kommt noch mal ein bisschen was hinten dran, aber ich glaube auch, BG ist soweit fertig und das Spiel ist entschieden. Jetzt geht es nur noch um die Statistik, um die Punkte-Statistik. Bei Horsch wird auch nochmal, Monty schmeißt da nochmal einen Ball unten rein. Aber es hat nicht gereicht. BG hat gewonnen. BG hat spielt gewonnen. Morgen gegen Trelleborg. Herzlichen Glückwunsch. Ein Match, was nicht fehlerfrei war auf beiden Seiten. Ich glaube für Horsch sehr ärgerlich. Da waren ein paar Sachen dabei, die waren definitiv so nicht geplant. Aber die wünscht man auch niemandem. Das war nicht ganz schön gemacht. Auf jeden Fall aber ein cooles Match. Auf alle Fälle. War wieder mal alles dabei, wie man schon so schön sagt. Aber wir haben auch gesehen, ne, auch mit einem nur minimal höheren Multiplikator muss man nicht immer gewinnen. Ja, und vor allen Dingen wurde unser Wunsch nach einem dritten Spiel nicht erhört. Leider. Leider nicht. Alles heute aber dafür zwei hatten wir Spiele Rush. Gewesen. Wir hatten Rush und wir haben die JCB gesehen. Das stimmt. Wir haben die JCB im Spiel gesehen. Wir haben so ziemlich alles gesehen, was wir sehen konnten. Das muss man so sagen. Morgen bin ich mir sicher, da wird's was. Morgen sehen wir auf jeden Fall mindestens einmal drei Spiele, weil Finale ist immer noch Best of Five. Genau. Wir werden jetzt gleich noch ein Interview führen mit dem Leader von BG, ich glaube Nico ist das. Und dann schauen wir uns noch ein paar Replays an. Es gab wieder einiges zu sehen, was nicht so optimal lief. Und dann sind wir auch schon entlassen für heute, denke ich. Wir sind dann auch schon fertig für heute. Genau. Und dann sehen wir uns morgen. Wie gesagt, morgen ganz wichtig, 12 Uhr wieder einschalten. Es geht dann Halbfinale und Finale. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Genau, aber es lohnt sich natürlich auch jetzt noch dran zu bleiben. Natürlich, bis zum Ende, um gleich die Interviews zu sehen und eben die Replays. Genau, da schauen wir dann gleich nochmal rein. Ich sehe im Chat hier, sehr gut, sehr gut. gut. Wir wechseln mal gleich zum Martin. Der Martin hat tatsächlich den Captain von BG und schauen wir mal, was der sagt. Ja genau, ich stehe jetzt hier mit Nico, dem Captain des Siegerteams. Hi. Ja, wir haben jetzt ja schon das im Auge behalten, haben dann gemerkt, jetzt dadurch, was ihr gewonnen habt, sind eigentlich Gruppe A und B aus der Gruppenphase weiter. Das heißt, C und D ist komplett raus, ihr kennt eure Gegner. Mhm. Also Trelleborg wird garantiert nicht leicht, aber wie schätzt ihr denn so die Situation jetzt ein? Ich meine, das sind ja hochkarätige Gegner jetzt noch im Halbfinale und wie siehst du so alle drei? Also bisher, ja, die sind alle sehr stark, sind sehr starke Gegner, die wir jetzt noch haben. Wird auch sehr, sehr schwer für uns, das ist gar keine Frage. Muss schauen, wir sind eigentlich stolz im Moment so weit, wie wir bisher gekommen sind. Wir sind Top 4 der Welt, ist, kann man so stehen lassen eigentlich auch schon und sind wir eigentlich stolz drauf. Ja. Das ist eine gute Einstellung, also das Halbfinale wird garantiert nicht leicht, denke ich. Aber jetzt natürlich kommen wir zu der Frage, die wahrscheinlich dann alle auch ein bisschen auf der Zunge brennt. Das erste Spiel, das war ja recht kurz. Aber das war auch nicht ganz so geplant. Auf der anderen Seite habt ihr den JCB bekommen. Wie hast du das ganze Spiel so erlebt? Ich meine, den JCB sieht man nicht so oft. Das war nicht geplant wahrscheinlich, oder? Ja, also ehrlich gesagt war uns es, weil wir ja wussten, dass sie eigentlich die gleiche Taktik fahren, das ist eigentlich auch daran gelegen, dass wir vier Stacker haben, die zumindest 50 fahren können. Deswegen halt nicht so wie Trelleborg vorher, die hatten ja den John Deere, dass wir halt dann sagen, wir wollen schnellen haben. Und deswegen haben wir den nicht rausgebannt. Sie hätten den noch rausbannen können, dann wäre es halt so. Aber das haben sie nicht getan. Somit hatten wir vier Stacker. Was wir eigentlich ganz gut fanden. Dann haben sie eher den Wert darauf gelegt, den Steier zu haben. Da haben wir uns gedacht, gut, dann nehmen wir den. Damit war jetzt noch nicht klar, dass wir das rushen, aber wir haben zumindest dann halt probiert. Oder wir hatten auch vorher schon so grob gesagt, dass wenn die wirklich auf drei Drescher fahren, wir die Pressen nehmen. Weil haben wir gedacht, das kann man eigentlich schaffen. Und dann haben wir, war eigentlich dann kurzfristig, wir hatten dann nicht mehr dran gedacht. Und dann haben wir gesagt, jetzt holen wir alle Pressen. Und dann hat es noch funktioniert und dann war sehr schön im Moment auf jeden Fall. Ja. Wie ist das so jetzt für die, also aus Spielersicht oder wenn man zum Team ist, dann weiß man das wahrscheinlich. Aber für die Zuschauer jetzt auch mal, ihr fahrt da los und schnappt euch also die ersten Geräte und dann
fällt einem auf, oh, jetzt haben wir eine Chance zu rushen? Oder wie war das jetzt bei euch in dem Moment? Ja, also wir haben ja, man hat ja seine Aufteilung dann so ein bisschen, wer wohin fährt. Und dann redet man ja auch zwischendurch, wie es aussieht und wo der Gegner hinfährt. Und dann war halt schon, eigentlich war da noch nicht klar. Dann hatte ich meinen Drescher bekommen. Ich glaube, Lami hatte seinen nicht bekommen. Ist ja auch nicht schlimm gewesen. Aber dann haben wir halt, dadurch war es dann, dass wir gesagt haben, jetzt holen wir alle Pressen. Und dann meinte Lami, er hätte Kuhn. Richie wusste ich, der hatte beide. Ich hatte auch meine noch bekommen. Also es gibt nur vier und deswegen war das. Und dann war so, jetzt gehen wir. Da haben wir dann gedacht, war sehr schön auf jeden Fall. Ja, ich meine, das ist natürlich wie ein Elfmeter dann. Dann hat man erstmal, dann führt 1-0 und dann das zweite Spiel kann man lockerer angehen. Und ich glaube, der Druck, man hat es schon ein bisschen angesehen, der lag dann deutlich auf Horsch. Ja. Also, aber habt ihr gut nach Hause gebracht und jetzt könnt ihr erstmal euch ausruhen. Und dann morgen Halbfinale. Also Glückwunsch nochmal. Danke. Gut. Und dann, genau, dann gebe ich jetzt zurück an die Caster nochmal. Wir schauen uns noch ein paar Szenen an. Da gab es ja ein paar interessante im zweiten Spiel. Im ersten nicht so viele, aber einiges, was man nochmal untersuchen kann. Genau. Martin, dankeschön. Es gab natürlich einige Sachen, die auch nicht optimal liefen, wie in jedem Spiel. Da schauen wir uns gleich im ersten Spiel eine Sache von BG an. Allgemein, wie habt ihr die Spiele gefunden? Gut, es waren jetzt nur eins effektiv, aber... Ja, das erste fand ich gut. Also, gut, danke dafür. Nein, also, dass wir heute noch einen Rush gesehen haben, habe ich nicht mitgerechnet. Ich auch nicht. Nicht in diesem Spiel, um ehrlich zu sein. Mhm. Hätte ich vielleicht bei VK und Trelleborg erwartet, aber nicht bei Horsch und BG. Gut, ich bin halt gespannt, wie es morgen wird, wenn BG auf Trelleborg. Aber wir schauen erstmal in die Replays. Wir schauen mal rein und dann können wir gerne nochmal drüber sprechen. Da sehen wir, wie die Ballenpresse vor der Nase weggeschnappt wurde. Da wurde mit dem Steuer schon zurückgesetzt und dann zack, war sie weg. Natürlich sehr ärgerlich und damit war dann auch das Spiel entschieden. War ein kurzes Ding. Ich frage mich in dem Moment immer, was denkt man beim Gegnerteam dann? Was geht da an? Mich wundert, dass der Monitor noch steht. Ja gut, das stimmt natürlich auch. Hier sehen wir nochmal, dass die Ballen mit der Presse aufs Band gelegt wurden. Das war ja eine ziemlich elegante Technik, um den ersten Ballen reinzustecken. Sowas ist einfach schön anzuschauen. Haben wir lange nicht mehr gesehen. Das hat Horsch früher mal öfter die große gemacht, haben wir aber vor allem, wie er am Ende noch so diesen Ruck bekommt, um dann hochzufliegen. Das ist ganz, ganz großes Kino. Das ist schon. Und da sehen wir auch, ne? Der Brückensprung, einer der Brückensprünge, muss man sagen, da waren ein paar mehr vorhanden. Also da musst du wirklich schon. Da musst du Augen zu und Vollgas. Und der hat keinen Ballen verloren. Nee, er deswegen. Hat beide Ballen vorne drauf behalten. Da sehen wir auch noch rechts die Ballen liegen, die Presse eben verloren hat. Und darf hier, ganz mutig, Front da hoch und geht schon. Oh, war das die Situation? Oh, das könnte die Situation das gewesen. Das war die Rückfahrt. Die beiden Ballen hat man schon da liegen sehen. Das war die Rückfahrt. Von der Hinfahrt haben wir scheinbar leider kein Replay. Aber was da passiert ist, das versuchen wir mal bis morgen rauszubekommen und werden euch das mal nachliefern. Ganz genau. Das war schon... Weil das hat Zeit gekostet. Ja, also das war ja auch außergewöhnlich und hat das ganze Team dann, glaube ich, auch so ein bisschen in Bedrängnis gebracht und ein bisschen unkonzentriert gemacht. Hier sehen wir auch nochmal das Stacken. Das ist war auch verdammt ärgerlich, dass da ein Ball nach dem anderen runtergefallen ist. Aber ich glaube, das war so ein bisschen der Auslöser dafür. Und wir versuchen das mal rauszubekommen. Versprechen können wir nichts, aber da das sieht man es. Das ist so ein Konzentrationsfehler in dem Fall. Aber das es hat man bei Horsch zum Schluss auch gesehen, die Fehler haben sich so ein bisschen gehäuft. Man muss aber halt auch sagen, wenn du in der ersten Runde direkt einen Rush bekommst, du bist so perplex, glaube ich. Also das muss man... Also ein Rush ist nochmal eine ganz andere Liga, als ein Spiel normal zu verlieren. Ja. Das ist schon was anderes. Ne? Das ist ein richtiger Schock. Ja. Ich glaube, während man dann noch das zweite Spiel spielt, denkt man so innerlich, hätte ich das verhindern können. Das ist halt immer das. Das ist der Fehler. Wie weit denkt man zurück, wie weit denkt man, hätte ich anders machen können? Weil man ist eigentlich schon im nächsten Spiel angekommen und muss eigentlich schon abliefern. Und man weiß auch nicht, wie man an diesem Tag spielt. Weil die Jungs haben noch nicht gespielt heute. Ja. Das war das erste Spiel. Und wenn man nicht weiß, wie man abliefern kann, das ist halt immer die Geschichte. Ist man da schon sehr... Das heißt, wir sehen uns morgen wieder auf alle Fälle in dieser Konstellation, wie wir hier sehen. Auf jeden Fall, 12 Uhr, schaltet auf jeden Fall ein. Genau, wir werden morgen sehen, Grimme gegen John Deere und Trelleborg gegen BG und die Sieger aus den beiden Matches spielen dann das große Finale mit über 100.000 Euro. Im Best of Five. Im Best of Five. Das wird wirklich eine schöne, schöne Sache. Und vielen, vielen Dank fürs Dabeisein auf alle Fälle. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Heute war wieder die Palette dabei, was man so haben kann. Und schauen wir mal, ob es morgen so weitergeht. Wir geben es nochmal kurz an Martin, glaube ich. Der wird sich nochmal kurz von euch verabschieden. Wir sind erstmal raus. Dankeschön. Bis morgen. Ciao, bis ciao. Morgen. Verabschieden. Es war ein spannender Tag.
Aus den 8 Teams sind jetzt noch 4 übrig und es kann halt leider nur einer gewinnen. Trotzdem großer Respekt auch an die ausgeschiedenen Teams. Es war wirklich sehr unterhaltsam und ich bin gespannt, wer morgen dann eben die Trophäe mit nach Hause nehmen wird. Wer das sein wird, da schlafen wir jetzt noch mal eine Nacht drüber und dann sehen wir uns morgen um 12 Uhr wieder und ich sage danke, tschüss und noch einen schönen Abend. Yeah. I'm ready to play now. Put me in the game now. I came here to prove it. I'm ready to do it. I can't be afraid now. Put me on the stage now. I'm ready to rage now. I feel like an animal stuck in a cage and I'm ready to break out. So what are you afraid of? Those feelings are made of. Get in the game, your moment of fame. Show them what you made of. It's time that we stand up. It's time that we man up. For anyone asking who is the best, we putting our hands up. My time, my time. None of you people can tell me to stop. This time, like the last time, you better get ready to race to the top. I'm ready to do this, show you what the truth is. I step on the field, it's time to get real. I'm feeling so ruthless. My time, my time. None of you people can tell me to stop. Lower the lights down. Hand over my crown. Hand over my heart. I do this for my town.